Was ist eigentlich sinnvoll? Das muss ich beim nächsten Mal probieren. Ich habe die Tonspuren, die einzeln bearbeitet, dann zusammengeführt. Ja. Also besser als andersrum, ich ja? Ich glaube, ja. Das denke ich auch. Okay, ich muss mal gucken. Ich bin in der einen Datei mit meinem Ton nicht zufrieden gewesen. Ich habe es dann nochmal gemacht, dann klang ich besser, aber dann klingen die anderen irgendwie weniger. So ein bisschen korrigiert er es dann doch hin und her. Ich weiß auch nicht. Aber es geht. So, wir finden Uprising. So, gestern schon mal angelernt. Ich habe die mal rausgeräumt, damit. Oh, der Würfel war übrigens bei mir drin. Ja, ja, das. Dann können wir die Würfel einfach mal hier reintun, oder? Hier hin. Ja. So, als jetzt können wir hier irgendwie als zur Seite stellen. Was brauchen wir? Brauchen wir irgendwelche Würfel, die direkt wieder zurück können, oder brauchen wir alle? Nö, wir brauchen. Also vielleicht brauchen wir nicht so viele, aber schalt nicht alle, also viele zu haben. Okay. So. Genau, wie viel Uprising? Ein kooperatives Area Control Spiel tatsächlich. Sorry. Und ich habe es einmal vor 2-3 Jahren gespielt und gestern nochmal gelernt. Gestern war auch einer der Entwickler dabei, der hat uns noch ein bisschen durchgeguidet. Ich habe 80% der Regeln auch schon gelesen. Ich muss da hinten drin noch mal ein paar Sachen lesen, aber so, dass wir direkt losspielen können. Das ist auch überschaubar vom. Es sind gar nicht so viele Regeln. Mhm. Und das Schöne bei diesem Spiel ist auch, dass es eigentlich relativ zügig aufgebaut ist. Weißt du, warum eine Anleitung so groß wie möglich sein muss, selbst wenn es unhändlich wird? Na? Damit du dann in deiner Werbung sagen kannst, hat nur 5 Seiten Regeln. Na. Das Heft ist dann vielleicht A3, aber 5 Seiten bloß. Und ohne Bilder. Warum steht eigentlich das Spielfeld falsch so und kann ich nicht spielen? Wieso falsch? Ja, weil hier ist die 0. Stimmt, die Zahlen sind das Einzige, was nicht richtig sich anpasst, ne? Ja, aber der Rest Gott sei Dank schon. Hätte man theoretisch aber auch noch machen können. Die Zahlen könnten immer nach außen zeigen. Ja. Das hätte man so drucken können. Für den nächsten Kickstarter-Run. weil ansonsten ist das ja lustigerweise so, dass wirklich alles in genau. Die verschiedenen Richtungen zeigt. Ist eigentlich schon ganz gut gemacht. Nur die Zahlen nicht. So, wir bereiten mal 4 Chapter vor. Das heißt nicht, dass wir 4 Chapter spielen, so wie ich es verstanden habe. Sind wir eigentlich, kann man uns... Neues Stream oder so? Oh, können wir da noch den Chat anmachen? Das wäre super praktisch. Ah, hier ist der... Oh, da muss ich noch mal schnell hier die Monetarisierung anmachen, damit uns die 50 Cent nicht hingehen. Überraschenderweise ist Hits da ja... Demonetarisiert, weil das war ja vorher schon. Ich frage mich, ob es dadurch durch den YouTube-Algorithmus nicht aber auch weniger ausgeschüttet wird. Wobei, YouTube macht ja das Geld trotzdem. Das weiß ich nicht. Nur du wahrscheinlich. Genau. Nicht. Ich frage mich auch, wenn man einstellt, dass ein Video nicht monetarisiert werden soll, dann wird ja keine Werbung gezeigt. Schüttet YouTube das dann auch weniger aus? Ja, also ich so höre ja, weil und je mehr Werbung du in deinem Video machst, desto eher schüttet YouTube das aus, also können sie natürlich mehr Geld mitverdienen. Deswegen ist es für euch gut, wenn mehr Werbung drin ist. Also für uns, also eigentlich ist es für alle gut. Ist Werbung für euch gut, weil ihr seht, dass das Video existiert. Ja. Sonst würdet ihr es vielleicht gar nicht mitbekommen. Und dann, ich rede jetzt nicht über Werbeblocker. Die Werbeblocker sind eine Ausgeburt des Bösen, sollten verboten werden. Genau. Ganz, ganz, ganz richtig. Mich würde immer noch interessieren, ob eine Werbung, also wenn ich sie auf 5 Sekunden wegklicke, aber sie ist ja trotzdem angespielt. Der Werbezweck ist erfüllt. Die meisten Werbungen sind ja auch auf 5 Sekunden ausbalanciert. Deswegen hast du ja vor diesen Trailer-Videos immer diesen kurzen Zusammenschnitt mit Trailer startet jetzt. Mhm. Und denkst du, hä, ist doch bescheuert, aber das ist einfach nur, weil sie, glaube ich, sie machen sich nicht die Mühe, ein extra Video anzufertigen, wo sie das weglassen in dem eigentlichen Videolink dann. Okay, das sind alles die schweren Sachen, die lassen wir weg. Wo war hast du? Haben so ein gewisses Promomaterialgefühl. Ja, ich weiß auch nicht, die wirken von einer ganz guten Qualität, aber jetzt sind wir auch im richtigen Stream hier. Hallo Spartakus, hallo alle anderen. Wir brauchen noch den Chat. Anna, Cosmonic, du müsst da ein Tablet auch stehen haben. Ja, aber da gucke ich eher hin, wenn da eine große Schrift ist. Ich gucke eher, wenn hier das Tablet steht, gucke ich immer nicht drauf. Und das brauchen wir ja eh nicht. Da steht ja nichts, was wir nicht schon wissen würden. Background-Musik. Läuft die? Und die kann ich mal ausmachen? So. Nee, stimmt, die liegt. Siehst du? Gut, dass ich hingeguckt habe. Mhm. Aber jetzt gut, dass da kein Chat vor war. Jetzt kann man den Chat vormachen. Nicht, dass der auszusehen wieder angeht. Das ist nur die Bandcam, das iPhone, das H6 und Dinge, die ich nicht sehen kann, an. Das iPhone ist an? Und die Carcam. Mit der. Oh, ich hab den Chat. Muss ich machen? Ich muss so sitzen. Ja. Oh, wir würfeln gleich. Wie schön. Genau, das ist. Wirkt natürlich wie immer am Anfang so, sagt man, ne, das ist random, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, merkt man so, ja, gibt schon Möglichkeiten, das zu mitigieren.
Eine der am schwersten einzuschätzenden Sachen, wie ich finde, in Spielen, also in vielen Spielen, ist, wie hoch ist der Zufallsfaktor? Dass er da ist, ist ja, also das ist ja leicht festzustellen. Das Spiel hat Würfel, das Spiel hat verdecktes Kartenziehen. Also hat es einen Faktor, den du nicht berechnen kannst, ja. Aber ja, du hast vor allem oftmals, was ist die Auswirkung? Die einmal bitte mischen. Oftmals ist auch bei solchen Geschichten das Problem, dass das halt schon sehr zufällig wirkt und du sagst, das kann ich irgendwie nur verlieren oder so. Aber natürlich ist das Spiel darauf gebalanced, auf Leute, die es können und nicht auf Leute, die es nicht können. Genau, also du hast ja meistens Dinge, die mit den Wahrscheinlichkeiten arbeiten und es bleibt ein Zufallselement da. Aber die Frage ist halt wirklich, wie sehr sich das auswirkt, wenn du weißt, was du tust. Also wie stark kannst du damit arbeiten? Wobei ich darauf hinweisen möchte, Dwellings of Elder, aber es war ein Extremfall. Da habe ich ja nicht einen einzigen Kampf gewonnen. Also auch, wo die Chancen für mich höher waren. Steff, glaube ich, auch nicht, er hat trotzdem gewonnen. Ja, dann haben ihm die anderen wahrscheinlich noch einen Gefallen getan. Das ist ja, eigentlich nicht. Also es hat schon eine Catch-up-Mechanik, aber Kämpfe zu verlieren bei Dwellings of Elder Veil war jetzt nicht immer von Vorteil fürs Spiel. Er hat, glaube ich, den ersten Kampf gleich verloren oder so, die ersten zwei, und dann trotzdem noch das Ding hinten raus gewonnen, wo schon die ganze Zeit meinte, so, war jetzt irgendwie nicht so geil. Also es geht scheinbar auch so. Kämpfe sind nicht das Wichtigste im Spiel. Hallo Bernhard, kann nur kurz, ich habe gestern, dass man zumindest kurz Hallo sagen kann. Ja, man soll sogar gerne Hallo sagen, das ist immer sehr schön für die Spielenden. Genau, gerne Hallo sagen. Genau, die kannst du auch mit reinmischen anscheinend. Die hier kommen raus. Das sind die fortgeschrittenen Geschichten. Das, ja, das, sind hier. Das ist nicht das Problem bei dem Kartenqualität. Die beiden Karten sind leicht. Die sind cool. So ein bisschen. Mal unter ein Buch legen oder so. Bei was habe ich das mal gemacht? Ich hatte auch irgendwas. Das war dann. Ja, aber diese Karte. Oh ja. Die haben ja gar nicht, also die sind ja weniger flexibel. Auf keinen Fall den klassischen Doppelmisch-Move machen. Ich habe es eben einmal gemacht, aber ich werde es nicht nochmal machen, das Risiko ist mir zu hoch. Dahin, das Würfel zusammenstellen. So, genau, eine Regelanpassung, die man auch gleich spielen kann, ist, dass die Druiden alle offen sind von Anfang an. Das sind so Fähigkeiten, die man mit Würfen und Blitzen benutzen kann. Normalerweise werden die erst einer pro Runde aufgedeckt, wenn du bis zu vier Runden spielst, und so hast du gleich alle zur Verfügung, macht das Spiel noch ein bisschen, also nimmt ja den Glücksfaktor auch noch ein bisschen raus. Was habe ich gleich? Diese Druiden, die sind normalerweise, deckst du nur einen pro Runde auf und du hast halt jede Runde mehr Auswahl und der Glücksfaktor wird dann ein bisschen rausgenommen, wenn du die aufgedeckt hast, weil das sind halt Sachen, wenn du hier mit den Würfeln Blitze würfelst, dann kannst du die halt aktivieren und benutzen, wenn sie dir was bringen. Hat er irgendwie gesagt, ne? Das ist eine Anpassung, die genau, das ist schon irgendwie ein Upgrade. Wahrscheinlich und irgendwie die neue Erweiterung bringt irgendwie Stuff rein, der ist so, also so stark nochmal verbessert, dass man es gar nicht mehr ohne spielen möchte anscheinend. So, du bist wer? Du bist Karl the Destroyer? Bist du Karl the... Du musst... Hast du den genommen? Wer ist denn... Du musst Karl spielen. Ich habe jetzt die Blauen schon genommen. Ja, aber Karl. Ja, aber das du spielst ja beim nächsten Mal spielt nee. Karl. Der wird mit Karl geschrieben, das akzeptiere ich nicht. Das ist Karl. Akzeptiere ich trotzdem nicht. Die können das nicht so mitsprechen. Ich nehme Syndra the Witch oder... Fianor the Art. Ach, und ich habe neulich schon. Ich nehme jetzt mal den mit die Witch. Ich will viel Magic haben. Magic! So, du hast wer? Du also hast blau. Magie ne? ansammeln. Blau ist er hier? Davon müsste es drei Stück geben. Du bist ja. Baran, du musst einen von beiden aussuchen. Kannst du aussuchen, welchen von beiden du haben möchtest. Hier sind so die Eigenschaften von denen. Ob du lieber breit aufgestellt sein möchtest oder lieber ganz viel Führungsstärke haben möchtest. Warte, ich muss erstmal ganz kurz. Und dann nimmst du dir das entsprechende Deck und tust das andere weg. Das ist nicht schwer genug, glaube ich. Ich hoffe, das reicht. Es sind zwei Karten ein bisschen angeknickt. So, das ist die Hauptstadt. Bequemst du jetzt? Ist der zweite Lehne. Ich fühle mich so uneben. So komisch. Das hier bin ich. Ja, die Lehne muss noch auf die andere Seite. Das ist meine typische Stützseite, ist schon okay. Ja, aber es ist zum Aufstehen so besser als auf anderen Seiten. Und so ist es, aber es ist so besser, weil du sitzt so eher zur Kamera. Das stimmt. Baranth the Wall hat 1-0-3-0. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen absprechen, dass wir unterschiedliche Stärken haben. Ich habe Lead Magic ganz viel. Das soll, also wenn man es gut eingepackt hat, dann kann man das Spiel, sage ich, in unter 10 Minuten losspielen. Okay, wir können auf jeden Fall nicht... weil ich habe einen, der hat 1-1-1-1. Das ist doch breit aufgestellt. Und ich habe einen, der hat 1-0-3-0. Ja, ich glaube, das ist... Ich möchte gerne führen. Das kann man auch noch ausbauen. Ich glaube, gerade wenn man das Spiel noch nicht so gespielt hat, ist vielleicht gut, wenn man... Dadurch habe ich ja einen klaren Weg. Ja, das bist du ja. Du darfst einen von den beiden aussuchen, nimmst das entsprechende Kartendeck und den Rest kannst du weg. Baranth.
Janni. Wie war das mit dem, wo die einen Leute hören das, die anderen Leute hören das andere? Janni und... Was? Das war wie mit diesem, das war wie das, kennst du die Geschichte von Kleid, dass für einige Leute die eine Farbe hat und für andere die andere Farbe, das andere, blau oder Gold oder so? Ja, ja. Und das gab es auch mit Reden. Also wo die einen Leute hören Janni und die anderen hören irgendein anderes Wort, aber ich weiß nicht mehr welches. Mach mal den Chat an. Ich bin Baranf die Mauer. Muss ich diese Karten auch mischen? Nur die, genau, ja. Nee, also ja, da sind zwei Startkarten bei, die suchst du raus und den Rest mischst du. Erkennbar an. Steht Start drauf. Oben rechts, irgendwo in der Ecke, glaube ich. Wo bin ich denn? Die sind so unrutschig. Ja. Start. Syndra Bridge. So, ich habe Beastmasters als Starteigenschaft. Und Teleport. Yeah. Die kannst du nehmen. Du hast ein Limit von 10 Karten, die du haben kannst, die ich offen auslegen dürfen. Sonst danach musst du durchtauschen. Ich habe zum Start Phalanx und Younglings. Archery and Clash. You may turn one of your dice to show a single shield. Before damage, once per combat on your hero's hex. Habe ich jetzt immer oder drehe ich die um, sobald ich sie benutze? Das kommt drauf an. Meistens steht da irgendwie Flipsis. Oh, also das ist eine passive Eigenschaft, da steht das nicht. Da steht nur You May Turn. So. Ich bin ja auch die Mauer, klar. Ich kann immer einen Schildwürfel erzeugen. Macht Sinn. Ergibt Sinn. Chapter 4. Chapter 3. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und das ist immer aus einer Auswahl, ja? Okay. Und nur ein paar Karten. Erzählt das voll die krasse Story? Bestimmt. Wie wir dieses Land zurückerobern von der Hauptstadt. Vom Imperium. Imperial. So, hier von irgendwas hatten wir alle drin. Lass mich mal die Anleitung gucken. Ist hier ein Platz? Kann ich die Sachen drauflegen? Ja, also da kommen, ja, das ist ein bisschen zu viel Platz eigentlich. After combat, flip this to exchange one youngling here with one Oathsworn. Oh, ich darf Leute befördern. Ich darf einen Basic Warrior zu einem Elite Warrior machen nach dem Kampf. Yes. Ich weiß nur nicht, was das Symbol sagt, aber das kommt bestimmt gleich. Action Move. Nein, wenn es jemals Curses heißt, das sind Flüche. Man sucht nach Karten, dass ein Flüche irgendwo hinlegt, aber das sind Flüche. Das ist ein Tentakel. Das ist ein Fluch. Das ist ein Tentakel. Ich habe vor kurzem überlegt, dass ich eigentlich mal über meine Lieblings-Garfield-Sketche reden müsste. Aber ich glaube, es sind nicht genug. Ich erinnere mich nur an einige. Aber sie sind, weil ich habe vor kurzem durch Zufall ein paar Garfield Comicstrips gesehen, auch ein paar ältere. Das läuft ja bis heute, ne? Da kommt auch demnächst irgendwie noch ein neuer Film von und so. Garfield ist, hat auch irgendeinen Rekord aufgestellt, was das angeht, wegen, ja, weil er mal most syndicated oder so ähnlich, weil er irgendwie in 3000 verschiedenen Zeitungen oder so gleichzeitig erschienen ist. Okay. Oder in so und so viel Auflagenstärke erschienen ist und das wird ihm halt keiner mehr abnehmen, weil Print nimmt ja nicht mehr zu. Richtig. Also ist das ein Rekord. Ich weiß nicht mehr exakt, was für ein Rekord das ist, aber er steht für die Ewigkeit. Kann ich den Chat haben? Er hat den Chat immer noch nicht angemacht. Die Leute schreiben fast gar nichts. Wo ist denn die Tastatur? Ja, weil ich das nicht sehen kann. Und ich habe ihn eigentlich gerade angemacht. Oder auch nicht. Ich sehe ihn da drüben. Das ist nicht groß genug. Das ist doch super. Können wir noch ein bisschen reinzoomen? Steuerung Plus war das, ne? Oder auch nicht. Funktion Plus. Nee. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Wir sind momentan in das Feld. Wir müssen da rausklicken. Und jetzt. Jetzt. The Capital. Man würde meinen, man könnte das größer stellen. Shift Plus. So. Das hat auch so eine kleine Pandemie-Mechanik drin. Sobald drei Skelette irgendwo stehen, wird es zu einer Horde. So, voll krass, Karl. Ich weiß nicht genau, was sich das zieht. Du auch. Ich glaube, das ist eine gute Antwort. Ja, es werden Gebäude zu Türme gebaut, Cole. Hast du denn schon gespielt, Anna? Anna, du hast wahrscheinlich weiter oben was geschrieben, das sehe ich gerade leider nicht. Ist Co-op Area Control, braucht große Frusttoleranz, macht richtig Spaß. Das klingt ja schon gut. Ach, große Frusttoleranz ist doch Co-op. Genau, hier kommt das Item-Deck hin, hier kommen schon mal drei Karten hin, hier kannst du einmal bitte drei Quest-Karten aufdecken. Hier kommen drei Item-Karten hin. Genau.
Steht auch immer drauf. Das ist auch nett, dass sowas direkt draufsteht. Das würde ich mir bei manchen anderen Spielen auch wünschen. Das stimmt. Wir haben einen Bottle Demon Archery. Wir haben einen Zwielichtsbogen. Und wir haben den The Flanser. Haben die eine verschiedene Rarity oder so? Die haben verschiedene Farben. Je nachdem, was du brauchst, um die mit deinem Helden um die dir holen zu können. Hier stehen ja die Sachen bei. Dein Held muss mindestens so viel haben. Ja, ja, aber ich meine nicht das. Ich meine hier die Farbe. Das ist ja hier rot und hier grün zum Beispiel. Aber gut. Haben wir irgendwo den Ressourcentray? Ich habe alle Trays aufgestellt, rausgenommen. Müsste noch so einen geben. Die Fliege her, es ist doch erst April. Wir haben auf jeden Fall alle rausgenommen. Hast du ihn gestern vielleicht nicht mit reingepackt? Doch. Das sah relativ voll aus, das stimmt. Das sah nicht ja, hier zu ist wenig der andere. Aus. Hier, also so, ich bin auch ein bisschen drin. Nein. So. Der beste Garfield-Gag ist der, wo er vor dem Spiegel steht und Weltrekord denkt. Nächstes Bild, er nimmt sein Kinn runter und denkt, 6 Doppelkins. Das Problem ist, meine Lieblings-Garfield-Sketche sind, da muss man immer die Bilder halt mit erklären. Das ist, bei nicht lustig funktioniert das, glaube ich, manchmal ein bisschen leichter. Aber bei Garfield, es gibt zum Beispiel, also der ist ganz simpel, das ist mein Lieblings-Garfield-Sketch. Krass, die Kopie, ich weiß. Ist, John fährt Auto und ist mit Garfield. Garfield ist auch im Auto. Und er dann so runter, weg von der Frontscheibe Garfield, runter vom Dach Garfield, raus aus dem Handschuhfach Garfield, zurück ins Handschuhfach Garfield. Im letzten Bild hängt er eben nämlich am Kopf und hält ihm die Augen zu beim Autofahren. Das ist so. Und das ändert sich aber an dem, was am Gesicht ist, halt nichts. Das ist immer dieser ausdruckslose Gesicht. Und ich liebe das. Raus aus dem Handschuhfach Garfield. Zurück ins Handschuhfach Garfield. Großartig. Das sind meine Startressourcen? Ja. Das ist ja, das ist kein Mangelspiel, oder? Ja, man kriegt schon ein bisschen was. Das sind ja sogar Dreier. Das sind Dreier? Nee. Und das sind drei Würfel abgebildet. Nee. Das ist einfach nur ein Plunder. Das ist nur das Symbol, okay. Ich also Dreier gibt es auch, aber die hast du noch nicht. Und es gibt Mammuts. Da das ja alles sehr kalt aussieht. Mammut ist Food. Gehe ich davon aus, dass das Mammut sein soll. Nee, Mammut ist nicht nur Food. Nee, das ist Food. Das hier ist die Ressource heißt Food. Das sieht nicht mal aus wie ein Mammut. Aber okay, hat gar nicht so viel. Ist nicht wollig genug. Oh, der Schild ist ja ganz fleißig. Das wird wahrscheinlich bleiben, denke ich mal. Jetzt nur gelernt gestern, noch nicht gespielt. Anna übrigens, ich habe den Avatar nochmal groß angeguckt. Sehr, sehr cooler Avatar. Sie hat ein Brettspielblock, was auch immer. T-Shirt, Pullover, was auch immer an. Mit Logo. Ich bringe mich alle. So, wir brauchen, genau, das ist die Frage. Aber ich mag wirklich Garfield-Sketche. Also ich fand Garfield schon immer, Garfield hat so ein, gerade ältere Sachen, ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Garfield hat alles. Kein PC-Problem? Na, Garfield hat ja vor allen Dingen auch, es haben ja unterschiedliche Sachen gemacht, der Typ hat ja Garfield entwickelt mit dem Ziel, dass es möglichst breit in Syndication geht. Also Garfield ist keine romantische, ich hatte mal eine Idee und so weiter, sondern Garfield ist gezielt auch von Anfang an darauf ausgelegt worden, dass das möglichst viele Leute schon irgendwie gut finden. Okay. Das ist, und es gab zwischenzeitlich, da haben auch andere Leute schon dran gearbeitet, auch für die Sketch-Reihe, der ursprüngliche Erfinder, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der ist da ganz pragmatisch rangegangen. Er hat sich hingesetzt und gesagt, überleg mir jetzt was, wie, was könnte das sein und so weiter, was mögen Leute. Und dann ist das halt dabei rausgekommen. Der Name war bloß erst ein anderer. Der Name war nicht Garfield, der hieß erst anders. Und ist irgendwie nach dem Großvater von dem Zeichner oder so benannt. Irgendwie sowas. Oder nach dem Präsidenten, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber nee, das heißt das immer, aber es ist nicht der Präsident. Irgendwie sowas war das. Ich weiß nicht mehr, wie der Freund von John heißt. Da ist ja manchmal der Freund da, der mit dem Schnauzer. Und die gucken zusammen Fernsehen. Und dann sagt er so, ach ja, Katzen, ich mag auch Katzen. Wir hatten früher 5 Katzen. Und dann John so, oh, und wie hießen sie? Katze, 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 Katze und Katze. Wozu etwas einen Namen geben, das sowieso nicht drauf hört? Die brauchen wir erstmal nicht. Das ist das Wichtigste im ganzen Spiel. Nein! Verdammt. Ich glaube, wir sind dann schon fast startklar. Brettspielblock forever, so sieht's aus. Richtig, das ist ein richtiges Commitment. So mögen wir das. Genau, also dann, ich habe auch die Karten hier. Nee. Den brauche ich gar nicht. Cole, erzähl doch mal, was ist denn dein Lieblings-Helga-Sketch? Da gibt es ja auch einige gute. Das Problem ist bloß, Helga funktioniert ja oft ganz ohne Worte, wenn ich mich ganz so ganz dunkel erinnere, das ist dann immer nicht so einfach. Genau, du hast schon gleich ein Dings hier.
Wuhu. Das heißt, die Anzeige ist nur für, wenn es ganz schlecht läuft. Genau. Du kannst ja auch, finde ich, die Gegner kämpfen untereinander und sie können auch uns bekämpfen. Also das ist mein... Ist das zufällig auch, was für meinen Startteil ist? Oder so? Nee. Doch, das ist ja mein Startteil. Genau, ist nicht zufällig. Zufällig. Genau. Wir hatten übrigens einen langen Tag. Wir waren heute schon in anderen Städten. Ja. The Dwerka belong to the original inhabitants of Azul. Once they followed the great Kolof herds on the plains as nomadic hunters. But as the predatory Moya raided them, the Dwerka fled to the great mountain ranges. Die sind übrigens auch asymmetrisch, die kosten unterschiedliche Ressourcen und es gibt die unterschiedlich oft verteilt, sehe ich gerade. Weil ich habe gestern die gelben gespielt, die haben andere Sachen als die hier. Ah ja, also bei mir kostet der Basic Warrior kostet zum Beispiel 2 gleiche von der Ressource und bei dir ist es 1-1. Genau. 2, 4, 6. Meine zweite Einheit ist billiger als deine. 8. Hier, das sind deine Aktionskristalle. Ah, das meinte das mit kostet 0. Das ist die Anzahl, bevor wir das weitermachen können, ne? Okay. Können wir auch hintereinander dran sein und sowas? Oder müssen wir abwechselnd? Also wir machen das meiste parallel und also nur die Aktionsphase machen wir nacheinander. Und das verrät mir so ein bisschen, was ich da zu erwarten habe. Genau. Okay. Also, wir spielen, wie gesagt, ein Area-Control-Spiel. Wir haben hier schon mal die Legion, die quasi hier die Hauptstadt irgendwie eingenommen hat. Die letzte überlebende Stadt noch. Die andere Welt ist zerstört vor Dunkelheit, Postapokalypse, was auch immer. So ein Fantasy-Setting. Und wir müssen halt hier, ne, wir starten hier. Da steht auch schon unser Held. Es ist schon alles... Recht, du kriegst auch ganz andere Ressourcen als ich. Ich bin Syndra the Witch, auch hier ist der Held quasi die Einheit, die du steuerst, mit der du deine Aktion machst. Die Armeen werden halt nur von dem befehligt. Und haben wir schon Starteinheiten noch? Wir haben keine Starteinheiten, die müssen wir erst bauen, soweit ich weiß. Guck ich gerade mal nach. Ich glaube nicht. Ne, da Steps, das haben wir rausgesucht. Und wir gehen jetzt eigentlich gleich einfach nur die Liste hier durch. Wir spielen quasi eine Runde komplett runter. Dann ist das erste Chapter durch, dann spielen wir die zweite Runde, dann die dritte und dann die vierte Runde maximal. Das kann durchaus lange dauern, deswegen wissen wir noch nicht, wie lange wir spielen. Das hier ist quasi ein Chapter. Das ist ein Chapter. Deine 8 Aktionen, die du machst, ein Chapter und das 4-mal. Genau, und wir fangen jetzt einfach an. Und zwar Reveal One Druid Card, da wir jetzt hier die Variante spielen, wo die schon gleich alle revealed sind, machen wir das nicht. Das sind halt normalerweise eine so Spezialfähigkeit rund, die wir dazu bekommen. Dann kommt Flip All Your Face Down Cards Back Face Up. Und manchmal ist der Card, wo drauf steht Flip This Card, um sie zu benutzen. Die würde jetzt zurückkommen. Genau, die würde wieder zurückkommen. Dann würden wir unsere 8 Aktionssteine wieder bekommen, die haben wir jetzt schon. Yes. Dann würden wir 3 neue Items dahin dealen, das hast du schon mal vorbereitet. Dann würden wir 3 neue Quests dahin legen und die alten discarden. Das heißt, wir haben die Quest Deepling Alleys und The Imperial Spy. Und wir haben... Gute Nacht, Ivy. Willing to Fight. Gute Nacht. Dann war da schon die erste Phase, die Refresh Phase. Dann kommt die Event Phase. Alle Horden, die jetzt noch auf dem Kampf, auf dem Tisch sind, weil wir sie noch nicht besiegt haben, alle Gegner quasi, würden jetzt 2 Bedrohungen bekommen, würden also schlimmer werden, haben wir aber nicht. Der erste Spieler zieht das erste Event und liest es vor. Erstmal kannst du mir ganz kurz sagen, was diese Karten machen. Das sind Quests, die wir erfüllen können. Da müssen wir bestimmte Sachen würfeln, bekommen was oder kriegen irgendwas nicht, also irgendwas Böses, wenn wir es nicht schaffen. Ah, die würfelt man irgendwann irgendwo. Das eine, das ist die Questaktion. Ah ja. Okay. Das heißt, die können profilieren. Okay. Also. Exiles from the South. Sieht irgendwie komisch aus, das Bild. Genau, cool. Das Tsugiyomi kannst du wegtun und das hier dafür nehmen. Viele Flüchtlinge kommen über die gefrorene Ödnis im Norden. Jetzt die schreiende See genannt. Sie bieten euch alles an, was sie noch haben für Unterkunft und Schutz. Jeder Spieler kann einen Aktionsstein, Aktionsjuwel auf der Trade Action platzieren, um ein Item aus dem Markt zu bekommen, das sie benutzen können, oder 2 Aktionsedelsteine für einen Gegenstand, den sie nicht benutzen konnten. Das mit benutzen und nicht benutzen verstehe ich gerade nicht. Ganz nee, du kannst dir normalerweise nur Sachen holen, die dein, wo dein Anführer die Trades für hat. Ah ja, okay. Also du brauchst mindestens ein Might oder 3 Magic, um das nehmen zu können. Und jetzt ist halt die Chance, was zu bekommen, was du nicht bekommen kannst. Okay, also ich könnte nur diesen Gegenstand benutzen, die anderen beiden kann ich nicht. Genau, für die müsstest du dann 2 ausgeben. Oder das kann nicht ausgeben, sondern... Auf Trade-Ding. Genau, wenn du das, du kannst halt einen Aktionsedelstein zu 2 machen. Wenn du einen Gegenstand nimmst, den du nicht benutzen kannst, dann hast du ja einen ausgegeben. Oder 2. Okay, ja. To gain 1 item ja. Or 2 action jewels. For an item they could not use. Genau, also du kannst auch 2 dahin legen für ein Item, das du nicht benutzen kannst.
Entweder eins, das du eh benutzen kannst, oder zwei, wenn du es normalerweise nicht benutzen kannst. Ich dachte, das wäre ein Ausgleich dafür, dass ich es nicht benutzen kann. Nee, glaub, du, ja kannst benutzen. Hier, nee, du kannst es jetzt ja dann benutzen. Du darfst es normal gar nicht kaufen, wenn du es nicht benutzen kannst. Ach so, okay, jetzt habe ich es gedacht. Aber zwei, ich habe ja keine Ahnung, was eine Aktion wert ist. Ja, in der ersten Runde geht das so. Aber was gibt es denn da? Man zahlt eine Ressource, um einen Würfel zu machen. Das ist sehr nett. Das ist vor allem gut, wenn man, also das ist halt hier für Archer, das ist für Nahkämpfer, wo alle Archer auch immer Nahkämpfer sind. Das kannst du ja sowieso nehmen, das heißt, es kostet nur eine Aktion, das wäre günstiger, als wenn ich es für zwei Aktionen nehme. Und hier kannst du einen deiner weißen Würfel, die, ne, hier steht immer auf den, jetzt hast du draufgestellt, aber normalerweise steht immer auf den Einheiten. Also, blau, siehst du auch auf weißer, den hier. Roter. Genau, ne, das Ganze hier unten ist frei. Und du siehst ja auch durch deine Fraktion, was du an Einheiten hast, dass du natürlich potenziell nicht ganz so viele weiße Würfel hast, sondern du viel mehr 2, 4, 5 blaue Würfel benutzen kannst. Das heißt, wenn du irgendwas hast, die blauen Würfel pimpst, ist es natürlich. Ich habe sogar schwarzen Würfel. Ja, aber dafür keinen Dealer. Aber ich glaube, schwarz ist besser als. Ja, schwarz ist schon, schwarz ist ein Killer, ja. Schwarz ist richtig der Killer, aber er hat auch einen Curse drauf. Ja, das. Wobei, das aktiviert eine God-Power. Haben wir God-Powers? Ein Curse? Wo ist ein Curse? Also, das ist hier stand was mit Curse, aber hier steht, das ist, klingt gut. Achso, nee, das ist nur das. Das ist was anderes für Gegner. Das ist nur die Curse. Egal. Aber ich will auch eine God-Power aktivieren können. Also, ich glaube, ich nehme tatsächlich den Demon Boat, das ist ganz cool. Den Bottle Demon. Und das ist natürlich auch geil. Hier kannst du mit denen, die weiße Würfe werfen, halt entweder einen Schaden oder das macht dich super flexibel. Das ist gut. Und zwar immer. Und die weißen Würfel können. Das ist doch die Verteilung der Würfel. Ein weißer Würfel. Achso, und der hat drei Misses quasi, ne? Das sind ja alle sechs. Genau, die würfelst du halt einmal vor dem Kampf mit den Fernkämpfern und dann im Kampf nochmal. Das heißt, mit denen schießt du quasi zweimal. Aber das geht nur im Clash, nur im Nahkampf und nicht schon vorher im Fernkampf. Aber es ist natürlich trotzdem. Aber nice. Genau, es ist ja trotzdem halt. Vor allem, du machst es ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Hier müsste ich halt eine Ressource rausgeben, um noch einen Würfel zu bekommen, der wahrscheinlich einen Blank würfelt. Hier kannst du einfach so for free einen Würfel, auch nochmal, du würfelst ihn nicht neu, du drehst ihn einfach auf die Seite. Genau, damit kannst du einen Miss in einen Hit oder eine Verteidigung verwandeln. Aber der Rote würfelt jetzt nicht wahrscheinlich einen Miss. Der hat nur, also ein Drittel. Nee, nicht wahrscheinlich, aber er kann, ja eben, aber das ist schon nicht so wenig und er kann einen Miss würfeln. Das kannst du hiermit dann nicht. Hiermit hast du auf jeden Fall das, was du brauchst. Und das andere ist, Flip this, destroy one skeleton here or in an adjacent hex. Oh, das ist natürlich auch nett. Ich habe schon eine Drehdings, ne? Hast du Might als Trade? Ja, du kannst dir später das noch kaufen. Was ist Might als Trade? Das kann ich kaufen. Genau, dann hole ich mir das hier für Trade. Aber das kostet mich ja 2 Aktionspunkte. Oh, if empty, wird jetzt direkt neu gezogen. Wieso 2 Aktionspunkte? Na, also, weil den kann ich ja nicht benutzen. Achso, stimmt, genau. Aber ist die Frage, jetzt ist das ja weg. Wird sofort aufgefüllt oder machen wir erst die Aktion hier fertig? Steht da irgendwas? Every player may place one jewel on the trade action, two bla bla bla. Ja, dann, wir finden das ja auf eine positive Art und Weise. Da steht if empty. Wenn empty, dann machen wir das, was da steht. Überlebende. Das würde sehr gut passen zum Ereignis. Aktion, abwerfen. Chris ist auch wieder da. Jeder Spieler darf Einheiten und Verteidigung in seinem Hafen bauen. In seinem Hafen? In Havens, genau. In den Zufluchtsstätten. Ja. Wäre das jetzt gut? Also wenn ich das nehme, dann würde ich jetzt eine Aktion ja quasi für uns ausgeben, dann wird das sofort, nee, Action, ich kann das irgendwann machen. Weil wir brauchen ja immer noch die Ressourcen zum Bauen, nehme ich an. Ja. Aber damit könnte man quasi bauen, ohne dass es eine Aktion kostet. Das ist gut. Wobei es mich ja jetzt eine Aktion kosten würde, quasi, weil ja, das ist ja eine Aktion. Ja, aber das haben wir für 4 Runden. Nee, das Cut ist Iron Man Player Units and Defenses. Nee, aber du kannst normalerweise nur während der Build Phase bauen und nicht nach in der Aktionsphase. Du denkst, ah, wäre jetzt schon mal rein, wenn ich noch 2 Einheiten mehr hätte. Das heißt, das macht dich super flexibel hinten raus, um dann nochmal nachzuproduzieren. Gerade wenn du siehst, irgendwie, dass du den Gegner noch nicht besiegt hast, der gleich nicht reinläuft, dich kaputt macht. Und dann sagen, ja, jetzt produziere ich nochmal und dann mache ich ihn platt. Das ist natürlich auch gut. Allerdings ist das auch, das ist ja gut zu kriegen. Das kostet auch nichts. Genau, also musst du halt den Stein, also den Stein gibst du einfach so später aus, das würde ich mir nicht jetzt holen. Steigert man das irgendwann oder sind das die Werte für das Spiel? Die kannst du noch steigern. Du hast hier bei deinen Karten auch manchmal so schwarze Karten drin, die du, wo du aussuchen kannst, welchen Wert du steigern möchtest und dann schiebst du es so unter deine Charakterkarten. Ach, hast du den Wert erhöht. Das gibt es auch hier im Itemdeck tatsächlich, habe ich gesehen. Weil das hier könnte ich mir nehmen, das Flip this to destroy one skeleton. Die gibt es bestimmt viel. Ja, die sind hier am Einsatz, die Pandemie-Mechanik. 3 Skelette irgendwo werden eine Legion und, oder eine Horde, glaube ich, wahrscheinlich eher. Und das wäre nicht ganz so gut. Also das hier ist, das dreht man einfach, den dreht man um ein Skelett zu zerstören in einem angrenzenden Feld oder in dem man steht. Ja. Oder man kann es abwerfen, um 2 Skelette zu zerstören. Das ist auf jeden Fall gut. Für eine Aktion. Und das andere ist das mit dem Würfel drehen. Das finde ich ja schon nicht unattraktiv. Ja, also aber dann muss ich 2 Aktionen für ausgeben. Ja, aber das ist die einzige Chance, wie du da rankommen kannst. Ja, sonst könntest du es nie haben. Steigerung mal ab um 1. Wenn du die bekommst, dann ja.
ich brauche erstmal ein paar Aktionen. Ich muss mir dieses Spiel mal angucken, ich brauche Aktionen. Genau, einfach Sachen machen. Das ist ja das Schöne bei so einem Spiel, ich nenne es die Hesi-Doktrin. Einfach machen, das Spiel 10-mal verlieren und dann weiß man, was passiert. Das ist das Spiel von so viel Zeit wie Hesi scheine ich nicht zu haben. So, dann, dann geht es noch weiter. Wir müssen ja noch ganz kurz erstmal spielen. Brauchen, können wir nicht kaufen. Ja. Ich hätte, ich habe 3 Lied. Das ist nochmal anders. Okay, also. Unter ihnen sind viele, die über schreckliche Dinge berichten, die sie gesehen haben, als sie ihr zerstörtes, als sie das zerstörte Festland hinter sich gelassen haben. Platziere eine Horde bei Gefahr 4 in der schreienden See, nicht angrenzend an einen Hafen. Eine Horde, genau. Die hat hier so ein negativer Teil. Ja? Jetzt kommt das auf 4. In die Screaming Sea. Ja. Das ist so Warlock. Wo ist denn der Hüter? Hier ist der Warlock. Woher weißt du, dass das? Hier ist die Screaming Sea. Wo soll das nicht hin? Nicht angrenzend an einen Haven. Dann stellen wir es doch mal dahin. Dann platziere eine Horde in Foggrave, not adjacent to. Genau, und warte, jetzt ist mich gut hier. Wir haben ja jetzt gerade Legion, ne? Place a Legion. Draw the top Legion card, place it standing on the capital. Set it. Also jetzt haben wir hier noch so ein immediate desiccation. Place this target, every player pays, wir zahlen jetzt jeder einen so ein Kristall, Salz ist das, für jeden unserer Häfen. Weil, warum ist überhaupt der Warlock gekommen? Weil das da steht, durch das Event. Da steht place one Horde. One Horde, nicht one Legion. One Horde. Achso, ja, dann ist das falsch, dann kommt nicht die Imperial Legion, sondern... Achso, du hast den gezogen gehabt und dann gesagt, das ist der, weil du ihn gezogen hattest. Genau. Soll ich mischen? Ja. Ja. Dann kommt jetzt Order the Fallen. Oh, das ist eine fortgeschrittene, die wollen wir nicht. Ach, das darf man? Die sollte dann gar nicht drin sein. Ja, genau, die mit dem roten Totenkopf. Wenn du sowas mit dem roten Totenkopf ziehst, dann werfen wir das in der ersten Partie auf jeden Fall ab. Hier ist alles richtig gemacht. Aber hier weißt du theoretisch auch nicht, was drin ist, ja? Genau, es gibt mehr als... Okay. Ich habe ein paar Namen gesehen, aber es ist ja egal. Corrupted. Zack. Wenn meine Einheiten zerstört werden, kommen die dahin? Ja. Das heißt, ich kann die nur einmal bauen? Ja. Oh Gott. So. Was ist auf uns zur Erklärung? Gibt es Twilight Imperium als Fantasiespiel? Ja, es heißt Twilight Imperium, weil es ist streng genommen Space Fantasy. Rune Wars. Ist quasi Twilight Imperium als. Aber das ist momentan, glaube ich, schwer zu bekommen, aber auf dem Gebrauchmarkt ist es gekommen. Sagt mir auch nichts. Ist auch schon ein paar Jahre alt, das war vor deiner Zeit. Auf Level 4, ja? Ja, ich muss irgendwann mal Summoner. Heißt das Summoner Wars? Summoner Wars, ja. Warum heißt das wie ein bekanntes Free-to-Play-Mobile-Game? Summoner Wars ist auf jeden Fall älter. Ja, aber es gibt es auf jeden Fall bekannt. Das ist ja die Frage, warum das andere sich einfach. Also, der haben Oda bekommt, also, ne, die haben immer, wenn du sie aufdeckst, sofort ein Immediate Event. Der bekommt sofort 2 Threat, der ist also auf 6. Das ist gut. Every other Horde and Legion gains 1 Threat. Gut, dass sie noch keine haben, deswegen kommt die Oda The Fallen. Jetzt zum richtigen Zeitpunkt, das ist sie. Screaming Sea, ne? Stellen wir die mal hier hin. Okay. Und das war's. Und dann noch eine Horde auf der anderen Seite mit dem gleichen. In die Foggrave. Genau, Foggrave, nicht angrenzend zu einem Haven. Und es gibt mehr Foggrave als Screaming Sea, ne? Guck mal, du hast den, kannst du auch so, wo du den dahin stellen möchtest. Ist das besser, wenn die erstmal ein bisschen weiter weg sind? Vielleicht, weiß ich nicht. Das ist der The Bloodworm. Immediate. Place one curse on any hex with no X. With no X. Also sprich, da können, solange der Curse da steht, ich weiß gar nicht, wie man Curses wegbekommt, solange können da keine Havens hingebaut werden. Deswegen stellen wir ihn vielleicht einfach mal dahin. Und er stellt dann das X da. Der hat ja eins dann drauf. Wobei ich will eigentlich schon nämlich dahin exploren. Oh, und immer beim Ausrufezeichen, beim Blitz stellt er einen Curse dahin. Das ist gar nicht so gut. Curses waren, glaube ich, schlecht. So, und der hat übrigens immer, wenn wir jetzt neue Sachen platzieren, auch Gottkräfte kann man da nicht benutzen. Auch wenn wir während der Runde was ziehen, sagt uns die Karte mal, auf welchem Threat-Level das kommt. Das heißt, im Laufe des Spiels, hier hinten wird wahrscheinlich dann irgendwie stehen, Threat-Level 6 oder so, 7. Das stand hier aber auch noch mit drin, tatsächlich. Genau, aber da siehst du es immer gleich als große Erinnerung. Das ist, falls man sich fragt. Und daraus bestehen quasi jetzt die Geschichten des Spiels. Okay. Genau. Das war's, ne?
Ja, was haben wir jetzt? Okay, das ist schon mal der Startzeit, also die Bedrohung, mit der wir uns in dieser Runde auseinandersetzen müssen. Und hier siehst du auch schon mal, das sind, wir haben immer, es gibt immer eine Fernkampfrunde vorher und dann gibt es halt so viele Nahkampfrunden, bis das durch ist. Der würfelt also 2 rote Würfel im Fernkampf und der würfelt 2, 4 rote, das ist der schlimmste Gegner, den du haben kannst, glaube ich. Weil ich glaube, die schwarzen sind noch schlimmer als die roten. Aber das heißt, die Lilanen sind noch schlimmer. Aber deswegen willst du wahrscheinlich auch viele von den Einheiten haben, damit du die halt opfern kannst und nicht deine großen, dicken Einheiten dann im Kampf gegen den gleich wieder verlierst. Jeder Totenschädel ist entfernt eine Einheit. Flüche bekommt nur Quests. Jeder Schädel, genau, Schädel jeder Schild, nicht Schädel, Schild, ein Schädel. Und genau. Genau, das war das. Dann kommt jetzt Place One Activation Token on every Horde on Legion Card. On the last chapter do this twice. Das heißt, wir nehmen jetzt hier diese Karten, die Marker hier und legen die hier drauf. Und einfach, wenn die nachher aktiviert werden in der Nemesis Phase, wird jeder, der. Oh, oder the Fallen. Und die hatte ich herausgesucht, weil die nicht so toll ist. Fortgeschritten. Deswegen haben wir hier. Ach, doch nochmal. Er verwirrt mich. Ich mich selbst auch. Hi Chris. Zack. Über Quests bekommt man Flüche weg. Genau, hat er schon geschrieben. Kaumisa, das ist er hier. So, der steht da. Was hat der für eine Konsequenz? Achso, dass sie ihren Threat Level erhöht hat. Sie hat every player places one unused on this card. You do not regain them in the refresh phase. Oh, wie schön. Das heißt, wir sollten sie schnell benutzen, sonst haben wir weniger Kills, sonst haben wir weniger Aktionen. Das muss ich dann irgendwie machen. Willst du vielleicht doch dich da nicht ranstellen? Wahrscheinlich ja. Nein, not adjacent to a Hagen. Nein, ja, da. Du wolltest in die Richtung erforschen. Aber das könnte problematisch werden. Warum hast du eigentlich das Skelett? Ich könnte dieses Skelett einfach jetzt mal zerstören, wenn ich Lust hätte, ne? Mhm, in der Aktionsphase gleich, wahrscheinlich. Genau, dann, dann bekommt sie jetzt einen Activation Token. Das heißt, sie wird dann aktiviert. Genau, wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt oder so, macht das mit diesem Add-Brettchen-Blog, dann sehe ich das, weil ihr schreibt viel und wenn es ganz wichtig ist, dann mit diesem, dass es gelb wird und dann, oder welche Farbe auch immer. Wenn es ganz wichtig ist, dann farbig hinterlegen, dass es oben angepinnt ist und je nachdem, wie wichtig es war, entsprechend lange da stehen bleibt. Genau, jetzt kommt die Build-Phase, jetzt ziehst du 2 von deinen Karten, suchst dir eine aus, suchst die andere unten drunter, die andere legst du dahin. Die hier? Ja. Noch bevor wir irgendwas gemacht haben, kriegst du sogar noch eine dritte ja. Fähigkeit. Das ist ja der Wahnsinn. Ich erzeuge damit auch einfach mehr Würfel, ne? Ja. Ich hab und kannst du halt noch andere Gegenstände für dich kaufen. Bei Geil darf bei Geil kriegt man 2 Würfel? Du darfst ja aussuchen, welche Würfel. Achso. Darf man, when you gain this, gain 3 resources. Chris, wie kann denn. Ich habe jetzt schon Spaß beim Zuschauen, genau. Hier, ich habe Archery und Clash. If your enemy has more units or threat, here gain 1 die. Wie kann er denn mehr Threat haben als ich? Weil ich habe doch gar keinen Threat. Oder heißt es einfach, ich habe 5 Einheiten, er hat 5, er hat 6 Threat, also hat er mehr als ich. Du wirst mir das sicher sagen können. Also, es ist nicht plus 2 Würfel, ne? Hinten ein Oderstrich dazu. Bringt es mir irgendwas, 4 in einem Wert zu haben? Die Würfel haben ja immer eine andere Symbolverteilung für diese Quest hier. Guckst du, suchst du dir, nimmst du deine Würfel? Der blaue Würfel ist ganz gut, der hat nur auf einer Seite nichts. Und hier steht immer, wie viele Ziele du davon erreichen musst. Das heißt, wenn du die Quest machen willst, musst du mit deinem Würfelpool aus deinen Fähigkeiten 4 Totenköpfe haben oder ein Schild oder 3 Blitze. Und wenn hier 2 plus steht, dann musst du sogar 2 Sachen davon erfüllen, um die Quest zu schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, diese Kombination, also irgendwas davon zu schaffen, dann kriegst du das hier. Das heißt, wenn du die Aufgabe machst und hast keine Würfel, die ein Schild liefern, musst du mindestens 3 Blitze oder 4 Totenköpfe haben. Also Blitze gibt es ja auf nicht so wahnsinnig vielen Würfeln. Ich glaube, ich aber diese 4 an sich so als Wert, dass es Gegenstände gibt, die eine 4 erfordern, das wüsstest du jetzt nicht. So tief bin ich noch nicht drin im Spiel. Das andere ist halt Kolov. Da kann ich diese Karte abwerfen, dann darf ich den zerstören. Okay, um alle Totenschädel auf den gegnerischen Würfeln zu ignorieren. Okay. Das passiert vor Schaden. Kann nett sein. Ich nehme vielleicht erstmal das hier. Ich weiß nicht, wann dieses andere triggert jetzt wirklich. Ich kriege jetzt auch 3 Ressourcen tatsächlich. Wenn du mir more units or threats, ja. Wenn das da steht, du hast gesagt, ja, da gibt es nur 3 Ressourcen für. Welche würdest du mir empfehlen? Musst du ein bisschen gucken, was du für deine Einheiten brauchst. Um die Haven zu bauen, brauchst du halt hier das, was da steht bei Haven. 2 von den Plunder ist das. Das ist ja gar nichts. Genau. Und ansonsten brauchst du das, an was du hier so stehen hast. Also ich verdiene halt, ich krieg tatsächlich keine Mineralien, aber ich krieg 3 Plündern und 1 Nahrung. Für die Karten brauchst du
Kriegst du deine? Seins? Genau, davon kriege ich gerade am wenigsten. Ich würde erstmal einfach vielleicht 3 davon dann nehmen. Und ich habe ja um mich herum auch keine Kristalle, sehe ich gerade. Wo sind die Ressourcen? Wie? Erzähl mal kurz, wie ich die Karte hier jetzt wirklich benutze. Also was muss ich beim Gegner checken, um einen Würfel mehr zu bekommen im Vergleich zu mir? Das verstehe ich gerade noch nicht. Hat man bestimmt voll gut gesehen. Ja, hat man. Ich gucke mir mal inzwischen die Aktionen an. Genau, und jetzt könntest du schon deine Ressourcen ausgeben. Anna sagt, da gibt es 2 Würfel. Ja, also Ressourcen ausgeben, um Einheiten zu bauen. Um Tower, also du kannst halt das Ding hier upgraden. Wenn du ein Wall baust für einen Plunder, dann machst du das Ding darum, dann bekommst du halt hier einen blauen dazu. Und wenn du einen Plunder ausgibst für einen Turm, dann baust du hier so einen Turm drauf. Oh shit. Und dann sind ja schon auch die hier, ne? Die Garnisonen können 3 verschiedene Ausbaustufen haben. Mhm. Und ja, das ist also auf jeden Fall ganz nett. Das heißt, du kannst jetzt, also wichtig ist eigentlich in Runde 1 wird empfohlen, dass du ein Food überbehältst, um einmal die Command-Aktion zu machen, weil du wirst gleich mit deinem Helden in dein angrenzendes Hex wahrscheinlich laufen, wirst das erkunden und dann wirst du die Einheiten, die du produziert hast, da reinziehen, um zu kämpfen. Das heißt, du brauchst einmal ein Food, um die Einheiten da reinzuziehen und du brauchst dann, wenn du es hoffentlich befreit hast, 2 Plunder, um einen Haven dorthin zu bauen, um nächste Runde mehr Ressourcen zu bekommen. Sehe ich das richtig, dass das funktioniert danach, man bewegt den Held irgendwo hin und dann kann man, dann zieht man zusammen aus Angrenzen. Genau, außer Jason. Also man bewegt eigentlich die anderen Einheiten nicht, man bewegt nur den Helden. Der Held ist das Zentrum deiner Aktionen und der ist für alles wichtig und die anderen sind quasi wie deine. Also wenn ein paar Einheiten irgendwie 3 Felder von ihnen entfernt stehen, dann machen die wahrscheinlich auch erstmal. Okay, dann nehme ich einfach die andere Karte. Genau, also die überzubehalten und den Rest kannst du eigentlich raushauen. Du kriegst, wenn es einigermaßen gut läuft, gut Ressourcen. Ach warte, Command ist das Essen für Dings. Aber um den Helden zu bewegen, brauche ich nur eine Aktion. Genau. Und das Essen ist nur, wenn ich auch Einheiten bewegen will. Genau. Und das willst du in der Regel. Weil der Held kann nicht kämpfen. Also wird hier, der steuert nur im Kampf was dazu bei. Nee. Aber der gibt doch Würfel. Nee. Mit denen questet er. Also die sind nur für die Quests. Die unterstützen manchmal ihre Fähigkeiten, auch wenn ein Held da ist, dann machen die irgendwie tollere Sachen. Auch nur, wenn das hier steht. Und ne? Zum Beispiel die Geschichte, oh. Ich kann teleportieren. Ich kann für einen Kristall überall hin. Überall hin? Ja. Wie gut. Ja. Aber dann, wie bildet man Einheiten aus? Gar nicht. Vielleicht hätten wir doch die Karte nehmen können. Du kaufst sie jetzt einfach. Also jetzt ist die Build-Phase, jetzt baust du Einheiten. Das kannst du halt nur jetzt machen okay. Und nicht nachdem du gesehen hast, was hier kommt, weil du es explored hast. Deswegen war die Karte gar nicht so schlecht. Aber wir können die auch gerne, die liegt ja noch da, die können wir auch gerne noch kaufen. Wann können wir denn Items jetzt regulär kaufen? Gleich in der Aktionsphase. Okay, also nicht bevor wir die... Natürlich. Nee. Aber okay. Das heißt, ich habe hier ein bisschen was. Man muss ja nur, was hast du gesagt? Ein Food sollte man vorsichtshalber aufheben. Soll ich mal gleich hier was rausholen? Ich könnte ja Elite Warrior gleich bauen. Die roten Würfel sind das. Also ein bisschen Fernkampf ist ja ganz gut, um Feuer auszudünnen, nehme ich an. Ne? Mhm. Und das ist einfach, der weiße Würfel bedeutet Fernkampf oder wo? Ach ne, hier, die Einheit zeigt das an. Genau. Nah- und Fernkampf. Und die haben halt natürlich die schwächsten Würfel, weil sie natürlich 2-mal feuern können. Weil die würfeln auch nochmal im Nahkampf. Genau. Ich gebe dabei, die kosten mich auch ein bisschen weniger. Ich gebe mal, ich generiere... Aber und was hier unten noch steht, ne? Du kannst immer 3 Ressourcen gegen eine andere eintauschen, wenn du möchtest. Und die halten immer jeweils auch nur einen Punkt aus. Die haben nicht irgendwie mehr Lebenspunkte. Nee, die haben alle nur einen Treffer, sonst sind die kaputt. Dann gebe ich mal. Ich gehe jetzt gleich. Gehe ich eher nach außen und dann. Oder platziere ich mich dann? Ich gehe mal nach außen. Das heißt, ich gebe hier. Also ich möchte schon gerne ihn hier besiegen und er ist ja mit 2. Er ist ganz schön krass. Vielleicht besiege ich noch erst in Runde 2. Weil ich muss ja auch mich vorher noch hier durchboxen, außer ich laufe hier und dahin. Aber da produziere ich nichts. Ich stelle ihn mal lieber hier hin. Ich krieg auch im Prinzip nur einen Haven gebaut in der Runde. Ich kann immer nur da, wo der Held steht, bauen, ne? Ja. Aber ich kann ihn ja mehrfach bewegen. Und wenn du dann das... Ja, es spawnen meistens Einheiten da, die musst du dann noch besiegen. Also du kannst auch mehr Havens bauen, wenn du schaffst, mehr Felder frei zu bekommen. Genau, es gibt das Ding nicht im Retail, weil die halt keine Lagermöglichkeiten haben. Und dementsprechend wird es alle 2-3 Jahre einen Kickstarter geben, wo man es dann wieder kaufen kann. Solange es hot und aktuell ist und der Kickstarter Geld bringt. Kann man auch Belohnung bekommen? Du bekommst, was meinst du mit Belohnung?
Dass irgendwie man davon auch, wenn man da was besiegt, dass man dann Ressourcen bekommt irgendwie. Es kann sein, wenn du aufsteckst, dass du Ressourcen bekommst. Du kannst vielleicht für Quests irgendwelche Sachen bekommen. Und guck mal, hiermit zum Beispiel mit dem Imperial Spy, auch sehr schön thematisch. Damit könnten wir von einem, den wir nicht haben, Imperial Region, einen Aktivierungsmarker runternehmen. Das heißt, der macht diese Runde nichts, weil er sabotiert wurde. Take this card, you make no the terrain effect. Also genau, du kannst auch unterschiedlichen Terrain kämpfen, das siehst du hier. Und das kann dann durchaus böse oder gute Effekte haben. Da sehe ich aber erst, was es für ein Terrain ist, wenn... Wenn es explored ist, genau. Vorher weiß ich nicht, was das ist. Okay, ich hole mir mal drei Einheiten. Ich packe das mal hier hin. Und dann hole ich, ich hole mir mal die drei Einheiten. Die Karte hier wäre auch geil, wenn sie später da wäre. Weil damit würde man eine Basic Unit in jede seiner Haven bauen. Ich hätte genug für zwei Havens. Genau, also wenn du halt nicht genug Einheiten hast, um die überhaupt freizuschalten, hast du vielleicht gar keinen Haven. Ich überlege gerade, ob ich die zwei einfach auch noch... Ich generiere von denen halt echt nicht so viel. Also erst wenn ich den gebaut habe, kriege ich einen. Ja, aber du kriegst auch noch immer, dass das auf den Terrains drauf ist. Mhm. Achso, dann lass mich doch kommen. Ich hau raus. Ich habe ja schon drei Ressourcen extra bekommen. Ich kann ja sowieso schon mehr bauen als normal wahrscheinlich. Und ich traue mich halt gerade noch nicht, den zu bauen. Weil... Warum eigentlich nicht? Also wenn du ein bisschen Fingerfood dabei hast, kleine, die draufgehen können. Ich gebe einfach... Ja, ich habe dann nicht so viel Food, aber wer macht das schon? Dann, was hältst du von dieser Startarmee? Das sieht doch gut aus. So. Zeit, schlecht zu würfeln. Go on. Wir machen das alles ein bisschen... Ich kann auch schon mal erkunden gehen und so. Das machen wir. Wir bauen ja gerade noch... Das ist ja noch eine Bauphase. Also, brauche ich noch irgendwas? Und danach machen wir das abwechselnd. Parallel ist auch immer sehr ungünstig, weil es ist... Also schön, Actions geht auch noch nicht. Nee, ist noch keine Aktionsphase, ist ja noch eine Build-Phase. Und normal können wir uns das absprechen, was wir machen und so. Das macht, glaube ich, erst auf Runde 2 Sinn, weil wir wissen, was wir machen. Was hast du? Ich baue einen davon für die beiden. Ich bin ganz froh, dass sie rausgestellt hat und ich weiß nicht, wie viel es überhaupt gibt. Dann steht da noch immer. Also ich hätte vielleicht. Vielleicht. Ich kann die hier, ich kann einen davon nach dem Kampf, also pro Kapitel, umwandeln in einen Elite-Krieger. Mhm. Dafür darf er aber halt natürlich nicht draufgehen im Kampf, ne? Das ist richtig. Komm, und dann gebe ich nochmal... Also wenn ich hier hingehe, kriege ich die Ressource, die da ist, ja? Die da abgebildet ist, auf jeden Fall einmal. Oder in der Regel erst in der Sammelphase. Fürs, Und du kannst auch nur jetzt bauen, also... Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie auch noch einen zweiten blauen rauskriege. Ich würde auch eigentlich gerne einen so einen großen bauen. Also das Schöne an dem ist halt, der würfelt halt garantiert was. Ja. Der hat kein Missfeld. Komm, ich mach mal so eine Archer Army und baue noch einen von meinen Rangern. Was machen denn die Quests? Highland Hexes. Okay, die interessieren mich gerade gar nicht. Remove all activation tokens from one legion, discard this quest. You may draw a new quest. Oh, das steht bei denen gar nicht immer dabei, ne? Was denn? You may draw a new quest. Steht nicht bei allen drauf. Nee. Gut, du hast fertig gebaut. Haben wir diesen Immediate-Effekt gemacht? Hab ich das hier gemacht? Nee. For every player, place one garrison on Hex with a garrison. Place one activation token on the Legion deck. Next Legion, you draw gets the token. Mhm. Das ist ja nett. Das heißt, dann hier muss noch, da noch so ein Aktivierungstoken drauf. Zack. Und das kommt ja auf das hier. Das ist eine Horde, oder? Ach nee, stimmt, das ist eine Horde. Genau. Ich noch gar kein Dings gezählt. Das liegt nur bei mir, weil es näher bei mir ist. Okay. Für jeden Spieler platziere ein... Dann kommen hier also schon mal... Das Imperium festigt seine Macht. Ach, das bedeutet, dass da zwei Garrisons stehen. Was machen die? Mehr Würfel geben. Das sind ja auch quasi Gegner, die du bekämpfen musst. Haben wir noch was? Nö, nee, ne? Die anderen haben das nicht. Gute Nacht wäre auch immer. Gute Nacht. Genau, gute Nacht. Gut, dann wird gebaut. Die Hints for your first games. Ich bin echt gespannt, wie eure Horde sich bewegt. Gucken wir mal. Hints for your first games. Also am Anfang keine großen Risiken eingehen.
baue viele billige Einheiten, um die schwächeren Einheiten, die um dich rumstehen, zu bewältigen. Versuche einen Food und zwei Plunder, wie ich gesagt habe, zu behalten. Ein guter erster Tag ist dein Helden irgendwo hinbewegen, exploren, Einheiten reinbewegen, Helden bauen, fertig. Das ist eigentlich immer eine gute Start für die erste Runde. Später im Spiel willst du sicher gehen, dass du Einheiten in jedem deiner Havens hast, um es zu verteidigen zu können. Aber im ersten Chapter bist du sicher, also wahrscheinlich safe, wenn du es auch leer lässt. Das heißt, dann kannst du es ruhig leer lassen. Es ist wichtig, das Chaos, also die Gelben davon abzuhalten und meine Einheiten, die ich hätte, wenn ich gelb spielen würde, sehen ein bisschen dunkleres Gelb für mich. Sieht immer das gleiche Gelb aus. Okay. Also die davon abzuhalten, zu viele Hexes zu cursen. Wenn man zu viel davon sehr früh hat, dann macht man es denen sehr einfach, sie zu übernehmen. Also wenigstens ein Spieler sollte eine Horde in einem Chapter angreifen, weil mehr Horden kommen werden. Die spawnen mehr Skelette und ist nicht so geil. Ist das eigentlich aus irgendeinem Grund? Fällt mir drauf. Erzählt. Genau, bei Same as Point Attack, also isolierte Garnisonen will man schnell besiegen, weil die Legion, die sammeln ja auch Siegpunkte und die bekommen für jede Garnison einen Siegpunkt. Im Empire. 2, 4, 6, 8 gerade, okay. Genau. Und weil das Empire sehr vorhersehbar sich bewegt, ne, das ist wenn die gezogen werden, dann legen die ein Ziel fest, wo sie hinwollen, meistens im Haven und das zerstören. Und weiß mal, da bewegen die sich hin. Das heißt, man kann abschätzen, wo die hingehen, die gehen nicht so hoch, total random irgendwo hin. Will man die am besten gucken, halt, dass man die. Wenn ich den da platziere, läuft der eher ins Chaos und zerstört gar nicht so? Wahrscheinlich ja. Und dann stehe ich den da. Also wie die sich bewegen, steht auf der Rückseite, glaube ich, drauf. Genau, Activate the Horde. Wie sich Activate the Horde? Ja, man soll auch dann darauf achten, dass man die halt wie im normalen Kriegsführung auch im Gelände das vorteilfähig ist und nicht im Gelände schlechtfähig ist, sondern willst sie bekämpfen. Und auch nicht schlecht fühlen, wenn du viele oder alle deine Einheiten verlierst. Das heißt, dass du viele Siegpunkte bekommst und die kannst du relativ schnell wieder bauen, weil du Siegpunkte auch in Salz umwandeln kannst. Wie das geht, weiß ich tatsächlich nicht, aber es geht scheinbar. Wenn du dir nicht sicher bist, greif an. Hau drauf. Und es ist immer besser, weit weg von seinen Havens zu kämpfen, wenn man keine Wards oder Tower hat. Und ein neues Haven pro Chapter bekommen ist gut, aber es ist offensichtlich noch besser, einen Sea Tower zu bekommen, weil die scheinbar super krasse Fähigkeiten Einheiten haben. Die Tower können leider nicht in angrenzende Felder schießen, ne? Ich glaube nicht. Auch wenn sie Fernkampf sind. Nee. Und nicht zögern, den Gegner anzugreifen, wenn er deinen Ally, also mich, bedroht, weil wir müssen am Ende alle mehr Punkte haben als die Gegner. Jeder für sich. Wir haben nicht einen gemeinsamen Punktepool. Und man sollte 5 Minuten Pause zwischen den Chaptern nehmen, um ein bisschen seine Strategie zu besprechen, einen Snack zu grabben und das Spiel so zu mehr Spaß zu führen. Nein. Danke. Die bewegen sich so, dass sie erstmal da einen Flug platzieren, wo sie stehen. Achtung, Stufe 2 Garnison, nicht 2 Stück. Achso, okay. Das heißt, die werten sich auf, anstatt dass man. Wo kam das her? Von dem Imperials bei. Da. Place 1 Garrison und Hex with a Garrison. Hä? Achso, die wird einfach ausgebaut dann. Ist wahrscheinlich der gleiche Effekt, nur weniger Punkte. Wäre schlimm genug gewesen. Oh, das. Ah, nee. Zack, umdrehen. Nee, ist richtig rum so. Nein. So, das war also, jetzt die. Oh. Also, wie der sich bewegt, ist wie gesagt. Erstmal platziert er einen Fluch, dann bewegt er sich einen Hex, entfernt sich dabei nicht von der Capital, also er kann nicht so machen, aber das ist ja nicht weiter weg. Das ist ja genauso weit weg. Genau. Dann geht er auf, mit dieser Priorität, einen Hex mit einem Haven. Wenigste gegnerische Einheiten. Also wäre es gerade, du hast da 3, ich habe da 3, gerade unentschieden. Ich habe 4. Also ja, 3, aber da hältst du nicht als Unit. Genau. Dann das Feld mit den wenigsten gegnerischen Einheiten. Dann ein leeres Hex. Dann irgendein anderes Hex. Das ist ja kein leeres Hex.
Das ist kein leeres Hex. Das heißt, der würde. Das hier ist ja auch kein leeres Hex. Weißt du, für ihn der Curse als leeres Hex, ich glaube nicht. Der will die auch verteilen, insofern. Ja. Also würde sich diese Einheit da oder dahin bewegen, der würde nicht in eine Garnison laufen. Wahrscheinlich nicht. Also leider gar wobei, nicht. Enemy Units, ich weiß nicht, ob die als Units zählen, das ist ja für ihn ein Enemy. The Hex of the fewest enemy units, aber nicht kein, das ist ja erst C. Wenn das als Enemy Units zählen würde, dann würde er reinlaufen. Genau, und ich glaube, das kann das der Chat sicherlich sagen. Dass die wichtige Hinweise zum Spiel oberhalb. Was? Du kannst ins Chat scrollen, ich nicht. Seetower erlauben euch in All Hex zu springen. Also das ist ein Teleport. Ah, na gut, das kann ich eh schon. Spätestens wenn sie den Delay überwunden und der läuft in die Garnison, genau, weil das ein Gegner findet, dachte ich mir. Garnison ist Gegner für Horde. Sehr gut. Doch, erlaubt rein. Dann sind wir. Er läuft rein, genau. Dann sind wir jetzt schon in der Aktionsphase. Die wir nacheinander machen, du bist Startspieler. Warum liegt das eigentlich hier? Weil du Startspieler bist. Startspieler, Marc, das liegt nicht auf der 54, das ist also passend. Ja, ja, nee. Okay, ich könnte auch zuallererst eine Quest machen, deswegen hatte ich da geguckt, weil... Du kannst Bewegung machen, du kannst dich mit Hell noch mehrere Felder bewegen, kostet jede Bewegung eine Aktion schreien und nach dem Bewegen kannst du noch eine Aktion machen. Okay, aber ich kann auch eine Quest machen, ja? Du kannst auch erst nur eine Quest machen. Damit könnten wir Aktivierungstoken von irgendeiner Legion abwerfen, genau. Das bringt nichts. Haben wir noch nicht. Okay. Mit dieser Karte ignoriert man Highland-Felder. Wir wissen noch nicht, was da ist. Ne? Aber noch wäre das irgendwie, ich bräuchte... Also Highland an sich wirkt ja nur, dass ich ein Dings und mehr Würfel habe ich eh nicht. Ich darf es abwerfen, um einen Bogenschützenpfeil nochmal zu würfeln. Mhm. Okay. Willing to fight, also kämpfen wollen. Und das ist ja drin, steht immer, wenn dein Held, der questet ja, in der entsprechenden Region ist oder das macht, was da drauf steht, dann kriegst du den Vorteil. Das wollen wir nicht jetzt sofort machen. Es wird leider abgeworfen in der später, das Quest, anders ist es noch zu. Wollen wir es nicht zuerst machen, weil das ist. Das wollen wir vielleicht werden später machen. Wir wollen erstmal. Hast du schon gelesen, ne? Genau. Da kriegt man, trotzdem für euch, da kriegt man in jedem Haven, den man hat, eine Einheit. Also besser, wenn wenigstens zwei stehen. Das sind übrigens auch Gebiete, in die man reinlaufen kann. Man kann dann nur keine Havens reinbauen. Kann ich mit einem Helden auch irgendwann Blitze würfeln? Weil da steht ja potenziell auch... Ach ja klar, wenn ich Magic hätte. Genau. Okay. Nö, auch die anderen Würfel haben, glaube ich, teilweise einen Blitz drauf. Es ist ja immer gut, erstmal Informationen zu haben, ne? Genau, erstmal irgendwo hinlaufen. Explore. Nicht Move, sondern Explore machen wir. Und du willst ja generell schon so ein bisschen in die Richtung, weil du willst ja dahin, du willst hierhin, du willst, dass die beiden sich bekämpfen. Ich wollte erstmal den Plan da haben, weil damit kann ich keine Einheiten bauen, aber damit kann ich Einheiten bauen. Ja, du kannst dich halt nicht so super schnell bewegen, aber... Das ist richtig. Und von da aus könnte ich... Aber da ist der Blattwurm. Wo sieht man, wie viel... Wo ist denn der? Bei dir. Bei mir. Rot. Und wenn er nach der Runde nicht besiegt wird, kriegt er zwei Thread dazu, steigt also auf Level 6. Was ist denn... was sind die Lebenspunkte? Der Threat-Level ist gleichzeitig die Lebenspunkte oder so? Wie besiegt man den denn? Du hast übrigens hier auch Highlands, das heißt, du würdest hier auch gleich den Bonus für die Quest bekommen. If your heroes on a Highland Hex plus one... Jeder Schaden, den du machst, senkt seinen Threat um 1. Wenn er keinen Threat mehr hat, ist er besiegt. Aber gut, aber hier kämpfe ich ja jetzt mit dem Helden nicht, deswegen muss ich auch nicht sofort erledigen. Nochmal bitte. Jeder Schaden macht den Threat um 1 runter und wenn er auf 0 Threat ist, dann ist er kaputt. Okay, und er würfelt aber gerade, wenn ich gegen ihn kämpfen würde, einfach viel würfeln. Wenn du nächste Runde gegen ihn kämpfst, dann würfelt er noch mehr. Alter. Außer die bekämpfen sich hier, dann senkt sich sein Threat vielleicht. Ich wollte gerade sagen, lass den doch mal erstmal mit der Garnison kämpfen und die einreißen. Dafür kriegt er auch Punkte. Und das Food bringt mir halt, damit kann ich mich bewegen, das stimmt, aber ich produziere halt, mit Plunder kann ich Einheiten bauen. Mit Mineralien auch. Boah, du, ist ja gut. Dann gehe ich hier rüber für Explore. Und erstmal nur den Helden. Ich glaube, ich habe meinen Einheiten falsch gebaut. Ich habe, glaube ich, Ressourcen einfach 1 zu 1 getauscht. Ich muss das mal kurz nachvollziehen. Weil ich beim letzten Mal wen hatte, der Ressourcen einfach so bauen konnte. Ich habe das Omedo-Gefängnis gefunden. Mhm, das klingt gut. Für ihre Gefangenen beginnt die Linie. False Captives, the line between reality and madness soon began to blur in Omedo Prison. Also für die Gefangenen dort begann sich die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn schnell zu verschwimmen. Also, ich bekomme 3 Essen. Haben wir gerade irgendwelche Ressourcen bekommen? Nee, ne? Ich, weil ich eine bestimmte Karte genommen hatte. Dann, ich bekomme 3 Essen.
Außerdem platzieren wir hier eine Legion und sein Ziel hier. Und nur hier. Also ziehe ich jetzt eine Legionskarte, ja? Kann ich nicht machen. Ja. Die Legionskarte ist The Warlock. Ich brauche so einen Threat-Link. Genau, musst du hier auch gucken, was bei Place the Legion steht. Da steht genau, wie das mit dem Ziel und so funktioniert. Und das Threat-Level ist das, was da steht, die 4. Genau, die 4. Okay. Der hat einfach mal scheiße viel Würfel. Alter Falter. Also sein Gottsymbol bedeutet, jeder Spieler entfernt eine Mauer und einen Turm. Der Warlock ist immer angrenzend zu jedem Feld. Okay. Immediate. Platziere sein Feld. Sein Ziel. Was ist denn, wo sind die Zielmarke? Ist immer angrenzend zu jedem Feld. Ja. Die sind hier. Und zwar da. Musst du gucken, welcher. Kannst du mal auf der Zahl gucken, der Threat Level ist immer da, die Zahl, die da draufsteht. 5. Ist nicht dabei oder sind die Doppelseite? Nö, aber es kann sein, dass der hier noch irgendwo drin ist. Ja, das ist der eine, der drin geblieben ist. Natürlich, wie immer. Es ist Murphy's Law. Also, ne, platziere es hier. Das heißt, das Ding, was hier hinkommt, bewegt sich da auch einfach nicht weg. Ja, und musst du übrigens gucken, wenn du das Hex aufdeckst, da sind Gebirge drauf, durch das deine Helden durchlaufen können, aber nicht deine Einheiten und du kannst es drehen, wie du möchtest. Da sind Gebirge drauf, die durch die Einheiten nicht laufen können? Ja. Was ein Scheiß. Und die sind natürlich so, dass es immer irgendwie uncool ist, ne? Ja. Und wie kriegt man die da durch? Rumlaufen. Also jetzt könntest du so reinlaufen, könntest du den nicht da raus. Das ist ja Mist. Ja, und das sind die Ressourcen, die du bekommst, wenn du einen Haven da drauf hast. Hier steht, genau, das handelst du ja gerade ab, ne? Kann ich denn du hast die drei Ressourcen bekommen? Habe ich schon genommen. Genau. Bringen wir ja nicht so viel. Und das ist halt auch Badlands, das heißt Rider Units at their Dice. Oh, das ist spannend. Was ist das? Badlands. Ja, mit denen kannst du auch mit den Ridern im Fernkampf angreifen vorher. Wie gut, dass ich keine. Woran erkenne ich einen Reiter? Der steht drauf, Rider. Ah, mein Koloff ist ein Rider. Mhm. Und der darf jetzt. Ich darf also seinen schwarzen Würfel mit Fernkampf würfeln. Wenn du da würfelst, da in der Region kämpfst, dann ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Also, ich war mit dem Warlock noch nicht fertig. Jeder Spieler muss übrigens einen Mineral abgeben für jeden seiner Haven. Schade, dass ich noch Mineral über. Ich habe leider kein Mineral mehr. Ich auch nicht, weil ich habe die ja schon gebaut. Wenn man den besiegt, gibt es nur Siegpunkte? Ich will Ressourcen haben. Scheiß auf Siegpunkte. Okay. Und der kriegt jetzt gleich zwei Activation Token, weil wir hatten ja vorher eins zur Seite gelegt. Wo sind denn die? Jetzt habe ich richtig gebaut. Hier. Da oben. Und achso, und hiermit zeigen wir, dass das die Sorte ist. Okay. So, also das heißt, der aktiviert zweimal, wenn der dran ist. Ja. Das ist nicht so gut. Hätte zwei bekommen? So, und jetzt kann ich noch eine Aktion hinterher machen, weil es noch eine Bewegen-Aktion. Also ich kann jetzt... Wo steht der? Der steht direkt hier. Ich habe die Miniatur. Achso, da. Nee, dem packst du, das ist... Hier. It's target here and only here. Genau, achso, da. Ja. Hä? Achso, okay. Wird irgendwie Sinn machen mit ihm. Sagt das Land da. Nee, das bei ihm nicht, mich mit ihm, sondern deswegen im Gefängnis. Wahrscheinlich, die werden das Gefängnis betreiben. Ja. Und deswegen geht er da nicht weg. Ist halt, und er ist ja sowieso an alles angrenzend. Okay, und jetzt kann ich meine Einheiten hinterherziehen. Wann wird gekämpft? Nach der Aktionsphase? Sobald Einheiten da drin stehen. Ja, komm, dann. Erstmal mit dich dran? Nee, ich darf doch sofort einen. Achso, stimmt, du darfst. Ne, du hast doch. Du hast, bist da reingemoved und du hast noch eine zweite für Explore gemacht. Achso, das Bewegen ist. Eine Aktion. Und dann deckt man es aber nicht automatisch nein, auf. Nein, das ist Explore. Du kannst auch drüber laufen, dass ich aufdecke. Okay, und mein Held muss jetzt aber nicht kämpfen. Okay. Hat das Hex nicht einen roten Totenkopf? Ja. Oh ja, das nehmen wir raus. Du kannst auch drin lassen. Ist nee, egal. Ist wahrscheinlich besser, oder? Ist besser, wenn sie rauszusortieren, ja. Hat das irgendeinen Vorteil für mich, wenn es das gibt? Gut, dass der Chat da aufpasst. Aber was macht dann nimm das doch die Imperial Slave Mines. Die haben ja noch schlimmere. Na gut. Die Gebirge sind irgendwie besser. Blockieren die auch Gebirge? Hatten wir irgendwas? Wir haben ein Salz verloren, ne? Ja, das. Nee, der Warlock kommt ja. Warte. Hier steht nicht drauf, dass eine Einheit ins Spiel kommt. Da kommt nichts ins Spiel. Gar nichts? Oh, sehr gut. Nee. Aber da kriege ich auch nicht so viel Loot. Du hast jetzt auch. So, war das doch, wichtig? War doch, das zufällig, doch, dass doch, die. Doch, da haben wir zwei Garnisonen hin. Achso. Also eine aufgemodelte. Anscheinend ja. Dann habe ich leider diese drei Ressourcen nicht bekommen.
Aber das was, ist ja was, nicht. Was passiert da noch? So, jetzt kommt erstmal das zurück. Kriegen wir es heute noch richtig hin. Das brauchen wir nicht. Den können wir trotzdem mal da liegen. Nee, warte, den muss ich ja wieder reinmischen. Den packen wir mal da hin. Wir wissen ja jetzt, jetzt wissen wir leider. Oh, du hast die Imperial Slave Mines. Würfel mal deine Heldenwürfe. Gut, dass du es abgeradet hast. Ja. Dann muss ich direkt was. So weit habe ich noch nicht gelesen. Warte. Gibt es da irgendwas, wo es eine Rolle spielen könnte? Irgendwelche Karten von mir? Ich glaube nicht. Du würfelst einfach deine Heldenwürfel. Und es gibt dann für jeden Totenkopf, den du hast, kriegst du einen Plunder. Oh, das ist gut. Ich würfle mit einem Rot und vier Blau. Und jeder andere Spieler bekommt immer, nehme an, dass du es wahrscheinlich so rum hinlegen möchtest, damit du reinlaufen kannst. Genau. Ich würde es aber ehrlicherweise, damit ich es gerade immer mal, wenn ich den Text besser lesen kann. Also, Skelette da entfernen ist egal. Ach ja, bevor ich gegangen bin, wollte ich übrigens das hier flippen. Im Aktionsteil kann ich das machen, um ein Skelett zu entfernen. Danke. Ich dachte nicht dahin, weil das ist wichtig für die Gegner. Achso. Ja, du kriegst 3 Plunder. Warte. Das ist ja weder Archery noch Clash, ne? Das ist kein Combat. Und sonst habe ich auch nichts. Na gut, 3 Plunder. Ja. Das ist okay. Das ist das, was ich für Einheiten brauche, das ist okay. Ja. Fast, also mittelmäßig gut ausgebeutet. Dann bist du dran. Wann war das eigentlich mit den Druiden? Wie aktiviert man das nochmal? Im Kampf, wenn du Blitze würfelst, dann. Das sind die God Powers. Genau. Okay. Mit Blitzen kannst du normalerweise einen gegnerischen Totenkopf canceln oder das Ding benutzen. Und auf deine Fähigkeiten. Die haben das teilweise auch, die Gegner, dass die auch Blitze drauf haben. Er ignoriert alle Totenköpfe auf einem Würfel. Das ist auch gut. Und er, dein Gegner in diesem Kampf verliert einen Siegpunkt. Auch nicht schlecht. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Will ich dahin? Also ich will, glaube ich, dahin und das mal erkunden, was natürlich bedeuten würde, dass er nächste Runde da reinläuft. Ja, Mineralien sind für dich ja auch. Und ich hoffe, dass hier nicht so viele Gegner kommen. Gucken, also ich laufe jetzt erstmal mit einer Aktion Move. This action does not end your turn. Und dann mache ich auch erstmal Explore. Und schauen, was es hier so schön ist. Es gibt Torment. None who wandered out into the icy maze ever returned from. Okay. Ich bekomme 3 Kristalle, 3 Salz. Ja. Ein Skelett hier, da wird nicht reinforced. Und 2 Skelette zu anderen Skeletten. Und es ist doof, dass du das Skelett da entfernt hast. Hätte die Quest erfüllt, ne? Dann muss ich die hier so hinstellen. Schade. Weil sonst. Sonst hätte ich noch da anstellen können. Weil es immer zu einem dazu sollte. Genau. Und das war's. Oh, die haben rote Würfel. Den stelle ich vielleicht mal dahin. Ja. Dann bist du schon wieder dran. Du kannst einen deiner Aktionskristalle benutzen. Und du hast dir den einen Plan da auch genommen, ja? Okay. Und Karl bekommt einen VP für das Skelett. Achso, auch wenn man es damit killt, dann kriegst du deinen ersten Siegpunkt, weil du ein Skelett gekillt hast. Oh. Eine Siegpunktmaschine. Nice. Ja, ja. Aber nur wenn es angrenzend ist, gerade dann nichts mehr angrenzend. Ich überlege gerade, ob ich die Quest jetzt erledige. Das ist ja Highlands. Wenn ich jetzt Highlands, die Quest erledige, würde ich den Kampf potenziell dann später mit einem Würfel mehr machen, falls ich sie schaffe. Verstehst du? Ja, hast du ja hier. Do you may ignore the effects of Highland Hexes? Das ist gerade noch nicht ganz so wichtig, weil ich habe sowieso nur eine, aber if your hero is on a Highland Hex. Das ist nur für die Quest. Aber wenn ich jetzt. Wenn der die Quest da erfüllt. Okay, dann sollte ich vielleicht. Dann kriegt er einen Würfel mehr. Das heißt, ich könnte jetzt mit 2 roten würfeln, ja, anstatt mit einem roten. Und die andere Belohnung wäre, you may terrain effect, you may discard this. Aber du musst ja immer nur eins davon, ne? Eins plus, das heißt, du musst eins davon erfüllen. Du musst nur eins davon erfüllen. Und das ist halt die Frage, ob du das übererfüllen willst. Aber es ist ja egal, wenn der Held eh da ist und du es machen willst, dann nimmst du natürlich den Würfel mehr. Genau, aber ich muss es jetzt noch nicht. Ich würde sagen, es lohnt nicht extra dafür, auf so einen Hex zu gehen. Aber es kann sein, dass du vielleicht kein Schildwürfel, 2 Schädel und nur ein Blitz. Dann ist halt doof. Deswegen ist mehr naja, immer aber gut. Ich würfel jetzt 2 rote. Naja, unter anderem. Kann trotzdem, dass der Rest Schilde und Blank und Blitze zeigt. Wobei Blitze da recht drauf. Ein Schild würde ja auch schon reichen. Das kann schon sehr ungünstig. Ein Schild würde auch reichen. Ja, wenn du es würfelst. Genau. Das ist schon sehr wahrscheinlich, dass man es erfüllt, aber es kann auch mal ganz doof laufen. Das gilt ja nicht als Archery oder Clash, ne? Das ist wirklich nur Kampf. Das Geld darfst du aufteilen. Okay. Ich glaube, ich will. Da bin ich zumindest der Meinung, dass das der Entwickler gestern gesagt hat, dass das geht. Will ich zuerst kämpfen? Oh, was ist das hier? If your hero is on a hex with a
any garrisons. Oh, guck mal. Hier kriege ich einen Orangen dazu, um das zu erledigen. Remove all activation tokens from one region. Das lohnt sich immer noch nicht. Verdammt. Okay. Und das da drüben ist auf Gegner, Feldern mit Gegnern. Plus ein roter Würfel. Ah, dann halt nicht die Quest erfüllen. Ja, steht nirgendwo, dass man die auf 1 stellen muss. Dann würde ich jetzt hier den... Wie kriegen wir die nochmal wieder? Die kriegen wir sofort, sobald das besiegt ist, ne? Ja. You know your job. Und auch nur dann. Also ich gebe eine Futterressource aus, um da hier 3 Einheiten reinzubewegen. So, was für Würfel hatten die gar nicht so? If an effect fails you to place 2 skeletons with other skeletons, you may split them into different hexes. Du? Ich hatte vor, dass ich gestern den Entwickler da hatte. Aber trotzdem mal gerne Bescheid sagen, wenn es irgendwelche Regelanmerkungen gibt. Wie viele Würfel hatten dieses Ding? Das sind gute Fragen, die habe ich jetzt nicht gekämpft, aber das ist quasi wie ein Level 3 irgendwas. Das müsste... Hier, da steht so, bei Place Garrisons steht das mit dem Draufsetzen auch, ja. Genau, gucken wir einmal. Garrisons, Seite 46. Da, das steht hier. Also bei dir auch da. Ah, also das ist das Stufe 2 Ding. Mhm. Was bedeutet denn die Sense? Das sind Skelette. Also wenn Skelette da wären, hätten die einen roten Würfel. Mhm. Die haben 2 Fernkampfwürfel mhm. und dann das dann im Nahkampf. Genau. Und Skelette hätten einen roten Würfel. Mhm. Und 2 Skelette hätten 2 rote Würfel. 2 Skelette und 3 kann es nicht geben, weil 3 wären zu einer Karte. Wird ja die Form dann in Warlock. Okay. Das ist gar nicht mal so wenig Würfel, die der da hat, ne? Ist mir egal. Also ich kann die Würfel von dem leider nicht mitnehmen. Das heißt, ich hätte jetzt einfach nur... Das sind meine Kampfwürfel. Genau, du hast gerade commanded, ne? Move anywhere. Genau, es gibt eine Einheit, die steht auch, ne, von 5. Immer. Ja. Und jetzt machst du quasi, dass das hier steht. Das heißt, du machst Before Combat. Du checkst erstmal das Terrain. Hätte ich nochmal was bauen können? Nein. Shit. Außer du hast die Karte. Du hättest dir die Karte erholen können und dann noch was bauen können. Das hättest du machen können. Aber wie die Karte mit Trade? Indem ich nochmal auf Trade gehe? Nee, auf... ja. Das nee, Market. 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 Genau. Also. Da müsstest du nur 3 Ressourcen gegen eine tauschen, was du dir aber locker leisten könntest. Weil du kein Salz hast gerade. Aber ich brauch's auch nicht. Kostet ja 0. Achso, ja dann. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Weil dann gehe ich nicht auf Command. Ich möchte gerne mein Essen wieder haben, danke. Dann gehe ich auf Market, gebe dann 0 aus, nehme das. Kannst du das holen? Hast du die Trades dafür? Das hat keine Trades. Okay, das ist super. Dann wird die abgeworfen. Wenn du sie gerade benutzen willst. Genau. Und dann... kann jeder produzieren? Du, ja, every player, units and defenses on their havens. Hätte sich gelohnt, wenn du vorher noch irgendwas erst versucht hättest, Ressourcen zu besorgen? Nee, also? Ich wüsste nicht, wo ich die herkriegen soll. Aber dann... Dann könnte ich auf jeden Fall... Brauche ich noch einen Archer? Ja, ein weiterer Archer lohnt sich auf dem Feld für mich nicht, weil in Highlands kann ich maximal einen Dings würfeln, deswegen baue ich 2 von den blauen. Aber das Unit-Einheiten zählt ein Held dagegen, oder nicht? Hm? Aber das Hex sagt doch, da du aber ein anderes hast, hätte ich gedacht, du musst beide auf das Hex bei dir stellen. Ich baue nur... Nee, das geht. Das hat Pavel gestern auch gesagt, dass ich aufteilen kann. In der Regel steht ja auch drin, dass du es aufteilen kannst. Steht dann nirgendwo, dass du die beiden zu einem stellen sollst, sondern dass du die einfach nur 2 Skelette zu anderen stellen sollst. Und es steht explizit in der Regel drin, dass du sie aufteilen darfst. Helden sind keine Einheiten. Danke. Dann baue ich noch einen Bogenschützen. 1, 2, 3. Aber das ist so ganz witzig, das Spiel, ne? 4, ja. Also das geht sehr fluffig runter. Und das ist nicht komplex und du hast trotzdem irgendwie viel zu tun. So. Ich habe nämlich dann jetzt, dann bist du jetzt dran. Mhm. Dann kann ich halt 5 Einheiten bewegen. Auf einmal ist es irgendwie sinnvoll. Dann ich jetzt auch, dank dir. Dann mache ich jetzt den First Kill, First Blood, was auch immer. Und zwar mache ich dann Command und dann kommandiere ich diese Einheiten alle hier rein. Und dann kommt es automatisch zu einem Kampf. Das heißt, du darfst gleich einmal... Ich werde keinen zweiten Haven gebaut kriegen, ne? Weil ich bräuchte ja noch 2 Aktionen zum Reinbewegen. Genau. Nee, 3 sogar. Reinbewegen, erkunden. Und ich kann nur bauen, wenn kein Gegner drin steht, nehme ich genau. an. Wobei, kann ja sein, dass keiner ist. Das kann ich sein, aber irgendwas wahrscheinlich immer. Also, und ich habe jetzt... Warum? Weil du gleich für den Gegner würfelst. Für die beiden Skelette. Genau, ich habe 3 gelbe Würfel, weil ich habe 3 Sword Sisters. Ich habe einen Archer. Gib mir mal bitte einen weißen Würfel. Und ich habe 2 Beastmaster, die geben mir 2 rote Würfel. Aber das Gute ist, du weißt einfach, weiße Würfel sind die Bogenschützenwürfel? Nee, ja. Lila kann auch Bogenschütze sein. Ja, aber also die normalen Weißen haben eigentlich immer
So, wir gucken mal. Also, Terrain, immer wichtig zu checken. Ice Waste, kein Effekt. 14 Items. Ich kann... Schade, ein Kristall zahlen, um noch einen roten Würfel zu bekommen. Habe ich leider nicht. Wäre vielleicht billiger gewesen, als die Einheit zu holen. Oder? Aber egal, mache ich jetzt nicht. Before Damage, Once Per Round. Okay, das kann ich alles später machen. Check Abilities in Combat for Lead. Das ist einfach nur Skelett, die können nichts. Dann kommt die Archery Round. Das heißt, ich habe einen Archer. Warte. Davon hast du keinen, ne? Keine Leaderwürfel, okay. Genau, und die haben ja keinen Fernkampf, die haben nur Clash. Ja, dann wird schon mal einer entfernt. Ein Siegpunkt. Da gibt es einen Siegpunkt für. Ich bin weiß. Und der kommt, glaube ich, zurück einfach in den Vorrat. Da wird der Chat uns gleich korrigieren. Markt auffüllen auch gleich, bitte. Runensteine. Zwei Geil braucht man. Haben wir beide nicht. Zwei Ressourcen ausgeben, um einen Totenkopf, Schild oder Godpower irgendeinem Spielerwurf außerhalb vom Kampf hinzuzufügen. Gut. Dann würfen wir den Kampf aus. Muss das denn sein? Nee, du hast noch einen Würfel. Sorry. Ich habe eins Geld gekillt. Musst du nochmal neu. War der gleiche Würfel. Zählt nicht. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wenn es die gleichen Seiten gezeigt hat. Bitte. Guck, es sollte so sein. Die so, Roten haben auch... Ja. Ich habe 3 Schaden, also mache ich den kaputt und damit geht er in Führung. Du erleidest 1 Schaden. Du hast kein Schild gewürfelt. Du hast auch kein genau, Schild. Genau, ein Blitz von denen wird auch da, glaube ich, eins von denen kaputt machen, aber da ich immer noch 2 Totenköpfe über habe. Also gucken wir. Roll Dice. Cancels one Shield steht hier drauf. Ach, one Shield. Und dann. Aber, stimmt, die machen ja Schilde kaputt. Und God Powers haben die ja, glaube ich, nicht. Genau, aber ich könnte. Habe ich einen Blitz? Nee, ich habe keinen Blitz. Habe ich einen Beastmaster? Ja, dann könnte ich das hier flippen, um ein Schild für jeden Beastmaster zu bekommen. Und ich habe einen Beastmaster. Aber das ist egal, das Schild wird ja durch den Blitz neutralisiert. Das stimmt. Dann bringt das nichts. Dann fülle ich einfach nur eine Einheit, und zwar so ein, und der kommt dann hier hin. Die kriegen nachher, wie viele Fraktionen sind hier, und sie kriegen dann pro Fraktion 2 Punkte. Das heißt, nur dafür können sie 6 Punkte bekommen, weil dich, mich und das Imperium kriegen. Und danach nimmst du sie zurück. Danach bekommen sie zurück, ja. Weil ich hätte jetzt gerade ein bisschen Sorge gehabt. Okay, dann bist du fertig. Du hast aber auch nichts mit... Du bist nicht besonders... Du hast keine Schilde, ne? Oh mein Gott! Deine ganzen Würfel haben keine Schilde. Hier, warte. Blitz. After place one skeleton here. After damage, 3 skeletons in 1 hex become 1 horde. Das heißt, durch den Blitz kommt tatsächlich noch ein Skelett dahin. Aber dann ist es die... gilt das als Godpower? Weil dann neutralisiert es natürlich nicht ein Schild. Die Frage ist auch, der Blitz wird dafür verbraucht. Die Frage ist nur, ob dann ich die nicht auch gleich beide kille, ob wir noch eine Kampfrunde haben. Wahrscheinlich haben wir da noch eine Kampfrunde. Naja, wie ist denn wo ist denn die Kampfreihenfolge? Da. Warte. Rückseite. Before Damage. Ja, der Blitz passiert bevor Damage. Genau, also zerstöre ich das Skelett. Also zerstörst du das Skelett, das kommt gleich noch mit. Ja, also würde ich sagen, oder? Ne? Das erzeugt ein Skelett. Da, wo steht das? After Damage. Da steht After Damage. Der Blitz aktiviert, aber platziert wird es nach dem Schaden. Wo ist denn hier After Damage? Hier. Das steht auf dem Plan drauf. Wo ist denn der Unterschied zwischen oben und unten? Wie before oben Combat, oben? Before Rolling. Na, das können ab... Das kann nach unten gehen, weil du kannst ja den Repeat-Clash haben oder du hast nur einen Clash. One side has no units. Okay, die Struktur ist ein bisschen... Ja, du würdest eigentlich immer wieder würfeln, bis du so viele Ergebnisse angesammelt hast, dass du weißt, jetzt kommt eine Fraktion ganz raus. Ja, und dann kommt erst after... Was bedeutet, dass in der nächsten Runde trotzdem alles würfelt. Genau. Also kommt jetzt noch ein Skelett und wir kämpfen noch eine Runde. Warte. Nicht. Weil das ist ja After Damage, der letzte Schritt, und da gibt es ja nicht wieder nach oben. Das Skelett wird nach dem Kampf platziert quasi. Ja, also kommt noch ein Skelett wieder und... Genau, der Kampf ist Kampf. Ja, After Damage. Nee, After Damage. Ich will God Powers. Das ist kein Fall nach vorne. Okay, dann kommt einfach... Aber wenn ein Skelett da steht, kommt es ja sofort wieder zum Kampf. Genau, dann hast du wahrscheinlich direkt nochmal einen Kampf. Und dann wäre es wieder Before Combat. Ja. Korrekt. Erst die Fernkampfrunde, dann wiederholen Nahkampfrunde bis zum Ende, genau. Neue Kampf, aber es findet jetzt ein ganz neuer Kampf dann statt, oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Wobei, eigentlich wäre es dann ja sinnvoll, wenn da stehen würde After Combat und nicht After Damage. Und dann können die Würfel auch schnell ausgehen, ne? Wenn man wirklich alle Würfel würfelt. Aber ich finde diese Pfeilstruktur hier, die ist für mich sehr verwirrend. Ich mache Before Combat, dann mache ich eine Archery Round, dann mache ich Rolling, dann mache ich Before Damage, dann After Damage und dann gehe ich wahrscheinlich weiter zu Clash Round, oder? Nee, After, stimmt, After Damage ist ja nicht After Combat. Ich glaube, der Pfeil heißt nicht, dass er zum Rolling geht, sondern der Pfeil sagt einfach, er geht unten und dann geht die Sequenz von unten ganz normal los. Ja, es ist ja entweder oder, ne? Es kann auch der Archery Round ja direkt zum... Ja, das ist, das muss parallel quasi sein. Da steht ja Before Rolling und Rolling. Genau. Und du hast ja schon gewürfelt, bevor du Repeat Clash machst. Genau, also wir würden quasi erst die Archery Round machen. Da habe ich ja einen entfernt. Genau. Der ist einfach weggegangen, aber sonst ist ja nichts passiert, weil wir haben Before Rolling gemacht. Das war ja nur, dass nichts passiert. Ich habe meine Würfel gewürfelt, ich habe die Fähigkeiten zugeteilt. Ich habe... Es kommt einfach nochmal zum Würfeln. Activate Dings. Genau, dann wäre das gekommen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das heißt, wenn wir in der Clash Round gewesen, da hätten wir auch den ganzen Kram gemacht. Du kriegst den Punkt. Den habe ich schon bekommen. Nee, den zweiten. Für das zweite Skelett, weil das ist ja, ne, After Damage. Ach, das bist ja du, stimmt. Ja. Okay, genau. Aber das könnte bedeuten, dass es potenziell... Das kann lange gehen. Okay, Skelett halt. Und dann würde jetzt quasi ein Skelett dahin kommen. Vor allem, weil du hättest ja mit überzähligem Schaden, könntest du es ja trotzdem nicht verhindern. Das kommt mir noch ein bisschen komisch vor. Weil wenn da zwei Skelette stehen, sind das zwei rote Würfel, das kann schon potenziell... Aber ja, stimmt. Und danach wird es aber leechen und dann ist das Problem ja auch gelöst. Okay, gut. Nee, erst nicht Archery, Clash dann wieder. Jetzt kommt Clash bis zum Ende. Genau. Und da habe ich jetzt ja einen von den Würfeln weniger und ich habe auch. Sicher, dass du nicht einen Archer abwerfen willst? Hm? Ja, für die Kampfrunde jetzt. Also. Genau, ich kille wieder einen. Aber ich meine, du kannst auch Punkte sammeln. Kriege einen Punkt. Du kriegst wieder einen Schaden. Und es wird wieder einer. Nee, warte. Denk an die Fähigkeit mit dem Beastmaster. Einmal kannst du es ja machen, weil der Blitz verbraucht sich ja dafür. Das hättest du da vorher auch schon machen können, tatsächlich. Das hättest du in der ersten Runde schon machen können. Und verhindern, dass du den Orangen wegstellst. So. Aber jetzt verlierst du ihn. Das heißt, damit hätte ich aber noch einen Orangen mehr gehabt und hätte einen Schaden mehr gewürfelt. Was aber egal ist. Das jetzt heißt, musst du ihn wegmachen. Habe ich ihn dann schon weggelegt? Nein. Nee, ich habe ihn wieder hingestellt. Mal fest nicht, was bla bla bla. Genau, nicht die Miniatur von. Das ist ja keine Miniatur. Naja, fast. Ja, dann kommt ein neues Skelett. Dann jetzt hat er einen gekillt, jetzt kommt ein neues Skelett. Sicher, dass es so läuft? Na gut, das ist ja schon mal besser. Es kommt auch, also es ist auch eine ganz schöne... Das ist keine Punktemaschine, weil ich könnte ja, wenn du noch Schilde dabei hast, kannst du das ja potenziell ganz schön lange durchziehen. Das kann nicht richtig sein. Überleg mal, wenn ich jetzt so einen Kampf gehe und ich habe drei blaue Würfel oder so bei, ich habe eine Fähigkeit, Sachen auf Schilde zu drehen, dann kann ich ja 4, 5, 6, 7, 8 Skelette wegmetzeln mit etwas Glück und der eine Schaden, den sie immer maximal würfeln, wenn sie dann auch ein neues Skelett spawnen, den kann ich ja häufig dann in Schilden fangen. Das klingt nach einer sehr leichten Punktemaschine. Skeletons. Any player unit or imperial unit on a hex of skeletons must begin combat with. Each skeleton has a red die. In combat, if they roll a bolt, place another skeleton on this hex after damage. This can lead to a long combat. Okay, dann but ist das so. It's all one combat. This can also produce a horde, as there are three skeletons, but only after damage. A skeleton must be destroyed before you engage a horde in the same hex. Entering a hex with both means you will have two combats in a row. When you destroy a skeleton, gain one VP per skeleton and place it in the reserve. If the Empire destroys a skeleton, place it in the Imperial Graveyard. Okay. Also habe ich jetzt vier Punkte gemacht. Und jetzt, ich habe schon das nächste gewürfelt. Du auch. Noch eins? Ja, jetzt haben wir schon. Genau, das ist ja der vierte Punkt. Das ist der vierte. Genau, jetzt wird nur was von dir zerstört. Ja, habe ich auch schon weggelegt. Hast du schon weggelegt? Okay, dann ist das. Ich habe zwei Einheiten verloren und das Ding ist auch zerstört. Okay, aber ich meine, ein paar Schilden dabei, das kann ja schon ganz nett sein. Hat mich jetzt natürlich auch gut Einheiten gekostet. Zwei, ja. Aber jetzt kannst du auf dem Feld einen Haven bauen. Ja. Ich, also. Und krieg da zwei Kristalle. Das wäre mir lieber gewesen als die scheiß Garnitur. Und Kristalle sind für mich echt gut, weil ich brauche echt scheiße viele Kristalle. Du auch? Kristalle? Ja, für also Salz ist es. Aber ich habe das Problem, ich produziere quasi kein Salz. Ich brauche Plunder oder Salz und ich habe die Fette. Aber das wird echt hart gleich, selbst mit den fünf Einheiten. Das Ding hat ja... Warum das gleich zwei Stufen hat, das ist echt übel. Na gut, okay, du bist fertig? Ich bin fertig. Dann bin ich dran, ne? Ich habe es gerockt. Dann mache ich jetzt Command und bewege jetzt hier die fünf Leute rüber. Hallo, Grüße. Das wird auch schnell voll dann, ne? Ja, deswegen gibt es ja das eine in fünf. Dann würfel ich jetzt zuerst mit dem weißen Würfel. Hast du nur einen Fernkampfwürfel? Ja, es ist auch Highlands, also ja. Könnte sowieso nur. Totenschädel?
Das heißt, der Threat-Level wie Garnison? Was? Ach ja, und die Garnison hat zwei weiße Würfel. Bitte sehr. Und die kann ich nicht mit Schilden abwehren, weil ich würfel ja auch nur den weißen am Anfang. Und da sind keine Schilder drauf. Doch, da, doch, da ist ein Schild drauf. Warte. Ja, schießen daneben. Okay, weil ich kann tatsächlich auch einmal, ich hätte den drehen können, auch ein Schild. Und, ja, genau, das ist ja die coole Fähigkeit, die ich am Anfang habe. Okay, also. Was macht mein Totenschädel bei denen jetzt? Ich nehme keine Lebenspunkte. Ich glaube, du, warte, guck mal nach. Das, also ja, ich habe es gestern schon mal gelernt, aber nur um die Regeln abzuhandeln. Nee, when you destroy a garrison, gain one VP per level immediately. Ich glaube, die geht ganz nah, warte. They count as units, so each level of a garrison count as one unit. Das heißt, du hast jetzt ein Level zerstört. Okay, okay, das ist auch, das macht die nächste Runde wesentlich entspannter. Warum die? Und wenn du eine Garrison zerstörst, bekommst du einen Siegpunkt pro Level immediately. Das heißt, ich kriege jetzt einen Siegpunkt dafür? Die Frage ist, ob du sie komplett dafür zerstört haben musst, aber wahrscheinlich kriegst du schon viel. Ich glaube, Garnison ist hier stellvertretend, das könnten, also technisch könnten es auch zwei Garnisonen sein, die da drin stehen, glaube ich. So klingt es jedenfalls. Dann hätten sie andere, Wurf, ne? Dann hätten sie andere Würfel. Aber ne, wenn du das als eine Art Truppenstärke oder sowas betrachtest, zwei Garnisonen gleich die Würfel. Egal. Ich würfel jetzt drei blaue. Der weiße würfelt ja wieder mit und den schwarzen. Mhm. Und er macht richtig mächtig. Ist das hier lila oder blau? Blau und weiß, das ist lila. Hier, du hast keine blauen. So. Bam! Hier, nimm das. Okay. Bisschen Overkill an der Stelle. Aber egal. Einen schwarzen? Krasser Dude. Der hat einen schwarzen. Und das ist auch das beste Ergebnis, was er würfeln kann, jetzt wo ich es später mal brauche. Dann kommt das hier weg. Mhm. Dann kriege ich dafür einen Punkt. Mhm. Ich habe vier gemacht. Und wenn man sie ganz entfernt, gibt es nicht irgendwas extra, ja? Punkte. Ja. Also das war's. Das war's. Warte. Nicht? Gucken wir doch mal. Okay, so eine Legion besiegen bringt mehr, ne? Ja, ja, klar. Ich hätte jetzt den Blattwurm oder so, ne? Der wäre jetzt tot gewesen. Also ich wahrscheinlich auch, aber. Ja. Blitze hast du keinen gewürfelt, weil mit denen hättest du noch die Dinger hier besiegen, aktivieren können. Aber wir haben würfen irgendwie gerade keine Blitze. Du kannst, glaube ich, noch. Doch, den Niederwürfel ist Blitze. Rot hat auch Blitze. Rot hat einen Blitz, ja. Ja. Klar. Okay, ich nehme was zurück. Ich bin fertig mit meiner Runde, mehr mache ich ja nicht. Genau, dann baue ich für. Also, ich habe erstmal die, dann gebe ich noch die beiden hier aus, um dort ein Haven zu bauen. Ich nenne es Cook's Haven. Okay. Ich möchte gerne einen Haven bauen. Ich gebe zwei davon aus. Du musst das Ding jetzt noch besiegen. Diese Runde besiege ich das sicher nicht. Mach mal. Dann kriege ich den Aktivierungskristall und dann könnte ich vielleicht noch eine Stadt bauen, eine dritte. So, dann kommt hier ein Haven hin und ich krieg nur, wenn der Haven da steht, auch die Ressourcen, die da drauf abgebildet sind, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass ich den. Sie, glaube ich, keine runterballern, aber dann geht der nächste Runde wieder hoch, sonst geht er noch höher. Hm. Kannst du auf das Feld überhaupt rausziehen? Ja, ach, klar. Es ist zugefrorenes Meer quasi, ne? So. Zerstörtes Level, ein Siegpunkt. Jedes Teil zählt als eine Garnison. Bei Cosmonic. Ist bestimmt schon weg. Guten Abend, Killer Frog. Ich sehe gar keinen Killer Frog. Killer Frog. K4 Killer Frog. Wird mir nicht angezeigt. Also da jetzt, da jetzt reinlaufen wäre, glaube ich, Selbstmord. Was? Du hast auch so viele Einheiten. Drei, genau. Du kannst eine Quest machen. Genau, das wäre, glaube ich, die Alternative. Wir sind irgendwie. Weil jetzt haben wir auch zwei, jetzt würde sich ja das hier durchaus lohnen. Und wir haben beide zwei, ne? Aber ich würde nur trotzdem nur eine platzieren, aber ist egal. Warum? Weil das ich eine Basic und du an jedem, also der es erledigt, an so, jedem ja. Und der andere. Das ist trotzdem schon ganz gut. Und dann kann man nicht überlegen, doch nochmal anzugreifen. Wobei aber müssen kann wir nicht die bezahlen können auch? Nee, Place. Basic Unit bedeutet, ja, verstanden. Das Problem ist nur, ich kann nicht das machen, da reinlaufen und kämpfen, dafür fehlen mir die Token. Aber Einheiten haben es besser als keine Einheiten haben, deswegen mache ich mal Quest. Und dann mache ich hier die Willing to Fight Quest. So, das wollen wir da gleich ein. If your Heroes on the Hex was M. Oh, vielleicht mache ich das so als nächste Runde. Ich könnte jetzt auch rüberlaufen, hätte ich einen roten Würfel mehr. Mhm. Aber dann steht mein Held natürlich da. Denk dran, dass hier auch es brennt. Ja, die werden erstmal vielleicht zu einer Legion und dann passiert erst was.
Das ist noch nicht so schlimm. Deswegen sagen sie auch, in Runde 1 kannst du noch leer lassen, weil da passiert nichts. Aber wenn du noch einen Hex aufdecken. Wahrscheinlich nicht. Ja, also muss schon ganz schön laufen. Na, du, dass es jetzt schon 2 sind, ist schon ungewöhnlich, nehme ich an. Nö. Das, also ich habe jetzt sowas, das passiert glaube ich schon immer. 3 Wellen schon eher wahrscheinlich ungewöhnlich. Und ich glaube, mit 4 Spielern kann das noch eher passieren. Mit 4 Spielern du, glaube ich, eher die Chance, das sowas aufzudecken. Und wann kriege ich eigentlich immer diese Ressourcen? Produktionsphase. Nur wenn ich einen Haven da habe oder auch wenn ich da stehe mit irgendwas? Ja, da hast du ja einen Haven. Ich meine, wenn du keinen Haven hast, dann nicht. Es muss nur ein Haven produziert werden. Genau. Okay, also darüber gehen produziert nicht, okay. Ja, schade. Aber macht das Sinn, mit der letzten Aktion Feld aufzudecken? Dann stellst du eventuell eine Einheit hin, die dann direkt hochpowert, angreift und so weiter? Nein, macht keinen Sinn. Also laut meinem bescheidenen Erfahrungshorizont würde ich sagen, es macht keinen Sinn. Deswegen queste ich einfach, genau, mach das, und zwar ohne extra Würfel, oder? Ich habe einfach 3-mal Magic und ein Geil. Die sind einfach gleich, oder? Ne, der hat noch ein Schild. Und damit brauche ich 3. Und die haben aber keine Schild, die haben Blitze. Ich brauche 2. Okay, die Chance. Intervention and the light to fight, they open their tunnels to the rebels to ambush the hated empire. You may discard any items from the market. Okay, gucken wir mal. Guck, ich habe 3 Blitze gewürfelt. Das reicht. Ich muss nur eine Sache schaffen. Aber hätte ich, genau, unten steht noch so eine Belohnung. Das heißt, hätte ich 3 Totenköpfe, würde ich einen Punkt bekommen. Hätte ich ein Schild, hätte ich 3 Items. Ach, das bezieht sich immer genau, genau, immer genau auf das, was drunter steht. Das heißt, ich habe leider Schwächste gewürfelt, kann nichts machen. Was ja klar ist, weil wenn das, nee, ist nicht ein Totenschädel fehlt, ja. Ein Totenschädel mehr für einen Quest. Aber jetzt place 1 basic unit on each of your havens. Wie geil. Und ich auch eine. Mhm. Also ich eine insgesamt bloß. Mhm. Ach, übrigens, after combat, flip this. Und ich kann einen von denen durch sowas ersetzen. Nice. So, jetzt ist aber die Frage. Ich glaube, ich mache das so. Kann man die, wie entfernt man die? Durch Quests. Durch Quests. Muss dann aber draufstehen. Genau. Also eher nicht so oft. Ich verstehe. Weil das, der Tentakel stört mich da so ein bisschen. Ja, wenn der weg wäre. Na gut, die Quest ist erfüllt. Lose 2 Resources, otherwise the Empire gains 2 Victory Points. Hier wird auch nicht sofort nachgefüllt. Ja. Also ich kann sagen, kooperatives Area Control finde ich per se erstmal schon mal ganz cool. Bezüglich Skelette, Gewürfter Blitz, das bricht eigentlich 14er weiter in Nachhinein. Genau. Aber danke fürs Nachgucken. Ja. Dann bist du. Ich habe erfolgreich gequestet. Was mache ich denn mit dem letzten? Bewege ich mich schon mal hin? Weil du kannst auch eine Quest machen. Bringt das was? Kommt gleich eine neue Quest? Nein. Nächste Runde. Außer es steht drauf, dass eine Quest kommt, ne? Genau. Deswegen lohnt sich die in der Mitte jetzt tatsächlich nicht so. Ja, weiß ich nicht. Die hier ist halt jetzt leichter zu erledigen, weil ich gerade in Highlands stehe. Ja, die ist ja gut, weil die behältst du ja. Ja, aber ich habe halt echt nicht so viel Archery. Ich habe halt, also weiße Würfel sind eh nicht so super krass. Das ist halt. Im Zweifel kriegst du halt einen Punkt, ne? Die Karte wäre für dich besser, weil du hast lila Archery-Würfel. Das stimmt. Also das wäre. Aber sie wird eh discarded, also sie ist eh gleich weg. Ich habe von der auch nichts. Hast du irgendwas anderes, was du mit deinem letzten Aktionstor machen kannst? Ich könnte mich halt jetzt schon bewegen, dann würde ich halt nächste Runde mich nicht bewegen. Der wird ja auch nicht das automatisch aufgedeckt. Das Problem ist, aufgedeckt. Der läuft, ist da die Frage. Dran. Ja, ist die Frage, warte. Dann hältst du nicht als einem Unit. Der Held zählt auch als gar nichts, ne? Der ist quasi unsichtbar für den Gegner. Das ist wie bei Rune Wars, falls das jemand. Ja, aber dann glaube ich, dann gehe ich einfach schon mal dahin, oder? Mhm. Ja. Move. Und ich habe dann aber nicht noch was. Ich habe mein Schild drehen, das brauchte ich noch nicht. Oh ja, das sollte ich auch mal irgendwann wieder machen. Ja, gerade nachdem meine Fotosammlung jetzt weg ist. Und bei dem Expertenvideo ist ja auch ganz, stelle ich gerade fest, das ist ganz nett, wenn man. Videos, wenn man Fotos hat. Das stimmt. Muss ich nachher nochmal an ein Verpackungsbild denken. Influencer bei der Arbeit. eine Aktion habe ich noch, ne? Komm, ich versuche da auch nochmal zu questen, oder? Dann queste ich nämlich jetzt die Geschichte hier. Take this card, you may ignore, bla bla bla. In Highlands, ich bin im
Im Ice Waste nach wie vor. Okay, dann habe ich wieder, wo bin ich hier? Also für dich ist die auf jeden Fall besser. Dreimal lila und einmal das hier. Ich glaube schon. Versuche die Quest hier. Komm, drei Schädel. Zwei Blitze. Immerhin. Und kein Siegpunkt, genau. Nein. Die meisten noch mal dann doch durchkämpfen anscheinend. Ja. Ihr könnt jetzt einfach sagen. Nee, die hätten noch eine, die hätten Doppelaktivierung, die würden uns wahrscheinlich noch überholen, nehme ich mal. Dann sind wir durch, ne? Dann kommt die Nemesis Fate. Activate Legions and Hordes once for each Activation Token on them in Initiative Order lowest to highest. Das heißt, erst geht die 9, Coven of Izzard. Mhm. Und der wird hier jetzt aktiviert. Oh, es wird gekämpft. Plays one Curse hier. Das heißt, da kommt ein Curse hin. Move the Horde one hex not farther from the capital. Dahin vielleicht? Nee, guck erstmal auf die. The capital with this priority, a hex to the haven. Boom, schon steht er da. Ja. Resolve combat if there's still a horde, remove any haven. Oh, das heißt, der killt vielleicht gleich meinen Haven. Aber da steht ja jetzt eine ganze Menge Zeug rum von dir. Ja, vier Einheiten und der hat zwei gelbe Würfel im Nahkampf, im Fernkampf. Zwei gelbe Würfel? Mhm. Ich versuche schlecht zu würfeln, guck. Ja. Das hätte, die sind sehr eindeutig, also diese Würfel machen in der Regel das. Die haben nur Totenschädel oder zwei Misses. Hast du was um, kann ich das hier für dich aktivieren? Archery, hier, ich kann noch... Hier steht nicht. Archery und Clash. Das ist ja Archery. Ja, also kann ich das jetzt drehen ich, und... Ich glaube nicht. Gut, dann kriege ich schon mal zwei Einheiten. What? Das wird ja sicher großartig. Na, die beiden Archer brauchst du jetzt eh nicht mehr. Nee, und meine ganze erste Runde ist gleich negiert. Nein! Weil, aber das weiß man ja vorher, dass er sich da wahrscheinlich reinbewegen wird. Aber wie viel mächtiger sollst du denn sein? Ich meine, du hast da vier von fünf... Einheiten? Vielleicht bessere Einheiten da stehen haben oder so. Oder coolere Fähigkeiten haben oder was auch immer. Gucken wir mal, du würfelst ja, das ist tatsächlich nicht so gut gelaufen, das ist richtig. Ich habe auch keinen Reroll oder so. Warte. You may discard this to reroll all your archery dice once. Ohoho. Das ist doch besser, damit bleibt doch eine Einheit mehr da stehen. Das ist richtig, das ist ein ganz anderer Schlag. Sie geht um zwei runter. Und sie geht um zwei runter. Und das runter. Ist das Wichtige an der Stelle, glaube ich. Oh, wenn du die jetzt schaffst, haben wir... Ah, nicht die Juwelen. Nächste Runde immerhin. Gut, dass ich die Quest noch gemacht habe. Yeah. Willing to fight. Guck mal, es gibt viel mehr Möglichkeiten hier, als man denkt. Ja, ja. Warum liegt das hier an? Denk dran, dass du... du hast kein Mineral. Genau. Und du kannst keine drei mit einem Mineral umzutauschen. Das ist richtig. Shit. Gut, dann Nahkampf. Wobei, das habe ich wahrscheinlich vorhin einfach nicht ausgegeben, als ich mich bewegt habe. Ja, wahrscheinlich. Glaube ich. Ja, du hast sie ja bereitgelegt. Genau. Lila, blau und weiß. Also ich habe, was ich brauche. Ich habe das Rote. Ja. Ich habe Rot, Rot, Weiß. Nee, du hast Rot, Orange, Weiß. Das ist Orange? Ich habe Rot, Orange, Weiß. Die kommen beide weg. Anna hat gesagt, bitte schlechter würfeln. Ich habe mich bemüht. Also nicht du! Was wird denn das? Na gut, ich kill um zwei, der ist tot. Nee, wieso? Ich habe zwei Schüsse gewürfelt. Und eine God-Power. Was steht bei ihr, wenn was passiert? Flip all your feats and items without using any of them. Was? Ja gut, aber die kannst du ja sowieso... Ach ja, guck mal, übrigens, Archery, hast du einen Blitz gewürfelt? Nein, ich würfel nie Blitze. Und jetzt kannst du, jetzt musst du es umdrehen. All your feats and items. Das ist böse. Sie ist auch aktiviert. Hatten sie zwei Aktivierungsformen oder einen? Eins. Da. Genau, dann der Schaden sie nur ein Schild. Das heißt, sie ist auf jeden Fall tot. Nee, wir sind nicht. Jetzt immer noch zwei Schilde. Ich verliere zwei Einheiten. Du verlierst zwei Einheiten. Das war's dann mit den Einheiten, oder? Nee, eine hast du noch. Eine habe ich noch. Du hast vergessen. Das ist rot, ne? Das ist rot. Shit. Wieso? Deine Violetten können halt auch schießen, aber das ist halt rot. Schade. Genau. Ach, hast du denn nicht violett gebaut? Weil es teuer ist. Teuer aber, ist. Klar. Aber die sind schon geil, die Ranger. Gut, dann habe ich jetzt noch einen roten Würfel und du wirfst mal keine Schilde. Bitte? Hm, schade. Dann geht der hier. Hast du die, auf eins? Die richtigen Würfel gewürfelt? Ja, ich habe leider die richtigen Würfel gewürfelt. Ah, das sind die. Dann geht der auf 1 runter. Und ich verliere leider den. Es ist ein bisschen knapp. Warum hast du. Du konntest doch eine beliebige Anzahl von Einheiten bauen, oder? Aber nur eine pro Haven? Nee. Was? Gib mir mal die Quest, wo du Einheiten gebaut hast. Ich habe in jede eine Basiseinheit gestellt. Verdammt. Place one basic ja, unit on each of your haven. Ich hatte es ja nur gehofft. Knapp.
Kannst du noch irgendwas neu würfeln? Du hast alles umdrehen müssen. Ich habe alles umdrehen müssen. Du hattest auch, ja, die Ressourcen haben dazu eh nicht gepasst. Okay, damit ist meine erste Runde einfach für die Katze. Weil sie jetzt den Haven entfernt? Genau, sie entfernt jetzt den Haven, ne? Resolve Combat, if there's still a horde, remove any Haven. Boom. Aber Moment, wir haben, nee, die Punkte gibt es erst, wenn sie besiegt ist, ne? Also die Runde ist ja nicht insofern für die, also der Engine-Building-Aspekt ist weg, aber du hast ja 4 Punkte gemacht und sie ist fast tot, das heißt, du kannst die nächste Runde töten. Weil sie geht auf Level 3 wieder hoch. Wieso plus 2? Nö, die kriegen immer alle, die da sind, kriegen plus 2 Threat am Anfang der Runde. Ich hätte mal ein paar Blitze würfeln sollen. Du hättest den scheiß lila, bau den Bogenschützen nächste Runde. Ich habe ja keine Ressourcen. Wie soll man sich eigentlich absprechen? Wir sind auseinander. Wie soll ich dir denn helfen? Wir können es doch gar nicht gegenseitig helfen. Ja, in Runde 1 und 2 machst du noch so Sachen für dich, aber dann... Dann bist du einmal durchgelaufen. Dann bist du ja ein bisschen... Haben wir so automatisch gewonnen, wenn wir die Capital zerstören? Nee, wir müssen nach 4 Runden mehr Punkte haben. Ach so. Da gibt es aber coole Sachen, wenn wir das zerstören sollten, ne? Genau. Die ist gar nicht so schlimm auf 3, ne? Hm. Okay, deiner? Nein! Nein, das war schon genug für eine Runde. Ich finde, wir sollten... Wir kriegen die scheiß Aktivierungssteine auch jetzt nicht. Ah, okay. Der bewegt sich auch um... Steht da um, wie viel die sich bewegen? Um 1. Nehme ich mal an. Das Feld ist ja klein. Place one curse there? Ja. Und dann bewegt er sich dahin. Hatten wir beschlossen. Haven, Fuse Units, Empty Hex, Fused Enemy Units. Und das ist ja Fused Enemy Units. Genau. Und dann hat erstmal das zwei, er hat zwei Fernkampfwürfel. Mhm, das ist Level 2, ne? Ja, wer würfelt jetzt für. Sieht ja aus. Ich würfel für das Imperium. Bam! Bam. Ist tot, oder? Ist kaputt. Hat der auch Fernkampf? Ja. Ja. Warum haben die. Zwei rote Fernkampfwürfel. Ja, nee, die kommen erstmal dahin. Genau, die haben die Punkte ja noch nicht bekommen. Genau, der hat hier sein Graveyard. Das ist auch sinnvoll, dass er nicht pro Einheit was kriegt. Ja. Das war's. Mehr macht er ja nicht, ne? Hat der einen Blitz gewürfelt? Nein. Nein. Bei Blitz hätte er einen Curse platziert. Nein, dein Fehler war erstens, die Horde an diesen Platz zu stellen. Der Fels neben der Horde mit einem Haven aufzubauen. Ja, wir waren halt gierig. Wir wollten vielleicht die Möglichkeit auf die Aktionssteine haben, die das Ding uns weggenommen hat. Das war der Grund. Das ist ja total sinnlos. Ja. Also es wäre sinnvoll gewesen, ihn hier hinzustellen. Aber gut, so lernt man in solchen Spielen. Streng genommen haben wir das... Nein, das ist nein, das haben wir nicht gemacht. Aber es ist ja auch gut, ne? Verlierst Spiele schnell, dann lernst du mehr vom Spiel. Die kriegt doch dafür jetzt auch nur 2 Punkte. Nee, aber ich bin ja... Es geht auf jeden Fall schneller durch. Wir machen Sachen, die dir Dinge bringen. Genau, dann sind wir damit durch. Dann kommt die Produktionsphase. Jetzt kriegen wir unsere Haven, was wir da haben. Und hier kriegst du, glaube ich, immer nur das, was am weitesten rechts ist. Und es hätte auch, wie gesagt, ich... Das weiß man jetzt im Nachhinein, ist immer schlauer, aber du bist der stärkere Bogenschütze von uns beiden, ne? Genau. 3 und 1 und dann die Ressourcen hier und auch den Punkt dafür. Achso, okay. Also das, was hier steht, plus alles, was hier ist. Mhm. Ich habe nicht so viel Ressourcen für nächste Runde auch. Das ist jetzt schon eine böse Abwärtsspirale. Also, das Spiel bestraft hart, wenn man es nicht kann. Weil das ist alles, was ich habe zum Bauen nächste Runde. Naja, gucken wir mal. Du hast ja gesagt, dass es schwer ist. 1, 1, 1. Dann kriege ich noch 2 Plunder. Also vor allen Dingen ist das jetzt zwischen uns beiden ja ein echt gewaltiger Unterschied. Das heißt, ich muss jetzt ja noch eher gucken, dass ich irgendwie zu dir mal komme, aber du bist der mit Teleportieren. Andersrum wäre es besser. Andersrum wäre besser, ja. Aber gucken, was dann kriege ich noch ein Mineral. Aber ist ja gut, du weißt ja, ich muss ja eine gute Spielerfahrung haben. Nicht du. Weil du musst ja so oder so Spiele spielen. Und dann kriege ich noch einen Elefanten. Das war's. Das sind die Ressourcen. Ne? Das plus das plus das. Fertig. Irgendwas anderes noch extra, falls Karten das sagen. Karten werden wieder den gedreht. Den Punkt bekommst du auch. Was für ein Punkt? Ach, den Punkt. Hier gibt keinen Punkt. Ne? Nee. Die Ressourcen hast du auch genommen. Die extra Ressourcen? Ja. 2? Ja. Dann war es die Produktionsphase. Dann, genau, gain resource shown every hex with one of your havens. Das haben wir schon gemacht. Dann gibt es jetzt Scoring Phase. Das Empire scored ein Hex für jedes Feld mit der Garnison. 3. 1, 2, 3. Dann ein Punkt für jede Legion, die im Spiel ist. 0. Und 2 Punkte für jede Fraktion, die Imperial Graveyard ist, weil sie zerstört wurde. Das gibt ja nicht, das haben wir. Genau, das ist ja da. Also gibt es dafür nichts. Das Chaos scored einer Punkt. Ist unter uns. Ein Punkt für jeden Fluch im Spiel, also 4. 5. 2, 4. 5, da ist auch noch einer. 5, das geht schon mal gut los. Ein Punkt für die Horde im Spiel. 2, Horde, guten Start. Und 2 Punkte für die Fraktion, die hier ist. Also nochmal
1, 2, 3, 4. Der zieht schon mal gut davon. Und wir müssen halt vor beiden sein. Irgendwas hatte ich gesehen, wo Gegner auch Punkte verlieren kann. Hier. Enemy in this combat loses one. Das sollten wir vielleicht mal nutzen. Ja, wenn ich das würfle. Gut, das war das. Return all units from graveyard to the reserve. Das Problem kenne ich nicht. Ich hatte mega Glück beim Würfeln. Also, ja. Du hast ja nichts getroffen. Ich hatte auch keine Schildsachen. Ich bin halt für Bogenschützen anfällig, weil ich würfel ja meine ganzen Schildsachen noch nicht an der Stelle. Und ich habe echt schwache Bogenschützeneinheiten. Okay. Jetzt kommt doch zuerst ein Event, oder? Player Score. Wir kriegen jetzt 2 Punkte für den Haven, den wir im Spiel haben. 1, 2, 3, 4. Mhm. Und wir kriegen X Punkte für Spezialhexes. Das hast du schon gemacht. Und ein Punkt, du kannst jetzt 5 Ressourcen ausgeben für noch einen Punkt. Macht man tendenziell in der letzten Runde. Ja, klar. Vorher macht es keinen Sinn. Und dann war das schon die ganze erste Runde. Jetzt haben wir es einfach wieder alles ab. Wir werden jetzt neue Druidenkarte revealen, das haben wir schon gemacht. Wir flippen alle unsere Karten wieder. Wie, das haben wir schon gemacht? Also, wir spielen alle auch wieder in Druiden. Normalerweise ist 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Achso, das ist, würde für uns. Die sind auch für mich. Ja, ja, du kannst sie alle benutzen. Okay, dann weis mich immer darauf hin, was es ist. Ich habe mir die durchgelesen, weil ich keine Blitze gewürfelt habe. Achso. Dann kriegen wir unsere 8. Haha. Also, du hast keine Blitze. Ah, das ist nie Blitze. Ich habe nie Blitze. Weil, denk dran. Naja, ich hätte dann schon geguckt, aber ich hatte keine. So, Aktionssterne wieder kriegen. Juhu. Töte die doch mal. Irgendwas kriegt plus 2 Fred, hattest du gesagt. Ja, es kommt gleich. Die 3 New Items, die kommen weg und da kommen neue hin. Und 3 neue Quests. Ist das mit dem neuen Aufdecken gar nicht zwingend so gut? Eigentlich sind die Gegenstände alle geil. Die sind alle gut, die wir jetzt alle haben. Horn of Yore. Während der Aktion. Aber keiner von uns beiden hat 2 geil, ne? Nee, du hast also mir ist auch mal so wie Ben. Ja, guck mal. Ja, aber ich wusste, dass es eine schlechte Idee ist. Aber wenn you use the command action, pay 0. Und es hätte ja fast geklappt, tatsächlich. Ja. So ist ja nicht. Ich bin wirklich sehr schlecht gewürfelt. Also da kann man sich einmal ohne Mammut bewegen. Dann haben wir Horn of the Brotherhood. Also die Hörner kommen jetzt. Das braucht ein Lied. Das habe ich. Mhm. Abwerfen. Also immer Effekt. Abwerfen. Jeder Spieler darf seine Einheiten im Spiel platzieren in den Kampf eines anderen Spielers. Zerstöre sie nach dem Kampf. Maximal 5 Einheiten pro Feld. Before rolling. Der hier hatte auch nur einen Aktivierungsturm. Hat nicht irgendwas durch die 2 bekommen? Ja, das Legions, war eine Karte. Genau, dann kommt er nicht weg. Aber der bleibt doch trotzdem weiter liegen, ne? Ja, der extra. Ist ja noch keiner ins Spiel gekommen. Also, das hier ist jederzeit, wirft diese Karte ab. Jeder Spieler darf seine Einheiten. Place their units from play. Also Einheiten, die schon im Feld, auf dem Feld genau. sind. Darfst du zu dem anderen Kampf dazustellen? Oh, nett. Das hätten wir eben gebraucht. Ja, zerstör sie nach dem Kampf. Okay. Also die Einheiten kommen danach auch weg. Maximal 5 Felder, Einheiten pro Hex steht hier immer noch. Das heißt, das lohnt sich nur, wenn du irgendwie... Ja, wenn du nicht auf Maximum bist. Also wenn man das hat und deine Stadt wird angegriffen, wo keiner steht, kann man sagen... Wah! Also du kannst Städte unbewacht erstmal lassen. Du kannst trotzdem damit zurückspringen. Warum liegt das hier eigentlich? Vorm Würfel. Ist das richtig? Das hat er abgeworfen. Und an letzter Gegenstand, Heiltrank. Nach dem Kampf wirf dies ab, um eine deiner zerstörten Einheiten von hier bei irgendeinem deiner Havens einzusetzen. Kriegst du eine zerstörte Einheit wieder. Das wäre für mich mit meinem Elefanten natürlich nicht uninteressant. So, First Player Token geht nach links. Das ist eine ganze Aktion. Zu mir, ne? Dann Event Phase. Jetzt kommt 2 Threat zu allen Einheiten dazu. Also willst du mir erzählen, der geht jetzt aufs... Ja, sollst du mal besiegen. Jetzt nicht mehr. Doch, sonst ist er nicht so noch schlimmer. Da geht es um einen hoch, ist natürlich besser. So, dann lese ich ein Event vor. Im Chaos, das den Tagen nach dem Fluch folgte, haben sich viele Many Slave Great Imprisoners... Aber den krieg ich doch nicht tot. Genau, viele Sklaven und Gefangene und so vom Empire haben die Situation benutzt, revoltiert und sind geflohen. Jeder Spieler kann 2 Ressourcen bezahlen, um 2 Basic Units in irgendeines seiner Havens oder auf ein Explored Empty Hex zu stellen. 2 Ressourcen für 2 Basic Units? Ja. Brauche ich viel Nahrung? Ich habe vor allen Dingen ich kann nicht mal ein neues Haven bauen diese Runde, weil ich keine. Doch, keinen Plan die 2 hast du noch. Die hast du bloß zur Seite gelegt. Ah, sehr gut. Dann okay, aber das kann echt. Also, ich habe ein bisschen Plan. Wir können auch irgendwann, bei Trade können wir miteinander handeln, ne? Mhm. Aber es kostet auch eine Aktion.
Mhm. Das spielst du eigentlich schon rum, oder? Nö. Also wir können jetzt Trade machen auch. Und dann kann ich dir die Ressourcen noch. Also du kannst vielleicht von meinen Ressourcen. Wir müssen unsere Helden auf dem gleichen Feld stehen. Du kannst teleportieren. Mhm. Ich glaube, das geht noch auf dem gleichen Feld. Boah, genau, wenn man die hier aufschieben kann, dann kriegen die auch Siegpunkte dafür. Das heißt, du willst sie schon besiegen. Ja, vor allen Dingen die sind ja eh vorne. Aber boah, danach bin ich auch wieder auf Null, glaube ich. Aber der marodiert in die Richtung weiter, aber ist trotzdem doof, ne? Weil die Legion ist jetzt nicht unser Problem. Nee. Also ich gebe mal 2 Plunder aus, weil davon habe ich am meisten, da kriege ich auch am meisten von. Und hol mir 2 Basic Units, war das, ja? Mhm. Also vielleicht sind doch noch ein paar mehr Bogenschützen gar nicht so schlecht. Bei irgendwelchen unserer Havens? Muss ich hier gerade Schutzeinheiten hinstellen? Gerade nicht, oder? Also wenn der durch die Skelette, dass da was passiert, aber ja die Skelette hast du ja weggeballert. Also ich habe hier schon noch Gefahr. Und stehen können da so viele wie wollen oder maximal 5? Maximal 5. Okay, das heißt, dieses Feld ist... Ich muss die hier hinstellen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Genau. Wie ziehe ich die denn hinterher? Gar nicht. Mit Command. Ja, aber Command zieht ja nur von angrenzenden Feldern und der steht da. Du musst deinen Helden halt... Erst wieder zurückbewegen. Ja. Ich kann die nicht dahin ziehen. Ich kann da nicht hingehen und dagegen kämpfen. Das ist ein Gebirge, genau. Da ist ein Gebirge. Brauchst du, ja, mit 2, kostet ja 2 Aktionen. Aber dann muss ich sie erst dahin bewegen und dann von da nach da. Also erkunde ich das Feld jetzt doch zuerst. Ich baue mal die beiden und zwar... Was stand da? Ich brauche dringend mehr Aktionssteine. Andy explored empty hex. Kommst dann sofort zum Kampf? Dann möchte ich es vielleicht nicht machen. Also kannst du auch auf explored hex... Ja. Ich kann die, dann ist ja, das ist ja kein empty hex. On Andy explored empty hex. Achso, das ist auch nicht empty. Dann geht's nur, das ist ein Haven. Entweder zum Haven oder empty hex. Achso, okay. Okay, das war das. Dann, um mal ein Exempel zu statuieren. Bist du dir sicher, dass du keine Bogenschützen mitnehmen willst? Die baue ich. Also ich baue gleich einen. Also noch. Und kostet, oh, deine Bogenschützen kosten 3. Ja. Eieiei. Und den kannst du dir nicht leisten, weil... Ich könnte keinen Haven bauen. Die Frage ist natürlich, ob ich mir leisten kann, nächste Runde wieder einen Haven zu bauen, weil ich die dann wahrscheinlich besiege mit diesen violetten Würfeln. Nee, das gibt mir die Aktion extra. Na gut, sie zu besiegen gibt halt den extra, die extra Aktion, ne? Das stimmt, aber die extra Aktion bringt mir auch nicht so viel. Damit kriege ich keine Ressourcen. Die Frage ist nur, ob ich halt auf den Haven verzichte. Und stattdessen... Oh, nee. Sind ja auch Lebenspunkte, ne? Das ist ja auch ein Meat Shield. Aber halt mit 3 gegen den, da kann ich es auch gleich lassen. Also hat er ja nicht so super viel. Ja, also vor allen Dingen, das Gute ist halt, die weißen Würfel würdest du halt... Schwierig. Das ist halt, man weiß halt nicht, was bei Würfeln rauskommt. Genau, aber gucken wir mal. Wir sammeln Erfahrung mit dem Spiel. So, dann 2 Legionen mit Threat 5 aufs Capital. Also wir bauen ja jetzt gleich eh noch. Du baust ja eh noch was. Ja, aber ich habe genau. Hab ja keine Ressourcen. Also stimmt. Ich baue genau einen Bogenschützen. Das war's. 4 Einheiten. Ich kann nichts so, darüber. 2 Legionen mit Level 5. 2. Nee, nochmal kurz. Your Havens? On their Havens. On their Havens, okay. Ja. Dann kann ich euch. Also 2 Legionen mit Level 5 aufs Capital. 2? 2? Nein. Doch? Nein. Das will so auch eine Challenge sein. Was? Okay, also. Imperial Guard. Wie passend. Was für ein Challenge? 5. Okay. Mir ist noch nicht ganz klar, wie man... Alter, Schwalter, sind das viele Würfe. Immediate Defensive Stance. Man platziert ihr Ziel. Pack die mal, die sind hier drunter irgendwo, ne? Nee. Du hattest die alle hier mal irgendwie rausgepackt. Binnen? Die Zieldinger. Hier ist das. Ja. Achso, ich brauche das von Imperial Guard, die 12. Natürlich war es der unterste. Ich wette, place its targets. Its target. Musst du auf Rückseite gucken, was das Target ist. Wie heißt das? Imperial? Assassin? Imperial Guard. Place a Legion. Ja. On one faction's haven with the fewest units. Das ist 3 und 3. Und dann dürfen wir es aussuchen? Okay, steht da noch mehr? With the fewest units. Guck mal auf Seite 52. Ich
Choose one faction to play with no target, then place the target on the faction haven that has the fewest units. Okay, wir suchen uns also eine Fraktion aus, die es bekommt, und dann geht das auf die, auf den Haven mit den wenigsten Einheiten. Okay, wir suchen uns die Fraktion aus. Genau. Also du, ich krieg eh gleich noch einen, deswegen ist es egal. Ich hab das vermutet. Immediate Defensive Stance. Eine Garnison wird platziert auf jedem Feld mit einer Garnison außer der Capital. Das geht nicht, weil die schon voll sind? Nö, das geht. Wir können die auch ein bisschen aufhübschen. Ach, ein Feld war noch nach oben frei. Stimmt. Jetzt sind sie voll. Warte, nee, das ist nicht richtig. Place one Garrison. Also, place one level one Garrison on an empty hex with no hex. The hex may be explored or unexplored. If there is no empty hex or level one Garrison, place a Garrison on a hex with other Garrisons. Das ist das mit dem Aufleveln. Und dann? Nee, place a Garrison. Das, jetzt würde man tatsächlich... Nein, es kommt einer drauf. Das ist ja verwirrend. Jedes Hex mit einer... Eine Garrison... Genau, wir sind alle einen Garrison. Gut, dass das eine weggekommen ist. Ja. Okay, der kriegt in Badlands noch extra... Lass mich raten, das ist nichts. Mhm, der kriegt noch extra einen Archery-Würfel in Badlands und ein God-Power-Symbol, also Blitz-Symbol, ist bei ihm zwei Schilde. Oh, das ist ja besonders angenehm. Wenn er zerstört wird, das ist eine Frage, wo man ihn zerstört. 5 Punkte, klar, also Punkte, aber zerstöre eine nicht-imperiale Unit oder Bedrohung hier. Ist das eine Bedrohung? Das ist auf jeden Fall eine nicht-imperiale Unit. Was ja im Kurs eine Bedrohung ist. Würden Sie ja fett gleich sagen können. Ben hat recht, das finde ich schon mal gut. Also die Frage wäre, wenn er jetzt irgendwie hier, der läuft ja da. Achso, mit dem Aufbau hier, ja. Ich werde den auch einfach bei mir reinlaufen lassen und dann nicht aktiv hingehen. Weil? Warum? Der kommt ja eh von alleine. Ist der Karten brauchen die deinen Helden, der anwesend ist? Ich kann auch einen Helden darüber ziehen. Das ist immer noch eine Aktion weniger. Ich guck mal, was so passiert. Aber weil jetzt kommt nämlich noch, jetzt, ich habe nämlich ein richtiges Problem. Steuert der Helden schon etwas bei? Oder? Ein Skelett zu anderen Skeletten. Wir haben gerade nur ein Skelett. Das heißt, das ist jetzt das dritte Skelett. Und jetzt kommt hier der Pandemie-Effekt. Jetzt haben wir einen Ausbruch. Ich wünsche mir gerade, gerade wäre es mir lieber, das Spiel wäre nicht kooperativ. If there are 3 skeletons on a hex, remove them and place one new horde there. Du wirst jetzt an irgendeiner Stelle mal richtig geil würfeln müssen. Wollen wir noch nicht. The Lich Queen. So, die beiden kommen weg. Im Englischen übrigens Lich. Lich. Habe ich mal irgendwann gelernt und du musst zugeben, dann klingt das in Warcraft schon irgendwie ein bisschen. Lich King ist irgendwie, das klingt wie der Lichy-König. Aber es ist wohl so. So, kommt auf Level 5 rein. What's immediately up, Liches? Place one curse on the hex. Ich finde da jetzt 2 Curses, okay, spannend. Geht das? Steht das so? Ich mache erstmal, was da steht. Na gut. Auf Level 5 auch schon gleich, ne? Das ist ja toll. Was ist hier? Was ist denn hier? Set 2000 Curses and resolves the immediate effect. Every foreign victim was forced into her ranks by the will of the queen. Genau so und nicht anders. Level 3 wird auch als erstes bewegt. Das heißt, ich werde hier eine Verteidigungspassion aufbauen. Besteht aus 5 Einheiten. Das wird spannend. Du kannst ja auch Tower und Dings bauen. Die sind ja billiger als Einheiten. Ja, was kostet das? Plunder. Plunder. Wenn man keinen Plunder hat, ist man da ein bisschen... Vielleicht sollten wir... Wann können wir traden? Es ist no Horde, place one Horde at... Ich glaube nur, wenn wir auf dem Feld stehen. Willst du vielleicht zu mir teleportieren, dass wir einmal... Also ich habe ein bisschen Plunder. dass ich meins aufgebe und... Wir bauen die drüben neu. Da drüben. Ja, aber wenn du zu mir kommst und ich mit dir handle, dann kannst du es ja aufrüsten, weil du hast das Problem, die läuft ja beide da rein. Ja, ich muss gerne mal genau gucken, wie das beim Trade ist, aber... Ja, nach Trade kann man auch scheinbar noch eine weitere Aktion machen, weil steht, das not end your turn. Dann sind wir damit durch. Place one activation token on every horde. Shit. Haben wir gerade 4 Bedrohungen hier liegen? In Runde 2, das ist ja großartig. Hattest du nicht irgendwas gesagt von 2 Legions werden gezogen? Fällt mir gerade ein. Bei dem Event. Ja. Bitte. Warum genau sind das hier schon 2 eigentlich? Das habe ich vergessen. Weil hier. Das gesagt hat. Place one Horde, place one Horde. Und jetzt haben wir place 2 Legions. Ja.
Wir müssen ja jetzt bei 4 sein, wenn wir nichts besiegt haben. Plus 1 extra, weil die Skelette das gemacht haben, genau, was sie gemacht haben. Die Kurtisane. Die Frage war, 2 Curses auf einem Hex. Geht scheinbar. Und das Target funktioniert immer gleich bei den Legions. Steht ja nicht irgendwie extra. Wenn da nichts was anderes draufsteht, dann ja. Tjasha spielt die große Harfe. 2? Ja, 2. Dann hat die jetzt mich als Ziel wahrscheinlich. Weil es sich abwechseln muss? Eine Fraktion ohne Target. Steht hier zumindest nicht. Aber so viel mehr habe ich jetzt auch. Ich habe ja auch den Blattwurm und so da rumstehen. A fraction can have only one target at a time. Und wenn wir beide das haben, es kommt noch einer, dann ist das Target die Capital. Dann bleibe ich dann bewacht einfach die Hauptstadt. Dann bewacht er die Hauptstadt. Dann denke ich, der schafft das schon. Okay. Du wirfst. Kann ich bitte einen deiner roten Juwelen haben? Danke. Was für immer? For the rest of the game. Warum ich? That player, der das Target bekommt. Das ist der immediate Effekt, wenn sie auftaucht. Nee. Ich weiß nicht, wo ich es hin tun soll. Ich wollte das aber demonstrativ wegtun. Mhm. Läuft bei uns. 4 Runden, ja? Ja. Lass mal nach der Runde vor denen sein. Okay. Oh, aber das ist. Wenn die ein. Die kommt auch in die Capital, nehme ich an, ne? Die starten ja alle hier immer. Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja. Platziere ein Aktivierungs-. Wer kommt da hin? Die Kurtisan. Achso, die ist. Die spielt ja so Harfe irgendwie. Also, wenn die Blitze würfelt, dann kommen auf andere Karten Aktivierungstoken dazu. Okay. Und einmal pro Runde. Sie hat Archery und Clash. Die Kurtisane kopiert die Einheit, die Einheiten, Mauern und Turmwürfel. Aber nicht Gegenstände oder Talente ihres Gegners. Mhm. Sie hat immer das gleiche Ergebnis wie du. Okay. Nett. Nee, nicht nett. Kacke. Und Threat-Level, ne? Das Threat-Level ist egal. Wieso? Weil der Text einfach. Achso, aber es sind ihre Lebenspunkte, also kannst du trotzdem auch. Ja, ich weiß, aber ich. Auf 5 setzen. Klar. Also, du willst sie eigentlich. Ich weiß nicht, wie du sie. Also, ich will ganz schön viel gerade. Also, ich weiß nicht. Du musst 5 Einheiten verlieren, um sie zu besiegen. Es geht ja nicht anders. Außer du hast Talente, die Schaden negieren, die sie nicht hat. Schau mal. Wenn du sie zerstörst, würfelst du deinen Heldenwürfel und bekommst einen Siegpunkt. Die gibt noch nicht mal so viele Siegpunkte. Wir ziehen 2 Feed-Karten und behalten eine. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, wenn ich das dachte. Das mit dem Pluswürfeln ist nur für die Quests wichtig, ja? Mhm. Können wir die tauschen miteinander? Dann könnte ich dir eine von uns. Eines können wir tauschen. Plus 3 restlichen Karten. Hast du vielleicht auch so ein Ding gezogen? Nein. Oh. Pay one sword to turn any one of your dice to show a single in Clash. Also ich könnte, wenn ich 2 Offsworn im Spiel habe, im Kampf, kriege ich einen Würfel extra im Blauen. Was gut wäre. Aber ich habe keine 2 Offsworn. Na komm, ich hole mir noch einen 2. Bogenschützen damit gleich. Ich könnte mir sofort 3 Ressourcen holen und ich hätte noch einen Würfel extra, aber Quest. Was ist denn mit den Quests? Die werden jetzt nicht automatisch stärker oder so, ne? Die sind ja zufällig gemischt. You may draw. Aber da sind auch, gibt es auch so Totenkopfdinger, die dabei sein können, ich oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt, dass nur ein Curse pro Hex, habe jetzt schnell die anderen geholt, aber dort habe ich jetzt nicht sofort gefunden. Also, weil steht ja bei ihr nur, leg einen auf den. Was sind ja noch mehr Punkte, ne? Also die machen jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Mhm. Und ich habe noch nichts gesehen, was das entfernt. Okay, Ben, hier ist die Ressourcen, die du brauchst. Oh, wenn ein Curse auf einem Feld mit einem. Mit einer Garnison, egal wie, kommt das weg. Die Garnison. Die zerstört das quasi. Havens auch. Hier ist eine Quest, wenn wir die schaffen, dann bekommt jeder Spieler eine Ressource pro Schild und Blitzsymbol, das gewürfelt wurde. Oh, nett. Und ich nehme eine Ressource, bedeutet, ich suche es mir aus, ne? Bei Fail gibt es nichts Negatives, nur dass man eine neue Quest zieht. Auf einem Sea Tower gibt es plus 1 lila Würfel. Ich wäre auf einem Sea Tower. Mhm. Das gilt ja schon als Sea Tower, nehme ich an.
Unexplored, weiß ich nicht. Und ich könnte die Gegenstände vom Markt abwerfen oder eine neue Quest ziehen. Also, das wäre schon mal, das würde dein Problem lösen. Und da kann man 5 Ressourcen, um einen Fluch zu entfernen. Das ist noch besser? Nicht so geil, finde ich. Ne, das hier. Also nicht noch besser, aber du kannst hier irgendein Unexplored Hex flippen und seine Effekte ausführen, was ja bedeutet, die Ressourcen darauf eventuell kriegen. Auf jeden Fall vom Gegner nochmal hin. Aber du machst nicht, du platzierst nicht oder verstärkst nicht Garnisonen oder Skelette. Immerhin. Danach wird die Quest abgeworfen. Bist du im Wald irgendwo? Nee, ne? Doch. Ah, dein Held steht da nicht. Im Wald gibt's plus einen orangenen Würfel. Am Ben, am Kahn, aber Brettspiel Community, Abendküche. Hallo. Hallo Mitland. Oh, du kannst. Gib doch einen Siegpunkt. Okay, also wir sollten eine dieser Quests erledigen. Wir sollten vielleicht alle erledigen. Also ist jetzt die Frage, soll ich das nehmen, wo ich nochmal extra Ressourcen mache oder das, wo ich mit 2 Aufsworn und blauen Würfel extra würfle? Wenn du die hast, die Aufsworn? Das Problem ist bloß, wie kommt man denn in den Nahkampf? Der hat 3 rote Würfel. Ich habe keine Einheiten mehr, bevor es zum Nahkampf kommt. Du musst 4 Schilde würfeln. Du würfelst ja am Anfang deine Nahkämpferwürfel nicht, oder? Nee. Die sind schon relativ, vor allem, du hast ja immer nur maximal 5 Einheiten und wenn die auf dem höchsten Level mit 4 Würfeln würfeln, das ist schon böse. Roll Archery Dice. Also, ich kann halt einen garantierten Schild machen. Den solltest du noch machen. Aber ich habe halt schwache Bogenschützen. Das heißt, ich habe zwar, wenn ich mal im Nahkampf bin, ist okay, ich komme bloß so gut wie nie dahin. Okay. Ich bin immer noch nicht schlauer, ob ich... Wie kriege ich denn die beiden Offsworn jemals... Ich habe ja gerade keinen. Wenn ich jetzt 3 Ressourcen nehme, kann ich mehr Einheiten... Ich könnte dann einen Offsworn bauen, dann habe ich nicht so viel davon. Ich nehme mal das hier. Was dir nichts bringt. Ich kann ihn auch regulär bauen. Kostet halt 5 Ressourcen. Wenn du ihn bauen kannst, dann ja. Ja. Ich habe genau die 2 plus die 3. Das ist ein Offspawn. Ich kann die auch direkt bauen. Okay, dann war das die Feed-Geschichte. Aber ich kann den nur hier bauen, ne? Weil hier stehen ja schon 5. Ja. Und ich kann ja die nicht zurückbewegen. Du kannst die mit. Ne, aber bewegen, bauen kannst du jetzt nicht, weil du hast ja keinen. Das kommt nicht jetzt. Jetzt kommt die Bauphase. Nee, schon. Und ich, also das ist eine Aktion, oh, wie kacke. Also wenn du die reinlaufen lassen willst, dann solltest du auf jeden Fall die Stadt ausbauen. Das ist ja eine Aktion hier. Da kann ich flippen, um ein Kristall, ein Salz pro Sword Sister im Spiel zu bekommen, also 3 gerade. Aber es ist halt eine Aktion, das heißt, kann ich jetzt nicht benutzen, das heißt, ich kann damit nicht... Und in der Vorrunde... Warum hast du es in der Vorrunde nicht gemacht? Weil ich es eben erst bekommen habe. Das ist jetzt der neue. Jetzt überlegst du doch mal, ob du den anderen nimmst. Ja. Was sind das andere? Einen Salz bezahlen, um einen Würfel in einen Totenkopf zu verwandeln. Im Nahkampf. Das ist, glaube ich, besser. Für die nächste Runde wäre das andere gut. Ja, aber um in die nächste Runde mit ein paar mehr Ressourcen zu kommen, ist das andere wahrscheinlich besser. Weil ich muss ich muss die abwehren und die abwehren. Ich muss also erst hier wahrscheinlich kämpfen und dann wieder zurücklaufen und warten, was da passiert. Aber du hast ja so oder so nächste Runde 3 Ressourcen mehr, wenn du die andere Karte nimmst. Nö, wenn die alle weg sind. Nee, die kannst du ja schon vor dem Kampf. Das benutzt ja die Aktionsphase. Genau. Und da sind die ja gerade noch da. Das heißt, die 3 Ressourcen kriegst du auf jeden Fall, aber du hast halt... Erst ja, aber dann in Chapter 3 was. Verliere ich vielleicht die Einheiten, weil ich schlecht kämpfe. Und damit kannst du vielleicht den einen Fred wegmachen, den wir brauchen. Das stimmt. Na, das mache ich jedes Mal, bevor Damage, das heißt, in die Kampfrunde bei mehr Runden geht, kann ich jede Runde. Aber ich will ja noch eine Einheit bauen, vielleicht. Und du willst die Stadt ausbauen, nehme ich an. Weil es die günstigste Art ist, dann Würfel zu kommen. Also dann brauche ich keinen neuen Haven, aber ja. Wieso? Das kostet doch. Ach, das kostet Plunder. Ja. Da hatten wir schon mal drüber geredet, ne? Das kostet bei mir auch Plunder. Will ich das eigentlich machen? Nee. Können die über Gebirge ziehen? Ja, die ignorieren das. Also ist nur für meine Einheiten wichtig. Glaube ich, oder? Fett? Gegner, bewegen die sich über Gebirge? Die zählen als Units, ja? Naja. Das heißt, der würde jetzt gerade dahin laufen. Diffuse Units, ja. Spannend. Wobei, da sind 5 und bei dir sind wie viel? Wie, da sind 5? 1, 2, 3, 4, 5 und ja. Hier sind... Zählt der Haven als Unit? Nein. Nein. 5, rechts dann. Ja, dann... Ja, dann entscheiden wir das, nehme ich mal an. Oh, weil schön. Der nächste Schritt ist ja ein leeres Feld. Nein, können sie nicht. Die laufen nicht über Gebirge. Danke. Ja, dann geht er wahrscheinlich sowieso dahin, weil das steht hier zwar nicht, aber... Da kann er nicht hin. Kann er ja nicht hin. Und er kann da gar nicht hin, weil er entfernt sich nicht von der Capital. Genau. Die wegen sich die wollen auf ja, die wollen ja... Ja.
Das heißt, ich bin da safe. Das Problem ist bloß, der macht ja noch mehr Punkte. Mhm. Hast du dem die 2 Punkte dafür gegeben gehabt? Wofür? Nee, er hatte bloß Punkte gemacht, ja. Er hatte nicht. Aber wenn er da reinläuft, dann könnte das Problem auch von sich... Also ich glaube, die Horde ist das Problem, diese Runde. Aber wenn der da reingeht, ist er doch tot, oder? Was da steht, das Ding kopiert seine Würfel, unter anderem. Der ist tot. Der kämpft, glaube ich, erst gegen die Garnison und dann gegen die Einheiten. Also nee, wird das alle Archery-Würfel, oder? Werden gewürfelt. Nee, die sind unterschiedliche Kämpfe. Wenn Skelette oder Garnison da sind, kämpfst du erst gegen das Skelett und die Garnison und dann gegen die Gegner oder andersrum. Das müsst ihr dann gerne mal nachgucken. Das steht doch bestimmt irgendwo. Warte, das wäre so eine gute Regel hierfür. Oh, hier. Most overlooked rules. You can always turn one AP into one sword or three resources. Okay, du kannst mindestens Salz generieren. Was ist denn ein AP? Aktionspunkt. Ja, klar, das ist Trade. Das generiert einen Salz. Ja. Ja. Player units cannot be moved into unexplored hexes. Archers also add their dice in clash rounds. Destroyed player units go to the graveyard. Here is not a unit. Chaos and Empire enemies. Only Chaos can use on a hex with a curse. Ah, okay. Wenn man auf einem Feld mit einem Tentakel kämpft, muss man dran denken, eigene Blitze zählen nicht. Ja, deswegen steht die ganz oben, weil selbst 2/3 der Entwickler die ständig vergessen. Aber, also sicher, dass dann, also die kann man so gut wie nicht wegmachen. Die, jedes Mal, wenn die aktivieren, platzieren die einen Tentakel, alle. Darum willst du sie auch töten. Okay. Also ich bin immer noch dafür, den da reinlaufen zu lassen. Ich kümmere mich hier um meinen Kram. Genau. Ich könnte sich ein bisschen ausdünnen und dann komme ich und räume den Rest weg. Ich bin wahrscheinlich nach der Runde eliminiert, dann musst du es alleine schaffen. Du kriegst das hin. Wenn du eliminiert bist, kann ich es nicht alleine schaffen. Du schaffst es. Nee, du musst ja Punkte. Ich will nicht umsonst gestorben sein. Du musst ja Punkte machen. Okay, wo sind wir gerade beim Einheitenbauen? Wir sind gerade bei Build Units, genau. Dann, ich kann den nicht in das gleiche Feld steigen, das ist für ein Scheiß. Das nervt mich. Ich baue den aber trotzdem. Ich brauche das. If you have no Haven, also ich nächste Runde, choose one, explore empty hex. Und wenn es das auch nicht gibt, max 5 units per hex steht auch da nochmal extra drin. Kann ich die nicht austauschen? Darf ich jederzeit eine Einheit entfernen? Ich würde gerne eine da rausnehmen und dafür einen anderen hinstellen. Ich glaube nicht. Warum? Weiß nicht, kannst du bestimmt, aber willst du auf gar keinen Fall. Also die 2 Punkte, die beiden zusammen geben mir nochmal einen extra blauen Würfel. Wenn ich jetzt mit dem, also angenommen, der wäre nicht dabei, oder anders, sagen wir, der wäre nicht dabei. Das würde uns Chris gleich beantworten, hoffentlich. Dann hätte ich einen schwarzen, 2 rote, 2 blaue und einen weißen Würfel. Das wäre schon gut. Boah, dass die Bogenschützen einfach 3 kosten. Ich würde den gerne einfach hier rüberschieben, meine, beim Bauen. Build. Was ist denn das hier gelistet? Was ist denn was dazu geschrieben? Es lohnt sich für mich gerade meine Städte noch nicht auszubauen, weil ich noch nicht weiß, bei welcher es wichtig ist. Und ich habe diese Nahrung, die ist irgendwie auch... Ich habe nichts. Aber wenn du die während der Runde getötet kriegen würdest, hätten wir eine Aktion mehr, ne? Wie soll ich das machen? Ja, ich weiß. Weil du ich habe ja nicht mal genug Ressourcen, mich entsprechend zu bewegen. Das Problem ist nur, ich kann die Ressourcen, es macht gar keinen Sinn, die aufzubewahren, weil wenn ich mich nicht da reinbewege, kann ich keinen neuen Haven bauen, deswegen kann ich sie lieber zur Stadtverteidigung ausgeben. Ich muss diese Runde das Ding hier halten. Ich muss die beiden abwehren, hoffen, dass die danach tot sind. Weil ich komme ja auf mehr als 5 Würfel durch die Leute, wenn ich die Dinger hier baue. Deswegen baue ich jetzt beides, eine Tower Defense und eine Wall Defense. Hast du deine Fernkampfer, hast du eine deiner Fernkampfeinheiten gebaut? Die waren zu teuer. Ja, die kleinen, aber nicht die großen. Weil die sind, ich glaube, wenn du die einmal am Laufen hast, kann das schon sehr geil sein. 2 Lila Würfel ist schon... Dafür brauchst du aber auch erstmal Meat Shield. Wie immer in solchen Spielen. Naja, das Gute ist, die Würfel kommen ja auf jeden Fall. Du machst auf jeden Fall den Schaden. Jetzt hör doch mal zu. Nein. Die Frage war, ob man hier Einheiten freiwillig entfernen kann, wenn man 5 hat, um eine 5. reinzustellen, eine von den Kleinen zu sagen, die geht weg, oder man es nicht darf. Ja, ich würde nämlich gerne die anders aufstellen, aber ich vermute, leider... Oh, wir müssen auch immer darauf. Was hast du denn für ein Land da eigentlich? Nur Ice Waste. Passiert nicht. Achso, schade. Weil dann hättest du nämlich. Oh, du hast echt Pech. Wenn es Badlands gewesen, dann hättest du ja. Das sind ja Reiter, ne? Die Roten? Die Champions of Azur sind übrigens Daniel, Jim, ich hoffe nicht der Digger, Jörg, Martin, Rufus, Leberschnitzel. Ich glaube nicht, dass das der Digger ist. Da müssen wir jetzt leider einpacken. Leberschnitzel. Mike, Jesse, kennt Leberschnitzel, finde ich gut.
Curse, only Chaos can use Curse. Okay. Okay, so. Hast du überhaupt? Die hebe ich, glaube ich, alle noch weiter auf. Ich könnte noch eine Einheit mehr bauen und trotzdem einen Haven bauen. Mein Problem ist, ich kann halt maximal einen Haven bauen, weil da will ich eigentlich nicht hingehen. Weil ich kann keine Einheiten hinterherziehen. Also ich will meinen einen Haven verteidigen. Baue ich jetzt noch eine weitere oder nicht? Aber die stehen hier so nutzlos rum, weißt du? Was bringen mir die denn hier? Ich krieg die ja überhaupt nicht bewegt. Du kannst ja deinen Helden irgendwo hinbewegen. Ja, eins, zwei. Der kann da durchlaufen, ne? Ich glaube, ich drehe das gleich erstmal rum. Aber ich könnte... Du hast ja recht. Ich habe gleich alle Einheiten auf dem Feld. Ja, eben. Ist doch gut. Nicht, dass ich wüsste, aber die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Genau, die Frage stellt sich kein normaler Mensch, aber Karl sagt, yeah, Power. Nee, ich spare das erstmal. Ich habe das Gefühl, dass ich das diese Runde nicht brauche. Okay, du bist diesmal Startspieler, nehme ich an. Genau, dann sind wir schon bei Action Phase. Take action until all players have passed. So, jetzt die Frage, was ich denn Schönes mache. Welche Quest sollten wir machen? Du tötest die diese Runde nicht, das heißt, wir haben wieder den Aktionsstand nicht, ne? Ja doch, die läuft ja rein und dann kill ich sie. Aber erst nachdem wir hier durch sind. Ja, wir kriegen die am Anfang der nächsten Runde wieder. Genau, das heißt, wir haben sie auch in diesem Kapitel nicht. In diesem Kapitel nicht, ne. Oh, sicher sind wir noch was? Ich habe keine Ressourcen, um sie zu bewegen. Hast du jetzt selbst das Mammut für irgendwas ausgegeben? Ja, ein Mammut habe ich noch, aber das brauche ich für nichts. Weil du könntest dich, dadurch, dass du dich bewegst und den Stein besorgst, könntest du dich ja danach mit dem Extra-Aktion noch dahin bewegen. Also, und aber ich kann die Einheiten nicht bewegen. Das braucht zwei Aktionen, ne? Das braucht zwei Mammuts. Wieso zwei Mammuts? Weil bewegen ja, kostet... zwei Mammuts. Weil genau. Rein und wieder zurück. Ja. Ich hatte gerade irgendwas gesehen, wo man dafür nichts ausgeben muss. Und man könnte jetzt irgendwie exploren, yeah. Aber... Dazu bräuchtest du drei Kristalle, ich weiß. Dafür brauche ich vor allem zwei... Geil. Ja. Ich habe nur ein Geil. Ich habe keinen Need. Was macht das andere da, die Healing Potion? Eine zerstörte Einheit nach dem Kampf wiederholen. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? On your heroes, Hex. Ja, der läuft ja gleich rüber. Also den stellst du dazu? Das bringt ja eigentlich nichts. Ja, doch, dann kann ich die ganzen Fähigkeiten benutzen. Ach, das geht ja nur, wenn sie dabei ist. Will ich erstmal questen. Wo bin ich da? Im Dingsland. Das bringt Sea Tower. Nee, aber hier bringt's was. Deine Heimat. Da brauchen wir auch richtig viel für. Den kaufe ich erstmal die Healing Potion. Warte. Kannst du, wie wäre es, wenn ich tatsächlich vielleicht versuche, die Quest zu machen? Ich stehe da, wo ich den extra Würfel kriege. Mhm. Und dann könntest du noch extra Ressourcen generieren und vielleicht ändert das ja deine Pläne. Weil du zum Beispiel, das kannst du ja trotzdem nicht lassen. Aber man kriegt ja beim Trade immer ein Salz und das kostet ein Salz. Also kostet das auch 0. Du musst erstmal ein Salz haben, aber habe ich ja. Nee, du musst ja Market machen, wenn du ein Item nehmen willst. Stimmt. Gut, dann geht das Ding erstmal weg. Das sind ja unterschiedliche Actions. Soll ich jetzt erstmal Explore machen oder erstmal die Quest? Das bleibt ja ein Sea Tower. Ich sollte vielleicht erstmal Explore machen. Einmal gucken, was das Item legen. Boah, mit vier Leuten ist aber bestimmt auch ganz schön was los. Okay, das ist die Wall of Shadows. When you gain this, place one wall on any haven. Mhm. Clash. If you have a wall here, mhm, bekommst du ein Schild für jeden Blitz, den dein Gegner würfelt. Oh, nett. Solltest du kostet wie viel? Ein Magie, ein Mineral. Ich habe kein Mineral. Dann mach doch mal das, wo man Ressourcen kann. Kannst du ja Trade machen. Ich würde das jetzt erst einmal exploren, weil erstmal mehr Informationen, solange man mehr Aktionen hat. Irgendwann habe ich sowas gelernt. Hast du nicht irgendwas, wo wir Ressourcen kriegen? Die Quest. Ja, aber die kann ich genauso gut nächste Runde machen. Ich muss Rocket was machen, dann kann ich doch mit der Karte schon machen. Achso, hast du sonst nichts, was du. Ja, ich kann mit da rüberlaufen, das geht schon. Genau, du musst ja sowieso erstmal rüberlaufen. Ihr lebt ja noch, ja, noch ja, aber es ist bald vorbei. Ach, bei mir. Du. Erstmal gucken, was drauf kommt, weil ich habe ja, das ist ja, ist bergig hier. Hat auch einen passiven Effekt, da oben steht immer. Einheiten und Helden hier gelten als jedes Feld angrenzend. Oh, natürlich, Sea Tower. Mhm. Ich kann ja zu dir kommen. Mhm. Ja, aha, ich kann die Hexe platt machen, diese Runde. An jedes Feld angrenzend oder an? Hat er ja vorhin geschrieben gehabt, so kannst du überall hin teleportieren. Units and Heroes here are adjacent to any Hex. Oh, nett. Wenn ein Held da ist, bezahlt man einen Kristall weniger für Items auf dem Markt. Auch nett. Jetzt gucken wir erstmal, was das Feld unten macht. Mhm. Ich bekomme zwei Mineral. Hier.
Entferne alle Skelette hier. Okay. Platziere 3 Garnisonen hier. 3? Yes. Also will ich das so machen, weil dann kann ich hier hinlaufen. Die geben auch einen Siegpunkt, wenn da ein Haven steht. Ja, dann gehe ich da hin, kämpfe dagegen und hoffe, dass was stehen bleibt und komme zu dir. Zum Beispiel. Weil der bewegt sich dahin, dass wir... wer ist zuerst dran? Blattwurm ist... Kiste 3, 2, erst die Kortisane, dann die Lich Queen. Ah, scheiße, die laufen ja beide weg, bevor der Blattwurm dran ist. Aber warte, der läuft ja hier hin und sie läuft dahin. Genau. Dann läuft er dahin. Fuse Units, ja. Das Problem ist, der alleine ist nicht so stark, wie ich das gerne hätte. Die kämpfen immer. Wenn ich dahin teleportiere, komme ich vor allen Dingen erstmal nicht wieder zurück. Und ich kann immer nur zu einem Held gehen. Das heißt, wenn mein Held da hinten rumgammelt bei dir, dann stehen deine Einheiten da erstmal. Und ich komme ja nie wieder zu meinen Sachen zurück. Meine Einheiten können sich nie wieder bewegen. Außer, der, da ist ja der andere Sea Tower. Boah. Okay, da hast du das gemacht, ne? Genau. Und mehr passiert ja nicht, ne? Dann bewege ich einfach mal meinen Helden rüber. Achso, danach muss ich ja noch eine Aktion machen. Muss ich ja, kann ich aber. Brauche ich auch nicht. Does not end your turn. Das ist jetzt die Frage, musst du jetzt die zweite Aktion machen? Weil, also ich glaube, du musst, weil da steht ja... Ich kann mal das hier versuchen, oder? Genau. Dann habe ich wieder 3-mal Magic. Erstmal noch ein Kristall dann natürlich auf Quest. Einmal geil. Und dann questen wir doch mal. Nicht geschafft. Du hast den Orange nicht mitgewürfelt, den du extra bekommst. Ah, warte, ich weiß genau, was jetzt passiert. Nicht geschafft. Nein! Was zur Hölle tust du? Discard this quest. Warte. Hast du irgendwas zum... Nö. Archery Phase, After Combat, einen Juwel ausgeben für Neuwürfeln. Solche Regeln gibt's doch immer. Komm schon. Nee. Ach komm schon. Lass mich doch nicht. Ein Totenkopf zu wenig. Aber es ist nicht irgendwie... Ein Blitz zu wenig, ein Schild zu wenig, alles zu wenig. Keine neue Quest. Keine neue Quest. Keine neue Quest. Das ist ein Spiel, das man erstmal lernen muss. So, ein Drittel. Ein Drittel, das ein Dings kommt. Hätte ich irgendwas? Warte. Bye, Chris, und danke. Es gibt keine. Das ist gar nicht so gut, wie man denkt. Ich frage mich gerade, ob der untere Teil auch die Begrenzung hat. Oder dann nicht. Wie, was? Naja, guck mal, der obere Teil hat ja Adjacent. Adjacent, oder genau. Und das darunter. Das ist halt weg. Weil dann hätte ich ja die 2 Skelette wegmachen können. Nee, hätte ich nicht, weil es ist jetzt erst wieder da. Ja. Aber ich hätte sie jetzt weg. Ist gut. Dieses Ding ist relativ sinnlos, das hier rum. Ich habe nichts, womit ich dir helfen kann. Da bist du. Dann würde ich jetzt die Einheiten danach ziehen, um das da wegzumachen. Und hoffen, dass ich nicht zu viel verliere. Mhm. Das ist eine Dreiergarnison, ne? Puh, 3 weiße Würfel. Och. Und der Held kann nichts blocken und boah, mit etwas Pech. Das wird hart. Die Einheiten sind dann auch echt schnell weg. Okay. Hallo. 5 ist auch echt wenig. Du machst Command? Genau, ich gebe einen davon aus. Ich mache Command. Und das sind ja 1, 2, 3, 4. Mehr kann man echt nicht ziehen. Ich habe nicht das Gefühl, ich könnte mich besser darauf vorbereiten. Aber das ging nicht mit dem Einheiten austauschen, ne? Weil dann hätte ich jetzt einen blauen. Also wissen wir nicht, aber ich glaube nicht. Okay, ich würfle leider nur einen weißen und du würfelst 3 weiße. Das mache ich sehr gerne. Bei 3 weißen ist die Chance auf einen Blank ja schon hoch. Ja. Guck. Passiert nichts. Dann brauche ich das ja gar nicht, ne? You may turn one of your... Ich habe ein Schild immer garantiert in der Phase. Brauchst das ist nicht. Ganz gut, aber brauche ich nicht. Okay, dann... Das sind sehr defensive Bogenschützen. Die haben Schilde geschossen. Du brauchst Heide. 2 blau, 2 orange und du brauchst einen weißen. Das ist das, was du hast. Ich muss ja Level 3. Und ich brauche 1, 2, das... Und den weißen, genau. Und den Terrain. Schwarzen. Terrain ist Ice Flow. Nichts. Ice. 14 Items.
Ich kann gleich, wenn ich will, einen Würfel auf ein Schild drehen. Ich kann nach dem Kampf, wenn einer von denen noch steht, den zu einem Offsworn machen. Wenn ich zwei Offsworn hätte, dann hätte ich einen blauen Würfel mehr. Das war's. Ich habe gerade nichts. Okay, 8 Stunden haben wir ja. Dann kommt die Clash Round. Mhm. Ich habe ein Schild. Zwei Schilde. Du hast zwei Totenköpfe, ne? Mhm. Ich darf einen meiner Würfel auf ein Schild drehen. Wir würfeln echt wenig Blitze, ne? Die Würfel haben wenig Blitze, glaube ich. Ja, ich hätte hier einen Würfel. Und das sind vier. Du hast zwei Schilde. Mhm. Also kommen zwei davon durch. Mhm. Das heißt, es kommen zwei davon weg. Gibt zwei Punkte, ne? Ja. Und dann kommt noch mal eine Kampfrunde. Ich habe nichts verloren. Du bist auf 1 runter, ne? Du würfelst die beiden Würfel. Die sind gar nicht so schlimm. Zwei Schilde? Ich habe auch zwei Schilde und zwei Totenköpfe. Nichts passiert? Warte, muss ich mal kurz gucken. Ich habe auch wieder kein Ding. Ja, es passiert nichts, ne? Ich wehre das einfach ab. Ein Schild? Blitz. Also, pass auf. Ich habe zwei Schilde. Blitz. Place one of your units from any graveyard in any explored hex without units. Hast du nicht. Gain one Siegpunkt. Oder bekommst die Ressourcen, die auf dem Hex drauf sind. Ja, das wären zwei Salz. Ich kann, der Gegner verliert einen Siegpunkt. Das wäre so bei dem anderen besser. Ich ignoriere alle Totenköpfe, die einen Würfel zeigt vom Gegner. Ist auch egal. Dann wird es entweder Ressourcen oder einen Punkt. Punkt ist gar nicht. Ich bin ja vor dir. Insofern, ich glaube, ich nehme die Ressourcen, falls wir auf was handeln oder so. Ich nehme mal die Ressourcen. Weil ich werde, glaube ich, noch viele Sachen, die so runter verlieren Corinna. Und dann. Okay, dann kriege ich noch einen Siegpunkt, weil das ist zerstört. Achso, Corinna, die geht jetzt. Tschüss. Also ich kriege noch einen Siegpunkt dafür. Dann habe ich die besiegt. Dafür gibt es ja nichts extra. Was? Dafür gibt es ja nichts extra. Das nee, war's. Nee, Punkte. Dann After Combat. Machst du womit? Mit dem hier. Das flippe ich jetzt aus. Mhm. Das geht leider nur einmal pro Kapitel. Und jetzt habe ich, if you have 2 plus Offsworn, you gain 1 bla. Okay. Das war meine Aktion. Du bist dran. Ich habe ja noch 3 Aktionen, ne? Ich werde dahin teleportieren. Also ich werde jetzt hier einen Haven bauen. Mhm. Er kommt ja da nicht hin. Dann teleportieren. Also Haven bauen. Dahin teleportieren. Mit den Einheiten nur, ohne ihn. Ne, ich muss ja mit ihm erst teleportieren. Ja, also dafür brauche ich ja 2 Aktionssteine, ne? Ich finde das gar nicht so gefährlich, ja? Und dann hoffe ich, dass ich sie tot kriege. Mhm. Dann bewege ich mich noch einen darüber. Und dann explore ich das noch. Ne, exploren sollte man nie als letzten Schritt machen, ne? Besser nicht. Ich könnte nochmal questen. Ich habe gerade noch einen. Und, nee, wir haben ja dann sogar noch 2 übrig. Ich kann das exploren und dann hätte ich noch eine Aktion. Na, das entscheiden wir gleich. Aber ich habe auf jeden Fall genug. Ich könnte auch questen. Brauchst du noch Ressourcen für irgendwas gerade? Ich kann eigentlich auch nicht. Also ich will. Also hier reinlaufen. Okay, du hast recht. Ich werde zuerst, bevor ich das alles mache, questen, weil ich stehe ja gerade auf einem Sea Tower. Genau. Weil danach. Nee, danach nicht. Du kannst ja Quinn teleportieren. Also bei mir machen irgendwie gefühlt Aktionen gerade keinen Sinn. Command nicht. Also, das kann aber auch schief gehen, ne? Das sind 5 Würfel. Gut, aber sie ist ja nur auf Level 3. Ne, es geht ja da bloß um die Ressourcen, ne? Achso, da, ja. Ich würde mir einfach, glaube ich, Ressourcen holen, oder? Ressourcen holen? Ja, ja, aber eben ja nicht. Also wenn, dann erstmal abwarten, wie viele Ressourcen ich eventuell mit der Quest mache. Ja, aber ich mache doch irgendwas anderes. Ich warte eigentlich nur darauf, dass die kommen und wenn ich ganz viel Salz habe, kann ich das benutzen, meine ganze Fähigkeiten zu triggern. Nee, also, wenn ich jetzt darunter teleportiere, sind wir ja tatsächlich beieinander. Dann können wir ja wirklich mal miteinander handeln, oder? Ja, aber das hilft mir immer noch nichts, weil ich kann erst nächste Runde bauen. Okay, dann. Also ich brauche eigentlich nur Salz, wenn ich das richtig sehe. Dann habe ich mir hier 3 Salz. Aber du kannst doch nur einen erstmal jetzt drauflegen, oder? And does not end your turn. Ich mache die Aktion, ich mache die Aktion, ich mache die Aktion und dann bin ich durch. Und dann spiele ich jetzt vor mich hin? Ja. Okay, also soll ich... Bist du sicher, dass du nicht erstmal... Ah, du musst ja was anderes noch machen, ne? Du kannst ja nicht. Nee, ich kann auch einfach... Also ich muss nichts anderes mehr machen, glaube ich. Also doch, ich könnte, aber... Das
Weiß nicht, aber ich kann nichts Sinnvolles machen. Also gar nichts. Okay, dann mache ich jetzt die Quest. Mhm. Choose a Hex of a Curse. Oh, vielleicht soll ich aber vielleicht auch lieber die Quest machen. To remove Hex entfernen. Du kostet 5 Ressourcen, ne? Ein Curse entfernen, ja. Dafür, dass die so leicht draufkommen, ist es ganz schön teuer, um einen wegzumachen. Aber können die von irgendwas, es gibt keinen Spieleffekt, der sagt, bei Curses was platzieren? Bei was? Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, den zu entfernen. Dann ist hier wirklich Ruhe im Schacht erstmal. Da wird ja auch nicht gekämpft. Das macht ja Sinn, die Curses da zu entfernen, wo gekämpft wird vermutlich, weil ja man keine Blitze benutzen kann, da wo gekämpft wird. Ich meine, wir benutzen eh wenig Blitze, aber... Ja, da kämpfen wir auf gar keinen Fall. Warum sollten wir da jemals hinlaufen? Genau, deswegen gehe ich da auch nicht hin. Gerade lohnt sich das noch nicht. Weißt du, was ich als erstes mache? Als erstes bauen wir den Haven, bevor wir es vergessen. Ja. Wo baust du den Haven? Da. Da. Ich muss ja immer da, wo Einheiten oder Dings stehen. Haven. Genau, so machst du immer mit deinem Helden. Genau, also da muss der Held sein. Okay, dann bin ich nochmal dran. In your Heroes Explored Hex. Dann bewege ich meinen Held. Mhm. Dann gebe ich eine Nahrung aus und Command und dann bewege ich diese alle hier hin. Es ist halt auch, also die darf ich auch nicht töten, weil du musst ja auch was töten für die Punkte. Genau. So, zack. Warte, wie viele Würfel habe ich da jetzt? Erstmal den Archery-Würfel, ne? Ein. Und sie hat... Terrain ist eine 1 oder 2? Oh. Okay. Und jetzt würfle ich... Warte. Jetzt muss ich ihn umbaldobern. Also ich habe 2 rote Würfel und ich kriege einen blauen, weil ich die 2 roten habe. Ich kriege noch einen blauen für den. Ich kriege den weißen und ich kriege den schwarzen. Möchtest du welche Feeds nutzen? Archer gleich. Ich kann einen Würfel auf ein Schild drehen gleich noch, wenn ich das will. Und ich habe schon... Bam! Hast du gewürfelt? 2 deiner Schilde gehen weg. Die hat keine extra Eigenschaft. Wir gucken, was sie macht. Das ist die Queen. Place a Hex hier oder so ein Scherz. Flip all your feats and items without using them. An welcher Stelle passiert das? Before Damage. Aber das ist ja Before Damage once per Combat. Das heißt, ich benutze das vorher noch, um daraus ein Schild zu machen. Und die werden jetzt alle umgedreht, ja? Mhm. Gut, dass das auch schon verbraucht ist, once per round. Mhm. Once per round ist quasi ja... Okay, also es ist ja auch schon verbraucht jetzt. Gut, also ich habe ein Schild. Du hast wie viele Totenköpfe gewürfelt? Ein Totenkopf. Ein Totenkopf. Mhm. Okay, den blocke ich, aber du reduzierst meine Schilde. Ich reduziere deine Schilde, also... Mit dem einen extra. Genau. Weil der eine wird dafür benutzt, ja, und der andere dafür. Ja. Also verliere ich eine Einheit. Ja. Sie ist auf jeden Fall tot. Das sind 4 Totenschädel. Ich habe ein Schild, also noch 3. 1, 2, 3, tot. Passt genau, ne? Ja. Perfekt. Dann kriegen wir auch alle den hier wieder und du kriegst 4 Punkte. Uhu. Da. 1, 2, 3, 4. Macht sonst noch irgendwas? Nö. Nö. Das ist noch so ein bisschen. So Item ziehen oder so wäre geil. Die kommt ganz aus dem Spiel. Mhm. Was ist, wenn die Karten da alle sind? Weiß ich nicht. Kann ja in 4 Runden durchaus passieren. Ja. Okay, dann bin ich weiter dran, weil du dir die Ressourcen genommen hast. Nacht, ne? Anna, welche Ressourcen? Oh, ich habe vergessen. Nee, ich habe ja jetzt einen Stein wieder bekommen. Ich wollte... Ach nee, wollte ich nicht. Okay, ich mache... Ich bin dran. Okay. Ich habe doch einen Stein wieder. Das not end your... Doch, das endet mein Turn. Was? Klar, Command auf jeden Fall. Genau. Gut, dann machen wir es. Ich hole mir, glaube ich, einfach eine Ressource. Sicher? Kannst du nicht irgendwas... Was bringt das, dass in der Hälfte steht, dass du die Talente benutzen kannst? Ja. Wie sagst du eigentlich? Du hast mehr Gegenstände gekauft. 2. Könntest du dir noch einen Gegenstand holen? Du hast 3 Mineralien. Stimmt. Ich möchte Market machen. Du hast ja den Healing Potion geholt, ne? Ja. Ich kann davon... Ich hatte doch noch eine Einheit verloren, oder nicht? Ja. Clash, if you have war... Hier, ich hole mir das hier. When you gain this, place one wall on any haven. Das mache ich doch mal. Wo möchtest du es hin haben? Da. On any haven steht da. Ja. Und dann, was machst du noch? Das, wenn ich eine Wall habe, dann bekomme ich ein Schild für den Blitz nicht über. Ach gut, das solltest du ja sowieso noch haben. Die Ressourcen habe ich mir schon ausgegeben. Hast du? Hast du eine Ressource da jetzt? Stimmt. Okay. Dann bin ich dran, ja? Ja. Ich möchte mich gern bewegen.
Und bewegen beendet meinen Zug nicht. Ich habe jetzt noch 2 Sterne. Soll ich aufdecken? Ich kann danach noch meine Einheiten reinziehen. Ich hatte 3. So. Was denn? Ich decke das jetzt noch auf, oder? Ach ja, neuer Gegenstand. Ja, sonst sieht das auch mal geil, oder? Also, der letzte hat halt eine Garnison bekommen. Eine vollständige. Das wird da wahrscheinlich auch wieder sein. Aber da könntest du noch reinziehen, die auch besiegen. Xyxrid Leaves, also Blätter. Immer abwerfen um irgendeinen Würfel hinzuzufügen zu einem Wurf irgendeines Spielers außerhalb des Kampfes. Also für eine Quest. In der okay, Regel. Auch nett. Die anderen waren das, was es war. Ja komm, ich erkunde das jetzt. Ich bin einfach mal unvernünftig, läuft ja bei uns. Oh stimmt, ich hätte auch statt hier ganz viel zu trainen auf einmal lieber noch Gegenstände holen können, aber nächstes Mal. Sea Tower. Units and Heroes hier, das ist immer gleich. Ich bekomme 4 Salz. So hättest du natürlich auch noch Ressourcen machen können. Du standest da ja gut reinbewegen, mit nichts aktivieren. Das wäre auch nicht so gut gewesen wahrscheinlich. Wer weiß, was du erzeugt hättest. Das hat Karl mein Zitor geklaut. Danke, Karl. Sorry. Ich hätte auch einlaufen können. Ah, platziere hier 2 Skelette. Wie schön. Dann kämpfe ich sofort, ne? Nee, wieso? Ist doch keine Einheit von dir. Achso, ja, stimmt. Die kommen jetzt erst. Das Schade ist, wenn ich das jetzt noch hätte, also hätte eins zumindest wegmachen können. Aber du könntest natürlich jetzt noch gleich reingehen und gegen die kämpfen. Das war der Plan. Das ist eine Punktemaschine. Das ist richtig, wobei, ja. Ja. Vor allen Dingen habe ich meine Einheiten schon da zum Bewegen nächste Runde. Ich würfle 1 weißen Würfel und du würfelst 2 rot. Nee, die haben keine. Ich würfle alleine, ne? Ja. Okay. Warte. Nein, kann ich nicht mehr. Das ist verbraucht. Das ist ja auch umgedreht. Das ist richtig mies. Okay, und dann jetzt, warte. Die hier. Mach dich platt. Bam! Ein Schädel. Also die sind sowas von tot. Und leider ist aber mein Gegenstand, um eine Wall herzustellen. Wie viele Schädel hast du gewürfelt? 1. 1. Okay, ich entferne wahrscheinlich doch mal die günstigste Einheit. Und 2 Punkte habe ich gekriegt, ne? Okay, passt. Cool, kann auch easy gehen, wenn man die erste Runde überlebt. Aber es ist auch schon wieder echt wenig Schilde. Weil die sind halt rot und roter Würfel bedeutet, gib ihnen in die Fresse, aber keine Schilde. Aber ich meine, wenn der jetzt gleich hier reinläuft und da einen killt, wo auch immer, und der von mir hoffentlich gekillt wird, haben wir danach nur noch maximal 2 Gegner. Ja. Plus die 2 neuen, die kommen. Und ich kann von hier aus ja überall hin. Mhm. Also die gelten überall als angrenzend. Das heißt, egal wo ich jetzt hinlaufe, ich kann die von da holen und zum Beispiel von hier. Also ich kann mit ihm irgendwo hingehen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich hier hingehe, kann ich hier sowohl von hier als auch von da holen. Okay. Oder von hier oder von da. Von hier, klar. Wenn der da hin teleportiert, er da. Dann ja. Von, und dann er, also wenn die er da sind dann beide angrenzend, die Felder. Ja klar, aber wir können jetzt nicht hier hingehen und die noch nachholen. Die nicht, aber die. Aber die, ja. Genau. Was mir halt gerade fehlt, sind ein paar blaue Einheiten. Das hier ist nur Offensive. Die sind doch alle blau. Nee, Würfel. Okay. Ne? Weil diese Würfel haben keine Schilde, aber jede Menge Totenschädel. Deswegen machen die halt so viele Totenschädel, aber keine Schilde. Deswegen, die wären schon gut. Und deswegen hätte ich gerne meine Gegenstände wieder. Das war mein... das war noch nicht mal... Ich habe noch eine Aktion, ne? Mhm. Echt jetzt? Weiß nicht. Was hast du jetzt gemacht? Du hast Command gemacht, das 2. Mal. Hast du für eine Ressource ausgegeben? Ja. Ja, ich hatte 4. Dann habe ich das ja noch. Was ist denn da drauf für ein Symbol? Iceflow. Was bedeutet das eigentlich? Kann kein Haven gebaut werden. Weil das immer als chaotisch gilt oder so. Das ist ja ein Burgle Tower, ja. Das X bedeutet kein Haven kann gebaut werden. Genau. Ich meinte, was bedeutet hier das Horde-Symbol? Dass da Horden spawnen können, irgendwie so. Weiß ich nicht. Weil das ist, hier sind imperiale Symbole drauf. Genau, das ist irgendwo für wichtig. Okay. Was mache ich denn jetzt mit dem letzten? Traden können wir immer noch nicht. Dir einen Gegenstand holen vielleicht? Ich zahle 1 weniger, ne? Wenn dein Held da ist, ja. Ja. Das solltest du nutzen. Also Market. Ich könnte auch questen. Ich bin dann im Sea Tower. Soll ich lieber questen? Wenn das gut ist. Eine Ressource für jeden Schild und Blitz, den ich würfle. Das jeder gut. Spieler. Das ist super. Ich meine, du könntest. Und wenn es nicht klappt, das kannst du questen gegen New One. Wenn Draw was egal ist, ja, aber. Das ist dann. Oder ich könnte noch. Also das hier wirft man ab und dann kann man seine Einheiten von irgendwo zum anderen Spieler dazustellen. Das ist eine beliebige Ressource, ne? Mach auf jeden Fall die Quest. Na gut. Und wenn du Schild wirfst, kannst du auch eine neue Quest ziehen. Plus? Weil du eine von den Sachen oben erfüllen musst. Okay, dann
Du hattest vor dem Aufdecken noch zwei Kristalle. Genau, und dann habe ich jetzt nach dem Aufdecken hatte ich... Moment. Das Aufdecken kostet einen, das Reinbewegen kostet einen, dann hätte ich ja einen, aber es sind alle meine Kristalle. Command habe ich zweimal benutzt. Einmal hier rüber und einmal dahin. Mhm. Bewegen habe ich zweimal gemacht. Mhm. Nee, müsste eigentlich fassen. Okay, also ich bekomme vier blaue Würfel und einen roten Würfel und ich bekomme, was für einen Würfel extra? Nezras Navigator. Never seen Navigators. Drück mal die Daumen. Das sieht gut aus. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Das stimmt, also ich kann jetzt, aber ich könnte das auch so, es bringt ja nichts. Schade. Neue Quest sehen bringt nichts. Aber für jedes gewürfelte Schild und also es waren, jeder dieser Würfel hat eine dritte Chance auf ein Schild. Du musst Schilde würfeln. Jeder bekommt Schilde oder Blitze. Jeder von uns kriegt eine Ressource. Was nehme ich denn da? Danke. Ich kriege zwei Food reichen ja eigentlich. Ne? Soll ich Plunder nehmen? Weil ich auch relativ viel Plunder bekomme. Ich nehme Plunder. Ich nehme lieber ein Kristall. Ich nehme auch einen Plunder. Ich bin ja doof. Ich hätte natürlich auch da einen Haven bauen. Bestimmt. Dann hättest du mich wahrscheinlich umgebracht. Warum? Weil ich hätte ja woanders lang gehen können. Ja. Ah, shit, jetzt ist es zu spät. Aber das wäre total clever gewesen, da einen Haven zu bauen. Es wäre viel sinnvoller gewesen, als die Quest zu erledigen. Tatsächlich. Nee. So hätten wir beide 5 Ressourcen bekommen können. Oder 4. 5. Nee, 5. Mit den Würfeln. Ja. Aber es wäre halt gesichert mehr Einkommen. Wobei, du kriegst ja auch nur 2 Ressourcen mehr. Und die 2. Also, bestimmt. Das sind schon ein paar Ressourcen. Ist ja die Lernpartie. Gut. Plus mehr Siegpunkte, aber... Du bist durch, ne? Ich habe jetzt auch alles fertig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, dann kommt Nemesis, Activate Legions and Hordes. Aber wir haben alles weggenommen, was hier weg ist, ne? Genau, dann kommt zuerst The Courtesan. Die geht in deine Richtung. Oh, einfach nur ein Feld, ne? Das war's dann. Hast du gesagt. Ja. Dann kommt die Lich Queen. Die läuft hier rein und kämpft. Was hat die? Die hat 2 Weiß. Ich habe nur 1 Weiß leider. Entschuldigung. Mach dein Ernst? Ich habe da keine Beastmaster. Du hast an deine. An den Turm. An den Turm gedacht? Der bringt noch einen mehr. Das ist ja super. Das ist nur ein Clash. Blitze. Archery. Gib ein Mineral aus, um einen roten Würfel hinzuziehen. Genau, dafür habe ich den ja gekauft. Auch wenn wir wissen, was der würfeln wird. Oh, 2 Totenköpfe. Das ist immerhin schon mal ganz gut. Ja. Und das bringt nichts. Before once per round. Also ist das quasi auch verbraucht. Mhm. Wie schade. Und der Rest bringt mir nichts. Dann ein Schild. Das heißt, du machst einen Schaden an der Lich Queen. Genau. Sie geht einen runter und ich verliere 2 Einheiten. Ne? Ja. Kannst du nicht auch dafür Gebäude abreißen? Ist die Frage. Ich weiß nicht. Warum nicht? Würde ja sinnvoll sein, oder? Nö. Warum denn nicht? Vielleicht für neue Einheiten brauche ich vielleicht bessere Einheiten, wenn ich viel mehr Ressourcen bekomme. Gut, dann kommt der normale Kampf. Da kriege ich wieder den. Da kriege ich einen lilanen. Den blauen auch. Blau. Für die Welle. Achso, dann ist das der lilanen, ich meinte. Das blauen Lila. Und dann kriege ich 2 Orangen und das war's. Sehr toll. Gut, dass ich hier so toll gewartet habe die ganze Runde. Habe ich Einheiten verloren? Ja. Ich mache mal eine Healing Potion. Du musst 4 Schaden. Hier ist After Combat. Ne? Wir sind immer noch im Kampf. Ich kann das nicht wiederholen. Wie schade. Wenn du Blitze würfelst, kriegst du auf jeden Fall auch Schilde. Wobei du hast gerade nichts. Du hast halt so gut wie nichts mit Schilden dabei, ne? Hatte sie nicht. Sie war 5? Ja, sie hatte einen ja schon verloren eben. Sie kriegt 2 orangene Würfel, einen lilanen. Den dann 2 Curse auf einem Hex. 2 weiße. Also. Genau, also ihre Fähigkeit beim Spawn war, dass sie einen Curse platziert. Platziert sie dann gar keinen, kommt der woanders hin, aber ist ja schon gut zu wissen, dass du nur einen Curse hast. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Nee. Doch, ich besieg sie. 4. 3. Du machst 3, dann sie, ist sie tot. Also sie wehrt nichts ab. Das Ding bleibt auf jeden Fall da stehen. Ich verliere nur meine Einheiten. Und der Blitz, den du gewürfelt hast, was macht der? Damit könnte ich ein Schild machen, was nichts bringt. Weil du immer noch alles verlierst?
ja, mehr Dinger brauche ich auch nicht zu machen jetzt. Für den Blitz kann ich noch ein Schild machen. Also hier, hier. Ignoriere alle, bringt ja auch nichts. Das ist ja alles immer nur einer. Du könntest dafür sorgen, dass er einen Siegpunkt verliert. Die Horde. Das wäre vielleicht gut. Mhm. Place one of your units from any graveyard and any explored hex without enemy units. Also könntest da eine Einheit hinstellen. Ja. Wir dürfen übrigens niemals im gleichen Hex sein. Vertrauen ist immer noch ein rares Gut, auch wenn wir eigentlich zusammenarbeiten. Ja, hier die irgendwelche Reaver, eine andere spielbare Fraktion, hat meine ja mal überfallen und so weiter. Aber okay. Die eine Karte lässt das ja zu, aber danach kommen die ja wieder weg. Oder ich kann die Ressourcen bekommen, die auf dem Hex sind. Ich glaube, das nehme ich. Das ist welches? Gain the Resources. Aber du könntest sie halt auch, also die Horde hat halt relativ viele Punkte, du könntest sie auch einen Siegpunkt verlieren lassen. Ja, aber wenn ich mehr Ressourcen mache, mache ich hoffentlich mehr Punkte als die Horde. Das kann auch sein. Wie viele da kriegst du dann? Drei Stück. Drei, ne? Jedes einmal. Und ich glaube, wir machen eh, also ich würde sagen, nach der Partie Schluss, weil die haben wir schon relativ früh verloren, nach der Runde. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die schon verloren haben. Nö, aber wir hätten sie noch deutlich besser spielen können. Wir gucken mal. Macht ja Spaß. Ich eine Doppelaktivierung. Dann ist sie tot. Und dafür, if destroyed, gains 3 points. Guck mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich fühle mich wie bei Pazifiker. 1, 2, 3. Da muss ich morgen gezockt, auf jeden Fall da denken. Und ich habe noch gespielt. 1, 2, 3. Zählt man noch was runter, ja? Du machst deine Aktion immer. Achso. Ich mache eine Aktion, also 1, 2, 3, du bist dran. 1, 2, 3. Okay, ich wieder. 1, 2, 3. Okay, ich verstehe. Okay, also die ist besiegt. Das heißt, die Lich Queen kommt weg. Das war's. Dust to Dust. If destroyed, gain 3 victory points. Das haben wir gemacht. Also das die beiden kämpfen jetzt hier gleich noch gegeneinander. Genau, das sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht schaffen wir noch eine Runde. Mal gucken. Außer, dass ich jetzt nicht so viele Ressourcen bekomme. Du hast wieder kein Haven gebaut. Nee, wie denn? Richtig. Ich musste erstmal das verteidigen, was Gott sei Dank geklappt hat. Die Horde bekommt stattdessen einen Siegpunkt. Du hättest dich als allerletztes bewegen sollen. Dann hättest du ja vorher noch, du hattest nicht die Punkte für den Haven bauen. Vergiss es. Aber wir hätten handeln können. Produktionsphase. Bekomme Ressourcen. Ich bekomme wieder 3 Kristalle. Also, 2 Kristalle. 5 Plündern. Der Ressourcenunterschied zwischen uns ist einfach nicht feierlich. Und das und dann noch jeweils 1 und ein Punkt. Aber in deiner Ecke ist doch jetzt eigentlich Ruhe, ne? Ja. Also so noch, da passiert ja gleich wieder was. Ja, jetzt kommt wir denken ja, die Geschichte wird ja weitergeschrieben. Und ein Food, dann bekomme ich 1-1-1. Und dann bekomme ich... Noch 2 Punkte. Nochmal 2 plündern. Ich kann alle meine Einheiten aufs Feld stellen. Also Pazifiker. Hat wer von euch Pazifiker gespielt? Wie findet ihr das? Ich finde es so unfassbar belanglos und banal. Es ist wirklich nur 1, 2, 3 und tu, was die Karten dir sagen. Das ist nett, wenn man sowas möchte, aber ich finde es halt null interessant. Vielleicht sollten wir Train machen. Sieht gut aus bei dir. Wobei das jetzt bei dir auch gar nicht so wenig ist. Nö, aber das Problem ist, dass du so wenig Plunder hast. Du kannst wieder nur einen Haven bauen. Genau. Du willst eigentlich diese Runde mehrere Havens bauen. Ach ja, du bist doch nicht ganz... Ja, auf die Runde macht die Platte. Da läufst du rein. Also das Problem ist, sie tötet halt garantiert so viel wie... Es lohnt sich nicht... Ja, nur mit Offensiv lohnt sich das. Es lohnt sich ja nicht mit Schilden dahin zu gehen, das zieht das ja bloß in die Länge. Ja. Genau. Dann war das. Dann kommt das. Dann kommt so das Empire. Warte, wir sind noch gar nicht... Haben wir eigentlich Einheiten? Nee, warte, hier. Wir sind ja noch gar nicht durch. Wir haben ja jetzt erst die erste Einheit gemacht. Stimmt. Die Kurtisane zuerst. Dann sie... Jetzt ist die Imperial Guard dran. Die geht dahin. Wann gehen die mit dem Fred hoch? Erst danach, ne? Haben wir irgendwann mal... Du hast keine Einheit verloren in dieser Runde, oder? Doch, habe ich... Warum sind die nicht da? Du hast gegen Rotworm gekämpft? Du hast auch gegen die Legion gekämpft, oder? Da habe ich aber, glaube ich... Habe ich da was verloren? Weiß ich nicht. Habe ich in beiden Kämpfen jeweils eins? Ich glaube, da habe ich nichts verloren. Okay, dann nur hier. Das war ja... 4 Punkte. Ja. Insgesamt. Ja. Noch. Ja, dabei habe ich nicht dran gedacht. Das stimmt, die hätte ich da einstellen müssen. Hier, Stichwort, Regeln, die man schnell übersieht. Das ist jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der To-Liste. Steht nicht ganz oben. Aber ja, genau, hast du die 4 Punkte schon gegeben oder wann gibt's die? Nee, das kommt, würde jetzt erst kommen. Also wir sind noch nicht fertig mit Abhandeln. Genau. Imperial Guard bewegt sich um 1, macht nichts weiter, ne? Mhm. Dann ist er dran, 21. Mhm. Und er bewegt sich dann ja
dahin. Mhm. Weil, warte. Nicht weiter weg von der Capital, mhm. check. Hex mit dem Haven. Mhm. Wäre kann weiter weg kann und es sind Berge dazwischen. Dann Hex mit den wenigsten feindlichen Einheiten. Da. Weil das zählt als 3? Ja. Okay, genau. Und ansonsten erst dann Leoswald. Dann geht er dahin. Da wird gekämpft. Du machst die Legion. Ich mach hier den Flügelgarn. Aber ich fühle mich da trotzdem nicht so wohl, muss ich zugeben. Er hat 3 rote Würfel. Es sind übrigens normal nur halb so viele Würfel dabei. Die haben mir noch einen Würfelteig mitgeschickt. Das ist auch nötig. Willst du das mit der Hälfte der Würfel spielen? Okay. Warte mal, bei Aktivierung hätte er aber doch einen Curse platziert, oder? Machen sie es nicht alle? Ja, yeah, dann müssen wir mal gucken, was da steht bei Aktivierung. Place one Cursor, move the Horde, one Hex und Phaser. Genau, steht das erste. Und er hier würde eine Garnison platzieren. Wenn die 4. Garnison hier platzieren würde, platziere sie auf einem Empty Hex mit einem X. Und wenn es kein ist, reinforce eine andere Garnison. Auf ein Empty Feld mit einem X oder ohne ein X? With no X. Weil dann gehen ja... Hier. Aber ein Adjacent doch wohl nicht? Nee, place on an Empty Hex with no X. Und woraus entscheidet sich welches? Das kann auch irgendwas sein, ne? Gucken wir doch mal, es wird ja hier geschehen. Maybe. Capital, 47. Seite 50, Place Garrisons. Nee, Capital. Also. Like any. Ja, mir steht hier auch nicht. If the Empire does not gain 1 VP, the Empire does not gain 1 VP, it would place a force garrison, if it would place a force garrison, instead place it on 1 empty hex with no X. If there is no one, play, also empty hex ist ja nur das hier. Das ist auch ein empty hex. Nein, das ist... Hier steht extra, explored or unexplored. Achso, ja dann. Deswegen ist das ja so eindeutig. Guck mal, hier steht Seite 50. Guck mal, ob du auf Seite 50 was anderes noch findest. Take one level one garrison from the reserve and place an empty hex with no X. An empty hex contains no heaven, units or curse. The hex may be explored or unexplored. If there is no empty hex, haben wir nicht. Es muss doch. Irgendwo muss irgendwas mit adjacent stehen oder so. Nein. Steht nur das dann. Wir sind ja gerade, weil der da aktiviert, ne? Mhm. Also erstmal aktiviert sie da ja auch. Sie macht das ja auch. Genau. Ich würde das jetzt als ein angrenzendes Feld, also ansonsten ist ja irgendwie albern. Steht hier nicht. Also wir können das eigentlich jetzt machen, oder sonst, steht da nicht? Sonst stellst du dir die ja immer einfach dahin. Was sagt der Fest? Stimmt, kann auch ein bereits Occlusus sein. Bloodworm hinterlässt auch einen Curse. Genau. Genau, das habe ich schon gemacht. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Und wir stellen ja dann das nächste für ihn auch noch auf ein anderes Hex, das wird nicht addiert, weil es ist ja auf ein Empty Hex. Genau, er ist ja, er würde das wahrscheinlich dann dahin stellen, weil das das letzte Empty Hex ist. Der steht zu dem Zeitpunkt da, wenn die Wache aktiviert. Mhm. Sie hat dahin gestellt, sage ich jetzt einfach mal, und dann stellt er dahin. Was ihm ja auch hilft. Ja. Oh, da gibt es auch eine ganze Menge Punkte, aber gut. Jetzt tun die Punkte Legion, wirklich auch. Ja, aber Legion ist ja egal. Dann geht er dahin, hat das halt gemacht. Jetzt kommt der Blattwurm, hinterlässt den. Jetzt haben wir ja schon gewürfelt. Ja, den Fernkampf. Hier, genau, den Fernkampf. Was hast du gewürfelt? 2 Blitze, 1 Schild. Was macht deiner bei Blitzen? 2 Schilde. Ich habe 4 Schilde. Ich habe 5 Schilde. Das heißt, du leistest keinen Schaden. Ja. Aber was er macht ist, er platziert dort einen. Sind wir in den Badlands? Wissen wir nicht. Garnisonen kommen weg, wenn Curses platziert werden, ne? Ist das so? Ich hatte mir hier eine schon zurechtgestellt. Ja. Hattest du irgendwo gesagt? Place a curse. If place a destroy any garrisons. Ja, ja. Well, ne? Das macht seinen einer Blitz. After damage, once per combat. Kann also nicht nochmal, ist auch logisch, dass es once per combat ist. Okay, jetzt kann keiner, also kann er keine Blitze mehr benutzen? Jetzt kann er keine Blitze mehr benutzen, aber es ist ja, passiert ja gleichzeitig, nehme ich an. Und ich erleide Schaden durch irgendwas. Bloodworm läuft in die Hauptstadt. Weil... Fused Enemy Units? Zählt die Garnison doch nicht als Einheit? Warum?
Also thematisch ergibt das Sinn? Genau, aber... Not far from the capital? Also wenn das wie Einheiten zählt, dann stehen da ja 3 Einheiten. Thread zählt jeder eine. Was? Ah, die... Der Thread-Level bestimmt die Stärke und damit quasi wie Einheitennummer. Und dann hätte ja die Imperial Guard 5 und dann ja mehr als die 3 von der Stadt. Das macht Sinn, sonst wäre es einfach immer nur 1. Genau, und es würde aber garantiert so laufen. Das heißt, der ist stattdessen dahin gegangen und du musst anders würfeln. Mhm. Du musst 2 weiße würfeln. Mhm. Hätte ja nichts geändert. Bam, sehr gut. 2 Schaden, ne? Mhm. Das danke heißt, für den Weiß, Thomas. Aber ich habe hier auch 3 Schaden gewürfelt. Das heißt, und die Garnison kommt ja sowieso ganz weg, wegen dem Curse. Stimmt, und der Deal kommt ganz weg. Das heißt, es kommt auch keine weitere Dingsrunde. Oh, jetzt triggert gleich das, wenn dann nur feindliche Einheiten stehen. Die Horde macht uns, macht mir Sorgen. Aber erstmal kommt noch, die kommen ja nicht dahin, ne? Die kommen ja hierhin. If there are ever, also jetzt, only non-imperial units on the capital, such as from the command action or horde activation, place 1 legion on the capital immediately. This will repeat until there are no more legions or no more non-imperial units. If you cannot draw, flip the capital and give 5 repeat to the factions with units on it. Jetzt kommt sofort eine, es wird sofort gecapped. Die verteidigen ihre Hauptstadt bis zum bitteren Ende. Ja, das ist schon ganz lustig. Aber erstmal, du hast 2 Schaden gemacht, ne? Der Bloodwound geht also auf 4 runter. Mhm. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Der wird aber einige von denen noch verfrühstücken. Mhm. Kriegt er jetzt auch die Siegpunkte für dann die besiegten Dinger natürlich, ne? Hier, die hier. Kriegt die Horde ja wahrscheinlich dann auch. Das weiß ich nicht. Da steht auch nicht Player Gains, da steht Gains 5. Klar. Das weiß ich nicht. Oh, wahrscheinlich schon. Dann hoffen wir mal, dass jetzt was Starkes kommt. Also jetzt kommt die Imperial Legion. Das wird uns hoffentlich Thomas sagen. Die Imperial Legion. Mit was für einer Stärke? Immer noch 5, ne? 5, außer steht was anderes da. Okay. Und dann fängt ja ein neuer Kampf an. Die hat ja ein Target. Ihr Target ist die Hauptstadt. Hier, kannst du haben. Na, das ist die 10. Wo sind die Marker? Hast du die richtige? Ich meine nicht, dass sie überleben wird, ihr Ziel aber ist die Hauptstadt, weil die anderen schon haben. Ein Ziel haben. Okay, dann sind wir in der Archery Phase. Ich mach 2 rote Würfel. Du machst 2 weiße und 1 blauen. Wen habe ich jetzt? Hier. The Assassin. Das ist er hier. Was macht sie beim Auftauchen? Place her target, then the player flips their starting feats, place 1 activation token on her card. Oh, das ist gut, dann habe ich sie wieder aufgedeckt. Sie wird also auch gleich diese Runde aktiviert. Also meine waren ja schon geflippt, ich nehme an, die bleiben. Das bist nicht du. Steht da nicht. Und the target. That player, then that player, das ist keiner von uns. Okay. Und was ist dann mit den. Achso, Activation, ja. Was? Aber da steht dann Place, One, Activation. Token on der Karte. Auch nur that player. Die wird also diese Runde auch gleich aktiviert. Normalerweise kommen die neu rein und werden nicht gleich aktiviert am Ende der Runde, weil sie keinen Token haben. Okay. Oh, haben wir das berücksichtigt vorhin? Weiß ich nicht. Wir hatten dieses Token, irgendwas aktiviert doppelt. Die Imperial Guard aktiviert. Doppelt, weil sie als allererstes platziert wurde. Für die Garnison bekommt Chaos keinen Siegpunkt, da die Garnison in die Chaos Grave kommt, ist es schon zu spät, ist schon spät. Die Imperial Guard war 2-mal dran. Das ist die allererste, die wir platziert hatten, und hier war ein extra. Aus der ersten Runde. Das heißt, der ist doppelt dran. Okay. Das heißt aber, dass der sich nochmal weiter bewegt hat dann. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich ein dickes Problem. Mhm. Nö, du machst den platt. Dann müssen wir das jetzt zuerst machen, weil der Bloodwound alles erst danach ist, eigentlich. Wir speichern das kurz. Mhm. Oh. Das ist hier der Empathie. Der hat 5, ne? Mhm. Ich habe da 2 weiße Würfel. Ich habe gut, dass ich einen Wall gebaut habe, aber da bin ich jetzt nicht so drauf vorbereitet. Wie uncool. Und wir haben schon unsere Ressourcen genommen. Ja. Das macht man vorher. Nee, das macht man am Nemesis-Phase und dann die Produktionsphase. Du hast die Ressourcen noch nicht. Okay. Ja, 2 Verteidigungswürfel. Keinen Held dazu unterstützen. Du musst da blau und 2 würfeln. Also du würfelst auf jeden Fall jetzt auch schon mal besser. So, die Farbgebung. Wie viele Lebenspunkte hat er? 5. Ja, 5 halt, ne? Ja, das werde ich glaube ich nicht schaffen, aber mal gucken.
ein Schild und ein Totenschädel. Wieder eine Garnison hinterlassen? Ja. Da reicht es ja dann ein Teil darum. Bam! Zwei Totenschädel. Du dann, hast einen Schädel? Ja, du verlierst. Hier, er ist das, nicht der Assassin. Okay. Dann verliere ich eine Einheit. Er ist jetzt auf dem Tor aktiviert worden, ne? Was hast du, zwei Totenschädel? Ein. Und ein Schild, deswegen habe ich eine Einheit verloren. Jetzt kriegt er auch noch Punkte. Mhm. Dann sind wir in der Clash-Phase. Dann würfel ich noch einen weißen, einen blauen und einen roten. Nur einen blauen. Was Sehen. Brauchst du noch alles? Blau, alles andere einmal. Ja, das ist immer noch zu viel. Okay. Das ist nicht gut. Also ich habe 3 minus 1 sind 2. Ich habe 3. Und du hast 3. Ich kann nichts reduzieren. Ich kann nichts benutzen. Weil ich mit meinem Helden ja nicht da bin oder sonst irgendwas habe. Kann ich Ressourcen ausgeben? Ah, ich habe einen Würfel vergessen. Stop the count. Ich habe noch Welle. Ich darf einen blauen extra würfeln. Ich habe jetzt, warte, ich sollte vielleicht nicht. Was sind die Würfel, die ich gerade gewürfelt habe? Die hast du, glaube ich, da hingelegt. Also, es muss das gewesen sein. Ich habe keinen Dealer, ich habe Rot hier gewürfelt. Aber ich würfel jetzt einfach einen blauen. Guck, was passiert. Ein Schild. Dann kommen nur 2 weg. Er leidet 2 Schaden. Mhm. Ich habe ja 3 minus 1. Auf 2. Jetzt habe ich noch einen roten Würfel. Es geht ja weiter. Mhm. Aber ich habe jetzt auch deutlich schwächer. Jetzt hast du immer noch 4 Würfel. Der ist weg. Und dafür kommt der, die würfeln ja viele Blanks. Ich muss jetzt einfach darauf hoffen, dass ich einen. Also der hat bis auf 2 Seiten hat der Totenschädel. Jetzt ist die Frage. Also erstmal ist er tot. Das steht fest. Wieso? Ich habe das gewürfelt. Und Blitz gibt dir Schaden? Blitz? Ich kann ihn einen Siegpunkt verlieren lassen. Ja. Ich kann, glaube ich, eine Einheit wieder zurückholen. Ja, aber er fehlt ja erstmal nur ein Leben, oder? Ach, er hat noch 2 Leben. Naja. Dann haben wir irgendwas, was Schaden hinzufügt? Nö. Ich kann einen seiner ich kann nur einen davon dann damit wegblocken. Warum hast du denn 2 davon gewürfelt? Hast du eine Fähigkeit, die du aktivieren kannst? Nein, ich bin noch mit meinem Helm noch gar nicht da. Und die sind alle geflippt, ich habe die bloß schon umgedreht. Braucht man dafür wirklich die Helden oder habe ich mir das ausgedacht? Blauer Würfel. Ja, On Your Heroes Hex muss drauf. Für den Wall. Hast du den mitgewürfelt? Stimmt, ich habe nochmal einen blauen Würfel für den Wall, habe ich vergessen. Dann ist er tot. Dann ist er tot. Danke, oh Thomas, wären wir kaputt. If destroyed, remove its target. Ja. End game. Du ziehst hier voll davon, 5 Punkte. Mhm. Destroy one non-imperial unit or threat here. Gut, das bringt ja nichts. Wobei, das ist ja eine non-imperial unit. Ja. Also kommt die weg. Anscheinend. Der kommt raus. Ich habe aber immer noch hier das hier. Ich könnte ihn einen Punkt verlieren lassen, ich könnte einen Punkt nehmen, das ist beides nicht wichtig. Du hast Ressourcen bekommen. Schaden ignorieren bringt nichts. Oder eine aus seinem Graveyard wiederholen. Das klingt doch. Der wäre ja da, ne? Mhm. Ich habe die sowieso schon wieder, glaube ich. Das muss ungefähr richtig sein. Ist ja egal, solange eine da steht, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Also, ist ja nicht so wichtig. Du musst ja nur mit einer was markieren. Dann könnte ich mir zum Beispiel. Wenn du vielleicht das Graveyard wiederbekommst, schon. Ja. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Aber ich hole mir mal die teuerste wieder. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Okay. Puh. Danke sehr an wen auch immer. Thomas Willinger, absolut richtig. Jetzt machen wir hier weiter. Genau. Ich weiß, warum dieses Spiel auch nach 2 Kapiteln beendet wird. Und dann machen wir auch gleich Ende. Wir machen die haben alle Doppelaktivierung. Der geht auch noch rein, weil ich will auch jetzt nicht bis 3 Uhr nachts hier spielen. Jetzt machen wir das fertig. Wir sind jetzt in der nächsten Kampfrunde da. Das Spiel ist lieber nochmal fresh, wenn wir jetzt alle Regeln, meisten Regeln gut kennen. Also, es ist wieder eine Archery-Phase zuerst. Mhm. Ich habe 2 rote Würfel. Was hat... Wir sollten den mal wegpacken. Genau, das ist ja der Assassin, der hat wieder Standard. Der hat wieder Standard. 2 Totenschädel. 3 Schilde, 2 Totenköpfe. Okay. Das ist ein Assassin. Dann nächste Runde. Jetzt Nahkampf. Mhm, jeden Würfel. Nur einmal. Noch 2 rote Würfel. Welchen Würfel einmal? Jeden. Okay. 1 Totenschädel.
3 Totenschädel. Also das eins runter und er ist tot. Imperial kriegt 4 Punkte. Weil sie es besiegt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Punkte auch kriegen. Kriegen die auch die Punkte, die auf den Karten draufstehen? Steht auch nicht extra irgendwie der Spieler oder so. Ist auch nicht so schlimm. Der ist, für andere eben, dafür hat er die Punkte bekommen, ne? Das waren wie 4? Wofür hat er Punkte bekommen? Für den Imperial Guard. Ja, das warst du, nee, oder? Das war ich. Aber er hat doch irgendwas hier schon gerade besiegt. Nö, die Garnison, die liegen ja da schon. Achso, kommt gut, dann passt das ja. Ja, bekommt, okay. Die kriegen ja beide gleich noch Punkte tatsächlich. Okay, dann kommt der Blatt weg. Und der Curse bleibt ja aber stehen. Der Curse bleibt stehen, ja. Genau. Und sie verteidigt das jetzt ja auch für immer. Und immer. Okay. Genau, aber sie bewegt sich jetzt hier nicht raus, weil das ihr Target ist. Das heißt, sie platziert einfach eine Garnison, was nicht geht, weil der Curse da ist, dann war's das. Dann kriegt er einen Punkt dafür, weil er das nicht kann. Ah, ist das so? Okay. Vielleicht. Wo stand das? Die Punkte auf den Karten bekommen auch Chaos und Imperium. Dankeschön. Aber wo kommst du jetzt, dass er dafür einen Punkt bekommt? Also immer wenn er das nicht platzieren kann, bekommt er einen Punkt. Okay, dann ist das wahrscheinlich und so. Und da wird uns hoffentlich Thomas gleich sagen, ob er jetzt, weil er hier durch den Curse keine Garnison platzieren kann, weil er nochmal aktiviert wird, weil wir in der letzten Runde sind, ob er dann dafür einen Punkt bekommt oder nichts. Und dann ist sie nochmal dran und läuft sie nochmal rein. Wieso sollte, ach, weil du jetzt das mit der Doppelaktivierung machen genau. willst. Ach, schade, haben wir ja garantiert verloren, weil die kriegen ja noch die ganzen Punkte für das Zeug, ne? Ja. Ja. Das ist okay. Wir würden wahrscheinlich sonst noch höher verlieren, weil ich mache keine Punkte. Wobei, jetzt habe ich ja Ressourcen. Nee, aber guck mal. Gut, wir decken das ja noch auf. Da genau. Neue Einheiten, aber... So, ich habe hier von 2, davon einen. Aber erstmal kommt ja die... Also das stimmt, ich stehe ja in der Nähe. Wir würden dann irgendwie gucken, dass wir einmal traden, mehr, ja. Weil ich habe ja dafür sehr viele Ressourcen. Also, Nahkampf? Fernkampf? Ja. Sie kopiert einfach meine Würfel, oder? Ja. Sie macht einfach mit das, was ich mache. Ja. Okay, ich habe den Würfel. Ja. Achso, sie würfelt auch gar nicht. Nee. Ja, passiert nichts. Nahkampf. Wieso? Totenkopfschild? Naja, hebt sich gegenseitig auf. Genau. Weil wir hatten ja auch von Combat, ne? Das Card Sister Plates, on your Havens. Ich hätte mir noch den hier wiederholen können. Hättest du aber nicht gemacht. Hättest du nicht gemacht? Warum nicht? Welchen Sinn hat das gegen sie? Ich will mir Einheiten da. Schön ist, ich muss sie einfach nur tot kriegen. Du hast einen Lebenspunkt mehr, das stimmt schon. Doch, du hast einen Lebenspunkt gegen sie mehr. Das ist doch nicht unsinnvoll. Ich glaube, ich hätte das gemacht. Dann hätte ich nämlich jetzt hier noch aber einen. Aber es ist egal, wen du nimmst, tatsächlich. Guck mal, einen Totenkopf. Ja, dann verlierst du eine Einheit. Und sie verliert ein Leben. Jetzt, sie wird nicht schwächer. Genau, dann habe ich jetzt 2 Orangene. Und den. 2 Totenköpfe. Ja, sie ist auf 2 Leben. Also du kannst sie gar nicht besiegen. Du hast vergessen, deinen Wall mitzuwürfeln, glaube ich, oder? Nee. Die kopiert sie auch. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ob ich die noch würfeln kann. Aber es ist ja keine Einheit mehr da. Eigentlich hat sie jetzt gewonnen. Es gibt niemanden, der den Turm besetzen kann, meinst du? Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, ob das als Einheit zählt oder nicht. Ich fände es schon ganz... Es wäre schon ganz nett, wenn die auch noch besiegt werden müssten. Das wäre... Fair. Aber der hat doch gar keinen Aktivierungstoken, da keine Platzierung der Garnison. Nein, doch, da wir die letzte Runde quasi gerade spielen, nach 2 Runden, hätte er noch einen gehabt und würde noch einen platzieren. Kriegen ja irgendwie doppelt Aktivierung dann, ja. Garnisonen können auch auf Flüchen platziert werden. Hä, aber hattest du nicht gesagt? Achso, und der Gegner hat die gleichen... Naja, da steht, es zerstört jede Garnison. Das heißt aber nicht, dass nicht wieder eine Garnison platziert werden kann. Achso, das hat Karl. Also es scheint erst gemeint zu sein, du kopierst die Würfel, aber du kopierst nicht das Würfelergebnis. Du würfelst einfach mit den gleichen Würfeln. Stimmt, das ist auch irgendwie, sonst ist es ja ein ausrechenbarer Kampf, was wir nicht haben. Das ist richtig. Ist halt jetzt aber auch egal tatsächlich. Genau, wir sind eher am Ende. Aber danke für den Hinweis. Und hier würden tatsächlich, also wir haben wieder zu viel interpretiert, da steht zerstört, aber da steht ja nicht, dass danach keine platziert werden kann. Genau. Nur wenn es platziert wird. Das heißt, kriegt der Punkt weniger und da kommt eine Garnison hin. Ja, steht ja vor. Ist jetzt wirklich egal. Genau. Es ist spät, das soll jetzt nicht heißen blablabla, sondern wir machen das Ding jetzt nochmal richtig, wo wir jetzt hier einmal die Erfahrung haben. Nur diese Spiele, die so massiv aussehen, aber es ist eigentlich, also es sind viele Schritte, aber es ist ja wirklich sehr. Es ist eigentlich einfach, aber dann ist es doch wieder relativ viel Kleinkram, denn was passiert dann, kommt dann das und das dahin. Eigentlich ist es auch sehr klar geregelt, aber du musst halt irgendwie alles im Kopf haben. Wenn es Miniaturen hätte, bräuchte es größere Hexfelder. Genau, das dann würde die jetzt noch Punkte bekommen. Er würde, was 1, haben wir 2, hier? 3, 4, 5, 6, 6, 7. Empire machen wir gerade, ne? Wir sind beim Empire. 1, 2, 3, 4. Das hier muss, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Da wäre ja eine. 5, 12. Viele Legionen im Play. 2.
Das Ding hier wird auch zerstört. Und zwei für jede Fraktion im Imperial Graveyard. Du, toll, 1, 2. Dann würde die jeder Curse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jede Horde im Play. Keine. Sehr gut. Und für jede Fraktion da im Graveyard. 2, wäre nochmal 6. 3 Fraktionen sind drin. Ja, sind 6 Punkte. Genau, du hast... Die erste Zahl falsch, die zweite ja, richtig. Und dann würden alle Units wiederkommen, wir würden jetzt Punkte bekommen, 2 Punkte für jeden Held. Alter, die werden trotzdem 5. Das ist für den Curse. Du würdest 6 Punkte bekommen, weil du 3 Heldens ja. hast. Stimmt. Special Hexes hatten wir schon. Okay, ich noch mal 2. Und du könntest jetzt mal Ressourcen ausgeben für Punkte. Auch für dich? Weiß nicht, aber ich kann das auch machen. Ich könnte 1. Wie viele Ressourcen? 5 oder was war's? Ja. Ich hätte nochmal 2 Punkte gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ist leichter, wenn man mit den Entwicklern spielt. Dann machen wir die Hauptstadt nicht, Ben. Das kann sein, das ist schon sehr lange her, aber die haben bestimmt noch die Karten vorbereitet, damit wir immer die richtig passenden, coolen Gegner haben. Ich würde nochmal 5 Punkte bekommen. Ja. Aber das wäre tatsächlich, also ein Würfelwurf irgendwie ein bisschen anders. Du hast ja nur ganz knapp den ersten Kampf verloren. Genau. Du hast den ersten Kampf nicht verloren, 2 Garnisonen, 1 Gegner weniger. Es wäre nicht unrealistisch, dass du hier in den Bereich kommst. Und man hätte die auch hier hingestellt. Du hättest nicht gesagt, dann kriegen wir vielleicht den Würfel wieder. Das machst du einfach nicht. Und dann wäre das auch, wenn wir da hier ein bisschen. Aber wenn, wäre es natürlich trotzdem episch gewesen. Ja, aber es ist halt super. Es ist ja so viel. Die eine Aktion. So verdienst du beim Poker ganz viel Geld, wenn du so spielst. Das stimmt. Du sagst ja, aber wenn das durchgeht, ist es episch. Ja, du findest aber auch episch viel Geld, wenn du immer drauf hoffst. Genau, ich finde, also das ist eigentlich ganz cool. Es ist halt ist nicht so mega komplex, trotzdem relativ viel drin. Und es hat halt viel, ich meine, die Gegenstände sind eigentlich immer alle cool, die Quests sind irgendwie alle toll. Ne, die Spezialeigenschaften führen ja auch nochmal ein bisschen zur Asymmetrie. Ich habe hier irgendwie eine sehr, also ich bin relativ, also ich dachte, ich wäre defensiv, aber habe dann festgestellt, alle Einheiten, die ich habe, habe ich irgendwie ohne Schilde gespielt. Haben unsere, die gleichen Würfe haben die alle, ne? Die sind orange, weiß, rot, ganz lila. Anders. Blau, weiß, rot, schwarz. Ah, okay. Und du hast zum Beispiel 2 Bogenschützen. Ich habe nur einen Bogenschützen mit Weiß. Du hast einen lila Bogenschützen, also und davon hast du, glaube ich, hast du davon 2 oder 3? Weiß ich gar nicht. Du hast ja noch welche drin liegen. Wahrscheinlich 3. Also hier bei der anderen Fraktion, bei der Game-Fraktion, kosten die ersten beiden Einheitentypen 2 Ressourcen. Ja, ich, bei mir auch. Nee. Doch. Nee. 2 Ressourcen. Beliebig. Na, beliebig nicht, beliebig. Das stimmt. Bei genau. mir ist es zwischen 2 von den 3. Nee, das ist 2 jeweils. Genau, und mein 7, ich zahle 7 für meine Schwester. Du könntest auch für mich Punkte kaufen. Komm, mach mal 3 Punkte weg bei dir. 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Bam, da haben wir nur so halb verloren. Ich gebe dir alle 5. Bam. Ja, die waren übermächtig jetzt. Das ist wirklich so. Und das kann der erste anders Kampf laufen. Anders hätten genau. wir jetzt gewonnen. Ja. Das ist einfach so. Der Rest wäre ja... Und das hatten wir selbst in der Hand, weil das hätte man anders machen können. Genau, wir haben natürlich auch... Nee, haben wir nicht vergessen. Sie hätte das hier platziert, das ging nicht. Sie hätte jetzt bei dem da reingehen vorher noch... Hier wahrscheinlich eine Garnison oder so. Naja, man muss sich halt mal angewöhnen, einfach Sachen zu machen, so gerade in der ersten Partie zu sagen, wir gucken nochmal, wenn wir die Horde aktivieren. So. Was wäre denn jetzt als nächstes passiert? Das ist ja auch noch eine gute Frage. Imperiale Inspektion. Aha. Wir hätten 2 Quests abgeworfen, sodass wir nur eine gehabt hätten. Nett, Items kosten mich immer 1 weniger. Dann hätten wir 1 Skelett zu anderen Skeletten gestellt. Mhm. Warum eigentlich? Naja. Schwere Verluste vermehren sich halt. Wurden den dem Empire. Ach ja, genau, dieser Curse ist, sorgt dafür, dass das Empire unterdrückt ist, das eigentlich die Welt beherrscht, ne? Und wir nutzen unsere Gelegenheit. Aber eigentlich ist alles im Untergang geweiht, weil dieses Chaos-Zeug, das wird ja wie ein Warhammer sein. Echt ein geiles Spiel. Freue mich jetzt auf die nächste Partie. Ich muss jetzt losgehen. Danke, Thomas. Und ja, es macht mir Spaß, das Spiel. Platziere 3 Legionen mit Fred 5 auf der Hauptstadt. Oder 2 Legionen in einem 2-Spieler-Spiel. Mhm. Hier ist aktiviere die Legion mit der höchsten Initiative. Das wäre jetzt nicht so viel schlimmer gewesen. Hätte auch wieder 2 Sachen platziert letzten Endes bei uns. Und das hier? Oh, okay. Platziere 2 Skelette auf jedem Seeturm. Ja, 2, also bei 4 Spielern 4 dann. Aber 2 auf jedem, schon böse. Für jeden Spieler platziere eine Horde mit Fred 7 auf irgendeinem leeren Feld. Für jede, die du nicht platzieren kannst, platzierst du eine Legion in der Capital mit Fred 7. Aktiviere die Horde mit der niedrigsten Initiative. Sie brauchen keinen Aktivierungsdruck. Ja,
das ist jetzt nicht so, das macht natürlich immer ungefähr das Gleiche, das eskaliert nicht extrem, ja, ja. Das macht das Gleiche. Also außer, dass die Bedrohung halt hochgeht, aber auch das ist ja... Oh, ja, okay, das stimmt, das reicht eigentlich auch schon. Du hast recht. Ja, ich frage mich halt, gut, das bringt ja auch noch Asymmetrie, wie sehr unterschiedlich sich die Fraktionen tatsächlich anfühlen, außer dass sie andere Würfel. Es gibt ja noch 4 neue auch noch, also da wird schon ein bisschen Abwechslung drin sein. Kriegen noch irgendwelche neuen Mechaniken mit oder bewegen sich dann auch innerhalb des... Das weiß ich nicht. Ich habe nur reingeguckt, was drin ist, aber habe es mir gestern Nacht nicht mehr im Detail angeguckt. Da musst du erstmal die Würfel raus. Diese Aktivierungsedelsteine kommen auch irgendwo anders hin. Und das ist eine ganz nette Erweiterung mal, weil die kannst du einfach reinnehmen, das magst du wirklich überhaupt nicht. Das sind einfach nur noch mehr Gegenstände, ne? Das ist eine Karl-Erweiterung. Das ist eine Venus-Next-Erweiterung. Ja. Da sind noch 2 Karten drunter, die ich zum Geradebiegen drunter gepackt habe. Unter Northgard. Unter Northgard? Ja, weil ich brauchte irgendwie Gewicht. Die liegen ganz unten drunter. Ah, das hat nicht so viel gebracht. Das ist der Nachteil bei diesen Karten. Ich glaube, dass die auch schnell, also die knicken auf jeden Fall schnell. Wenn du die mischst, ja. Du darfst die auf keinen Fall mit Brüten mischen. Das geht bei diesen Karten nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist ja quasi nur Pappe. Hast du die einmal zusammengesteckt eigentlich? Ja. Oder? Das ist ja bei Gegenständen nicht ganz so wild. Außer dass die super toll sind, weißt du, dass die kommen, aber... Mein Gott. Das bist, glaube ich, du. Oh, ja. Also das hier ist halt auch gar nicht so schlecht. Ne? Diese 3 Ressourcen machen halt auch echt viel aus. Nee. Der extra Würfel ist für die Quests auf jeden Fall gut. So. Ein sehr positiv. Jetzt, ne, ja, standen ja doch wieder ganz gut da. Fühlt sich jetzt nicht. Ja, vor allen Dingen, ich meine, du kriegst auf den Sack, aber ich dafür halt, habe echt wenig auf dem. Ja. Den hat man also hier, das da reingelaufen. Das hast du ja geschafft. Weil mein Fog Cave geht aber auch bis hier rum mit dem Screaming Sea, das wäre ja nicht gegangen. Ein Fog Cave? Fog Grave. Achso, das ja. Fog Grave. Hier sind die Druiden noch. Und das ist auch in jedem Spiel halt andere dann, ne? Ja, da gibt es mehr von. Okay, dann kann man es sich ein bisschen schwerer machen, indem man die verdeckt lässt. Auch wir haben eh so selten Blitze gewürfelt. Ja. Das, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, dass der Held am Kampf teilnimmt. Das fände ich noch irgendwie, das wäre noch schön. Wenn der auch noch 2-3 Würfel zusteuern könnte, das hätte auch was. Aber siehst du, ich hätte jetzt habe ich mal einen Eindruck davon. Okay. Ich kann halt einmal den Kohlauf wirklich benutzen, um sämtlichen Schaden zu blocken und trotzdem nur eine Einheit zu verlieren, verliere natürlich die stärkste Einheit. Aber das kann natürlich trotzdem gegen so einen dritten Gegner. Also ich habe noch Ashforge, das wäre eine Karte, Aktion. Wenn ich einen Haven platziere, darf ich dort sofort Einheiten und Verteidigung bauen. Ach, ist auch nett. Sofort bauen, ja, was kannst du sonst in der Buildphase? Das richtig. Ist so. Das heißt, ich kann irgendwo hingehen, bauen, weitergehen und direkt Einheiten ziehen. Also ich, nicht schlecht. Das ist schon ein gutes Spiel. Archery and Clash. Flip this to lose one shield and gain one hier Blitz. Before damage. If you solve a quest, gain the reward of one quest gold, even if you gained it already. Das ist auch sehr nett. Und dann noch die Aufwertkarte. Was hat der andere Typ gemacht? Der hat die gleiche Karte. Okay, der kann jede Runde einfach eine Basic Unit platzieren. Mhm. Oder einmal das Abwerfen für irgendeine Unit. Also er kann den Call-Off für Zero Resources wählen. Kann Questquests erfüllen, außerhalb würfeln. Das ist das gleiche, das ist das gleiche. Der hat auch die Call-Off-Karte. In der Archery Phase kann er Schaden oder ein Schild ignorieren. So, all die das jetzt noch nachträglich gucken und jetzt noch dabei sind, also das war jetzt auch nur so eine Kennenlernpartie. Ich habe zwar gestern schon mal versucht, die Regeln zu lernen, aber das in Aktion richtig zeigen sich dann oftmals erst die richtigen Fragen. Wir werden das, denke ich, bald nochmal auf den Tisch bringen und dann auch ein bisschen noch mehr wissen, was wir tun. Dann wird die Partie auf uns dann besser, aber es hat schon Spaß gemacht. Aber ich weiß also nicht, ob ich es mit mehr als 2 Leuten unbedingt spiele. Das ändert sich ja nicht wirklich vom Spielgefühl her. Es ist nur mehr. Es ist nur mehr, genau. Ja. Also es gewinnt, glaube ich, nichts. Ich kann es so machen, aber... Nicht das Gefühl, also es kam mir zumindest jetzt in der Kennenlernpartie auch noch nicht so hoch koordiniert vor, dass wir, also wie bei einem Spirit Island jetzt, wo jeder extra geistern. Das hatte ich auch nicht das Gefühl. Hier sind die 5 Dinge.
Da ist irgendwie Luft, ne? Ja, aber es muss auch so sein, weil die haben ja... Also es passt schon eigentlich ganz gut. Hm. Und die Karten kommen wo rein? Hier, ja, mit rein. Okay. Oh, warte. Der sollte vielleicht noch... Da mit rein. Was gut ist, ist dann doch relativ schnell aufgebaut. Abgebaut und aufgebaut. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen besser sortieren, was ich jetzt gerade tue, dann ist es auch schneller aufgebaut beim nächsten Mal. Du bist das Problem. Immer. Das bin ich jetzt immer vor dem Spiel. So ist es. Schon eine Menge Würfel. Hier ist noch ein Curse. Ja, schön. Nächstes Mal natürlich eine andere Fraktion, weil die sind jetzt nicht so kompliziert, dass man denkt so. Da muss ich jetzt nicht erst die... Das ist kein Root. Ja. Ist nur für die Decke? Was für Decke suchen wir denn? So alle. Du hast die anderen Sachen hier. Die anderen Sachen? Den zweiten Helden und so, ja. Die anderen, genau, die zweiten Helden. Und die Schachtel hast du? Die ist auf dem Stuhl. Da macht sie bei solchen Spielen ja immer erst Sorgen, wenn man die auf dem Tisch sieht, dann ist das so. Bei Distilled ist das ja auch so. Riesenschachtel und denkst so, oh mein Gott. Und es ist. Ja. Müssen wir mal spielen. Bin ich gespannt drauf, wie es dir gefällt und wie es Flo gefällt. Ich glaube, Flo wird's. Nee, Distilled. Ich denke, dass ich's. Ich glaube, Flo wird's wegen des Themas gefallen. Also nicht Schlimmes, aber. Für mich ist das ein beliebiges Thema. Die haben sehr billige Grundeinheiten. Aber das ist irgendwie nervig, weil du kannst ja maximal 5 mitnehmen. Mhm. Reiter. Theoretisch kannst du ja noch gucken, ne? Gebiete, welche Geländearten. Reiter sind dann auch Bogenschützen plötzlich und so. Das kann ja schon ein bisschen Unterschiede machen. Ja, und dafür musst du jetzt noch viel exploren. Ja. So viel Zeit ist ja auch nicht, ne? Hier ist noch zwei Fraktions. Haben wir noch? Hier. The Dwerka. The Drool. Und hier heißt einer Karl. Was ist das alles? Das sind alles irgendwie Leute mit grauer Haut und spitzen Ohren. Bis auf die. Aber die kommen ja auch von woanders. Bedankt. So. Es geht fast zu. Schön. So, das war einmal eine Lernparty Uprising. Wir sagen vielen Dank fürs Zugucken. Schön, dass ihr da wart. 21 Leute sind noch da, das ist nicht schlecht. Morgen Mittag, Nachmittag, irgendwann so zwischen 12 und 3 wird es einen gezockt geben, wo ich über sehr viele Spiele reden werde. Jetzt kann ich auch über Uprising reden, noch nicht über Distilled. Vielleicht gebe ich mir Uprising noch auf, weil ich habe echt genug Spiele. Ich rede vielleicht einfach über die nächste Woche. Über die letzte Woche, nicht über die nächste. Was ist besser als ein Video? Und dann kommt 2 Videos. Das ist richtig. Aber nicht an einem Tag, und 2 gezockt sind von mir. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.